So, dann sage ich mal guten Tag, liebe Leute. Ich hoffe, es haben einige Leute in den Stream reingefunden. Im Pad sind Pink Pirate und Rolf Müller. Wow. Das ist schon mal sehr nett. Und noch ein paar annehmend. ja, wir freuen uns über Fragen jetzt. Es heißt wieder mal MDB in Spe. Diesmal sind 4 Leute zu Gast und wir versuchen das Ganze in unter 3 Stunden abzuhandeln. Das wäre gut. Das wäre eine Maßnahme. Und ich bin der Sepp, ich bin hier der Gastgeber und links neben mir sitzt der Matthias. Und der stellt sich jetzt mal vor und dann machen wir das reihum. Genau. Ich bin der Matthias Garscher, 49 Jahre alt, verheiratet, getrennt lebend, mit einer Lebensgefährtin zusammen, habe ein kleines Kind, eine Tochter, 18 Monate alt. Ja, nachdem ich lange Zeit Unternehmer war, bin ich zurzeit ohne Tätigkeit und weil ich die ganze Zeit, seit 5 Jahren, von dem Geld gelebt habe, was ich für mein Unternehmen bekommen habe. Das soll es erstmal gewesen sein. Oder noch mehr für die Piraten? Ja, ja, stell okay. Ich doch mal, was du genau denkst, was irgendwie jetzt... Bei den Piraten bin ich seit dem Offenbacher Parteitag, war aber schon im Sommer zuvor in den Stammtischen, da habe ich den Christian kennengelernt, neben mir. Und... Ja, wo ich ganz stolz bin, ich bin nämlich vor dem Berliner Wahlergebnis eingedreht, also im Gegensatz zu vielen anderen. Ja, dann habe ich mich eigentlich mehr im Bund rumgetrieben von Anfang an und nicht in Hessen, deswegen wird man mich nicht so gut kennen wie die anderen drei hier. Und da war ich in der AG Geldordnung, da bin ich Koordinator, Projektgruppe ESM Finanzkrise mitbegründet, einen der Grundsatzanträge mitorganisiert, der auch in Bochum beschlossen worden ist, an der INI, an diesen tollen 15 Stunden vor Weihnachten mitgeholfen, dass das nicht programmatisch, organisatorisch missbraucht wurde, sondern eine neutrale Plattform geworden ist, wo eine INI halt sich gegründet hat für das Wahlprogramm und ja, das waren so die wichtigsten Sachen. Ja, mein Name ist Christian Bethke. Ich denke, einige werden mich vielleicht schon mal gesehen haben oder vielleicht auch mal meinen Namen gehört haben. Ich bin auf den Tag genau heute seit 4 Jahren Pirat. Das heißt, ihr könnt mir heute noch zu meinem 4-Jährigen gratulieren. Hey. in deiner Zeit als Pirat war ich, glaube ich, schon an sehr vielen Bereichen innerhalb der Partei tätig. Darunter Wahlkampfkoordinator der Bundestagswahl 2009, Gründungsbeauftragter des KV Frankfurt, Vorstand im KV Frankfurt, Pressesprecher in den verschiedensten Bereichen. Und wer sich auf meiner Wiki-Seite umsieht, wird auch noch sehen, was ich sonst noch so alles gemacht habe. Es waren schon einige Sachen. Ja, ich selbst bin aktuell noch 34 Jahre alt. Wenn es dann zur Wahl kommt im September, werde ich dann schon 35 erreicht haben. Lebe in Frankfurt, ziehe jetzt bald um in Frankfurt und bin Pirat. Ich halte es mal ein bisschen kürzer erstmal. Okay. Jan. Ich bin der Jan Leutert, ich, oder auch Püt, kenne mich auch ein paar, also viele werden mich wahrscheinlich schon kennen. Ich mache hauptsächlich momentan das mit den Versammlungsleitungen, mache aber auch noch so ein paar andere Sachen, habe auch schon viel Kreis angefangen als Pressesprecher, dann mal Gensek, eine etwas unrühmlichere Zeit. Dann bin ich auch auf Bundesebene hochgerutscht und mache jetzt irgendwie seit 3 Jahren Landesschiedsgericht. Ja, 3. Amtsperiode bin ich jetzt, glaube ich. Wusel eigentlich überall mal mit drumherum, wo ich gerade Arbeit finde. Und ja, mehr. Wer mehr wissen will, soll fragen. Ich kann jetzt auch noch 3 Stunden Monolog halten. Ja, ich nehme den Ball dann mal auf. Ich bin Björn Semrau. Ich bin Student der Politikwissenschaft und Geschichte an der TU Darmstadt. Ich bin 34, bin seit dem 21.12.2012 verheiratet, bin Gründungsmitglied von der Piratenpartei, habe den Hessen-LV mitgegründet, habe den KV Darmstadt mitgegründet, da war ich auch Beisitzer, auch im LV, im ersten Vorstand war ich Beisitzer, das war überschaubar erfolgreich. Ansonsten bin ich halt in der AG Außen- und Sicherheitspolitik aktiv und bin dort Koordinator und habe die auch gegründet. Und das ist halt derzeit, wo ich halt mich vor allem rumtreibe thematisch, ist halt die Außenpolitik. Ich habe auch mit der AG zusammen den PA 481 auf dem Bundesparteitag in Bochum vorgestellt und durchgebracht, was jetzt der Kern des außenpolitischen Programms ist. Und
ja, ansonsten recht umtriebig und auch als Phobos bekannt. Vor allem umtriebig. Okay, ich weiß gar nicht, ihr kennt euch größtenteils. Also wir hatten in den letzten Runden nämlich so schöne Sachen von wegen, sag doch mal was Nettes über den anderen, bevor es losgeht. Hatte ich eine Frage. Was bedeutet Phobos? Das ist doch ein Marsmond. Exakt, ja. Das ist eigentlich der Marsmond daran, was ursprünglich ausgerichtet. Die Ursprungsversion von dem Nickname war ein bisschen länger. Das war Phobos MP Error und war eigentlich damals ausgedacht worden, damit es halt möglichst nerdy aussieht. Da kann man ja jedem sagen, dass der andere Mond der Name vielleicht noch frei ist, Daimus, oder? Entschuldigung, du war jetzt bloß eine Liste. Okay. Methode. Ja. Ja, der Kater will nicht ins Bild. Der ist schüchtern. Okay. Matthias. Ja. Könntest du was Nettes über die anderen drei sagen? Nur. Nur? Ja, dann fang an, leg los. Was Nettes. Was Nettes erstmal? Ja, Christian kenne ich eigentlich am besten von den drei. Die anderen beiden kenne ich eigentlich ganz wenig. Den Björn habe ich heute zum ersten Mal sogar eigentlich so richtig bewusst gesehen, obwohl ich in Neumünster ihn wahrgenommen habe, weil da die Außenpolitiker da immer draußen rumgesessen haben. Da habe ich dich also mehrfach bewusst wahrgenommen. Der Christian, den habe ich in den Stammtischen in KV Frankfurt kennengelernt. Und dann, der ist ja auch Direktkandidat, muss man auch sagen hier. Direktaufstellung war erst vor wenigen Wochen und haben wir ihn gewählt. Ja, die Martina ist noch oft bei uns. Der Stein Holzheim, das sind ja zwei, die nächste Woche dann noch hier sein werden. Ja. Über die könnte ich jetzt mehr erzählen, als über den Jan und über den Björn. Ja, eigentlich wollte ja auch die Martina wollte ja eigentlich auch mit dir zusammen, aber das hat zeitlich alles nicht gepasst, weil der Stein Holzheim, der Robert kann nur nächste Woche. Ja, das hängt auch mit Leipzig zusammen, glaube ich. Also insofern kann ich über beide Strategie treffen, sind die beide. Jo. Krass. Ja. Ja, gut, dann versuche ich mal was Nettes über die Zeit, was natürlich, wenn man sich so lange kennt, gar nicht mehr so einfach ist. Nein, ja, Matthias kenne ich, wie er es eben auch schon gesagt hat, auch aus dem KV Frankfurt, da habe ich ihn damals als erstes kennengelernt, auch am Stammtisch. Ich glaube, wir haben uns ja auch über einige Themen erstmal unterhalten und dann ein bisschen aus den Augen wieder zwischendurch verloren. Wenn ich was Gutes über dich sagen soll, also ich weiß auf jeden Fall, dass du Fachmann bist. Und es ist einer unserer, glaube ich, wenigen hessischen Piraten, die wirklich sehr versiert sind im Bereich Finanzen und also gerade auch Wirtschaftsthemen. Und dafür schätze ich dich auch sehr momentan als einer der wenigen, die, sage ich mal, auch dementsprechend in bundesweiten AGs ja doch ein bisschen auch die hessische Fahne mit hochhalten können im Moment und vor allem auch thematisch da sehr intensiv arbeiten. Ja, der Jan Leutert, ja gut, das ist eine längere Geschichte. Da fällt mir den kenne ich doch, nein, den muss ich widersprechen. Doch, auch Jan schätze ich sehr dafür, dass er einer der aktivsten Piraten ist, die ich kenne, vor allem der hessischen Piraten. Ein versierter Versammlungsleiter, das auch sehr intensiv tut und sich immer für die Piratenpartei eingesetzt hat. Wir waren, glaube ich, nicht immer der gleichen Meinung, was der richtige Weg ist, um die Piraten voranzubringen. Und an unserem persönlichen Verhältnis muss man vielleicht auch nochmal irgendwann arbeiten, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, ich schätze ihn wirklich sehr dafür, dass er einer der aktiven Piraten ist, die immer weiter auch den hessischen Landesverband mitentwickelt haben und weiter vorangebracht haben und irgendwie doch immer da waren. Ja, und beim Björn, den habe ich eigentlich auch in den letzten, ja, glaube ich, anderthalb Jahren das richtig kennengelernt, weil als ich angefangen habe, war wohl, glaube ich, einer auch seiner, in Anführungszeichen, Tiefphasen. Ihn schätze ich vor allem dafür, dass er ein unglaublich interessanter Diskutant ist und auch die Meinungen, die er vertritt, aus meiner Sicht sehr nah an dem sind, was Piraten darstellt und was wir als Piraten auch tun und machen sollten. Und ja, ich finde ihn daher einen wirklich super Diskutanten und auch, ja, Diplomat ist vielleicht übertrieben als Aussage, aber ich schätze sehr seine Meinung und freue mich auch immer, sie zu hören. Diplomat in Spee. Diplomat in Spee, ja. Bis zum Diplomaten haben wir, glaube ich, noch einen weiten Weg vor uns. Das riecht gut. Ich? Hau mal rein. Ja. Über Sepp muss ich nicht reden heute. Matthias, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch gar nicht so viel mitgekriegt. Das liegt aber vermutlich ganz einfach daran, dass wir einfach zwei unterschiedliche thematische Felder bearbeiten oder uns für unterschiedliche thematische Felder interessieren. Ich gucke jetzt nicht so oft in die Wirtschafts-AG. Ich habe deinen Namen mal ab und an mal gelesen.
wo ich mal zum ESM gefragt wurde, habe ich da mal reingelesen, was ihr da geschrieben habt. Da ist mir der Name tatsächlich mal so ein bisschen über den Weg gelaufen. Aber wir haben, glaube ich, auch nie irgendwo zusammengearbeitet. Deswegen muss ich halt sagen, das liegt dann einfach einzig und allein daran, dass ich nichts Nettes über dich sagen kann. Aber eins darf ich noch ganz kurz sagen, du bist ein verdammt guter Versammlungsleiter bei den Bundesparteitagen, das habe ich vorhin vergessen. Danke. Und zu euch beiden tatsächlich ziemlich dasselbe sagen, also wir kennen uns ja jetzt, du hast es ja schon gesagt, wir kennen uns ja schon etwas länger und ja, wir sind nicht immer einer Meinung, weil wir sehr unterschiedlich, also wir alle drei gehen tatsächlich jeder für sich sehr unterschiedliche Wege und sehr unterschiedliche Meinungen. Aber wir drei können uns trotzdem immer unterhalten, können uns immer streiten und danach noch in die Augen sehen. Und sowas schätze ich an Menschen prinzipiell, wenn man sich fachlich, ich habe es auf dem letzten LPT mal gesagt, ich muss mit euch diskutieren können und keinen Schnaps trinken können. Aber wir können trotzdem mal eintrinken. Das ist ein Angebot. Sollten wir wieder machen. Ja. Wir haben ja in zwei Wochen bald wieder eine Möglichkeit dafür. Wir haben tatsächlich schon Bier getrunken. Wir haben auch schon Bier getrunken. Ja, bei mir im Urlaub. Ja. Damals. Und Einladungen zurechtgemacht. Ja, also um mit Jan anzufangen, der ewige Versammlungsleiter, man kann es leider nicht oft genug sagen, eine feste Größe in der Partei auf jeden Fall und in Hessen. Ich kann das mit der Aktivität auch nur bestätigen. Eine stete Kraft in der Hessenpartei und in der Bundespartei und das ist auch etwas, was ich sehr schätze und respektiere und deswegen kann ich das auch nur zurückgeben. Ich finde das gut, dass wir uns aneinander reiben können. muss sein. Schätze ich sehr. Ja, muss sein. Und auch natürlich danke für den Kapitän, den du uns auch mal geleitet hast. Was ich daran schätze, ist, dass du wirklich auch jemand bist, der sich durchsetzen kann, der es auch durchsetzen möchte und so auch Ruhe und Ordnung reinbringt. Also das ist etwas, was ich sehr respektiere und sehr gut finde. Ja, Christian, die verschiedenen AGs, die wir jetzt eigentlich schon gründen müssen, die AG Goth-Piraten wollten wir mal gründen, die AG Anzug-Piraten. Gott, oh Gott. Im Grunde können wir jetzt eigentlich noch die AG Serienliebhaber gründen. Ja, stimmt, das haben wir jetzt auch noch geklärt. Ja, wir haben festgestellt, dass wir beide Freunde von Science-Fiction-Serien sind und was ich, Game of Thrones und ähnliches, Doctor Who. Also ich muss auch sagen, oft, so oft sind wir uns vorher gar nicht begegnet, aber wir hatten uns immer schon so ein bisschen umeinander rumschlawenzelt und wie gesagt, jetzt in den letzten anderthalb Jahren ist es stärker geworden. Genau. Und, auch ein Mensch, den ich sehr schätze, auch wegen seinem Engagement, auch manchmal so ein bisschen aus der zweiten Reihe auch mal heraus, sehr engagiert ist, weil ich sehr gut finde, auch jemand, der halt dabei bleibt und weil ich auch ganz großartig finde. Ja, und Matthias, möchte ich an der Stelle sagen, ich habe von dir jetzt ehrlich gesagt bis jetzt zu dem Vorfeld von dem Gespräch hier noch gar nichts mitbekommen, weil ich auch in ganz anderen Bereichen tätig bin. Freue mich aber darauf, dich kennenzulernen in der nächsten Zeit. Also von daher, umgekehrt auch. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich das jetzt so höre, so als Koordinator in der AG Finanzordnung und mit dem SDM-Thema, muss ich sagen, Respekt, so ein Thema anzufangen und ein so notwendiges Thema. Also auch dafür Respekt. Bin ich gespannt, was da noch kommen mag. Ja, diesen Respekt, den habe ich ja mittlerweile auch von zwei Bundesvorständen, weil dieses Thema Geldordnung, das ist wie eine Lichtquelle, die unheimlich die Motten anzieht. Und es sind also sehr viele extreme Motten dabei. Und ich glaube, wenn man sich selbst überhaupt loben sollte, dürfen sollte, ja, hau mal. Dass da eine Beruhigung eingetreten ist. Also das Ding ist total belastet gewesen. Also von unserem Vorstand Peukert bis zu Markus Dränger war da nur die Geldesoteriker als Begriff vorhanden, als ich da angefangen habe. Und du bist keiner von den Geldesoterikern. Also ich glaube nicht. Ich finde spät. Das ist die Kombo. Peukert bis Dränger. Das ist eine sehr interessante Kombination. Ja, das ist ein sehr weites Feld. Die beiden sind sich schon sehr ähnlich. Ja, aber... Okay. Nein, das war Sarkasmus. Deswegen habe ich eigentlich das als Spannweite aufspannen wollen. Und also will auch nicht lange reden. Das haben die mir da oben halt zurückgemeldet. Und das ist ganz gut, weil dort darf man nicht zu früh Aussagen treffen, weil die auch
also lass mich mal was so sagen, bei den Themensprechern wie beim Bruno und beim Thomas Küppers und all, oder bei anderen Feldern vielleicht auch, wo eine große homogene Übereinstimmung in der Partei ist, da dürfte es ziemlich einfach sein, Themensprecher sich vielleicht zu verständigen. Aber es gibt einige Gebiete in der Partei, wo wir höllisch aufpassen müssen. Und dort müssten wir eigentlich größere Kreise, größere Vernetzung machen, bevor wir da uns überhaupt rauswagen. Das ist meine Meinung. Korrekt. Ja. Okay. Ja, dann waren wir erstmal mit der Vorstellung durch, mit dem Flauschen durch. Haben wir Fragen im Pad? Einige persönliche Fragen, diese ganzen Fragen, so diese Standardfragen sind da gar nicht drin momentan. Können wir vielleicht selber aufgreifen oder vielleicht machen wir das, was Christian sagt, mit der Diskussion, mal von so richtig sowas, der mal was Neues. Vielleicht einfach um die Standardfragen, die haben wir ja alle im Wiki, einfach kurz den Wiki-Benutzernamen durchziehen, dann weiß jeder, wo er sie findet. Das ist aber in der Bewerberliste eigentlich. Ja, sind auch nochmal, aber... Ja. Also eigentlich, du willst gar nicht die Frage beantworten, welche Ausschüsse du unbedingt besuchen möchtest? Das habe ich doch schon. Ich kann es nochmal sagen. Also selbst ich finde auch interessant, bei der derzeitigen Lage der Piraten ist dafür die Basis draußen am meisten interessant, wo die vier Kerle hier eigentlich hinwollen mit der Partei, oder? Da kommen wir, glaube ich, hier mit den Fragen auch so ein bisschen. Aber fangen wir mal an, weil das sind nämlich so ein paar Fragen, so persönliche Dinge erstmal. Ja. Und es geht als allererstes mal an Björn. Ja. Was hast du seit der letzten Bundestagswahl Jahr für die Piraten getan? Was seit ihrer Gründung? Wieso berichten zahlreiche Gründungsmitglieder, dass sie dich bis vor kurzem nicht einmal gesehen haben? Ui. Ja, das ist, glaube ich, recht einfach erklärt. Also, ich war auf der Gründung 2006, bin da angetreten als Beisitzer, um halt so ein bisschen zu erfahren, mitzubekommen, wie man das am besten, wie man ein politisches Amt am besten ausfüllen kann. Beisitzer ist, finde ich, ist auch ein guter Beobachterposten, wo man lernen kann. Und bin damals unterlegen und habe mich dann in der Folgezeit dann beschäftigt, in Hessen den Landesverband dann mit zu gründen. Das war dann 2007, da war ich dann Beisitzer. Wie gesagt, das war nicht so sonderlich erfolgreich. Das war meine erste große Frusterfahrung in der Partei. Habe mich dann danach ein bisschen zurückgezogen, bin dann wieder hervorgetreten, aber erst so in 2009 wiederum, um dann in Darmstadt aktiv zu werden und den Kreisverband mitzugründen und war dann da auch Beisitzer im ersten Vorstand, das war dann schon besser. Habe dann, nachdem ich da Beisitzer war, war ich dann kurz Basis und habe da eher im Hintergrund gewerkelt. Habe dann zwischendurch den kommissarischen ersten Vorsitzenden gemacht, wo wir dann den OB-Kandidaten für Darmstadt gewählt haben. Und habe dann danach wieder eine Phase gehabt, wo ich mich ein bisschen zurückgezogen habe. Und bin dann so um Offenbach rum, vor Offenbach war das, bin ich dann wieder in Darmstadt aktiver geworden. Bin da stellvertretender Vorsitzender geworden und seitdem eigentlich wieder sehr, sehr stark dabei. Und in meinem Benutzerprofil im Wiki, das ist auch zu finden unter Phobos, findet man da auch eine Aufstellung, auch nach Jahren sortiert, was ich da so, sag ich mal, in Eckdaten so alles gemacht habe. Da kann man sich auf jeden Fall mal reinschauen, das ist eine Übersicht. Dass man die, zu der zweiten Frage, die dritte Frage war das schon mit den Gründungsmitgliedern, weil ich halt einfach im Bund und bundesweit damals so gar nicht so aktiv war, weil ich halt erstmal auf die KV-Ebene bis 2009 runtergegangen bin und wirklich erst im letzten, vorletzten Jahr rum angefangen habe, wirklich meine Vernetzung auch bundesweit wieder voranzutreiben. Aber auch meine Unterstützerliste sieht man ja, dass auch zum Beispiel Jens Seitenbusch auch ein Gründungsmitglied dabei ist, was mich noch von damals kennt und auch die bundesweite Vernetzung da durchaus existiert. Ja. Okay, dann haben wir gleich noch eine Frage hinterher an dich. Welches alternative Herrschaftssystem bevorzugst du persönlich für Deutschland, wenn es denn rein hypothetisch umsetzbar wäre? Und du sollst bitte nicht der Frage ausweichen, wie man das als Politikwissenschaftler lernt. Politikwissenschaftler lernt man das. Dann weiche ich der Frage nicht aus und antworte direkt gar keins. Also ich würde dann, also ich bin ja in einer Partei, um die Demokratie eigentlich weiterzuentwickeln. Deswegen würde ich diese Frage einfach mit gar keins beantworten. Ich bin nicht für ein alternatives Herrschaftssystem. Und zu der zweiten Frage, also zu dem zweiten Teil dieser Frage,
Als Politikwissenschaftler lernt man nicht, Fragen auszuweichen. Als Politikwissenschaftler lernt man, Politik zu analysieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, Modelle zu erstellen und politische Vorgänge zu erklären. Ich weiß nicht, wo man da lernt, Fragen auszuweichen. Das hat nämlich mit aktiver Politik so gar nichts zu tun. Im Rhetorik-Workshop. Den Schein muss das nächste Semester machen. Ja, genau. Was? Fragen ausweichen? Das ist der Schein, Fragen ausweichen. Das ist erste, erste Hauptstudio. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, was mich bei Politikern echt verärgert, dass sie Fragen ausweichen. Rhetorik für Politiker. Ja, okay, dann war das. Und dann kommt die next question an Jan. Wieso hältst du dich denn geeignet für den Bundestag? Was sind deine inhaltlichen Qualifikationen und wie hast du in deiner bisherigen Arbeit bei den Piraten auf deine inhaltlichen Kompetenzen aufmerksam gemacht? Abgesehen von deiner Tätigkeit als Versammlungsleiter, die wir alle sehr schätzen. Versammlungsleitung ist tatsächlich nichts Inhaltliches. Es mag viele überraschen, aber das ist rein verwaltendes Ding. Deswegen glaube ich auch die Frage. Ja, warum finde ich mich als Bundestagsabgeordneter geeignet oder als Mandatsträger geeignet? Ja, ich habe auch Themen, sie treten nicht immer so hervor. Ich komme leider selten thematisch dazu, aber zum Beispiel Sepp habe ich neulich für die AG Bildung Anregungen gegeben. Das mache ich relativ oft. Meine Themen sind eigentlich so Datenschutz. Ich bin auch Datenschutzbeauftragter, habe eine Ausbildung dazu. Ausbildung ist ein zweiwöchiger Workshop. aber ich habe so einen Zettel, da steht drauf, dass ich das bin. also beim TÜV gemacht. Befasse mich sehr viel damit. Ich habe thematisch auch schon unsere Themen vorangebracht auf Podiumsdiskussionen, in Interviews, in irgendwelchen Schülerdiskussionsrunden, in irgendwelchen anderen alternativen Diskussionsrunden habe ich unsere Themen schon vorangebracht. Aber die Frage ist, glaube ich, was wir für einen Anspruch an Bundestagsabgeordneten stellen. Wir brauchen im Bundestag in allen Abgeordneten tatsächlich in meinen Augen kein brauchen wir vielleicht auch, aber nicht ausschließlich Leute, die ein Thema an einem Thema arbeiten, an einem Thema schreiben. Dafür gibt es wissenschaftliche Referenten, dafür gibt es Leute, die sich damit auskennen, dafür gibt es den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Die Aufgabe und das, was ich von einem Bundestagsabgeordneten erwarte, ist, dass er unsere Themen so rüberbringt, dass andere Leute sie verstehen, dass andere Leute dafür begeistert sind. Und ich könnte der superbeste in 18 Themengebieten Spezialist sein. Das nützt mir nichts, wenn ich dann am Rednerpult sitze. Ja, so wie es unsere so. Das bringt mir überhaupt nichts. Man muss die Themen auch voran oder an den Bürger bringen können, auch an die Kollegen dann im Bundestag muss man denen erklären können, warum wir denn überhaupt so ticken. Da nützt es mir nichts, wenn ich thematisch, also abgesehen davon, dass durchaus meine Themen habe, dann ist es mir nichts, wenn ich in 20 Themengebieten irgendwo so der Experte und 3 Doktortitel habe. Das bringt mir dann in dem Fall nicht, wenn ich die Themen nicht verkaufen kann, weil dann habe ich zwar tolle Papiere, aber keine Sau liest sie. Und ich kann ich glaube, ich kann ein was relativ gut und das ist Sachen verkaufen, Themen verkaufen, uns verkaufen. Also, an wen willst du uns denn verkaufen? An den Wähler. Der Wähler will es. An die Lobbyisten, verdammt nochmal. Genau. Wähler Bull. Genau. Okay, dann geht's weiter mit Jan. Ed, wir sind Piraten. Deine persönliche Ochsentour durch Hessen? Ja, ich bin der felsenfesten Überzeugung, die Aufstellungsversammlung wird auf Twitter entschieden. Da führt kein Weg vorbei. Also wenn man auf Twitter bekannt ist, hat man dann super Chancen. Nein. Das ist auch auf Facebook. Echt? Ja. Oh. Ja, dann wird sie halt in dem Blog auf Facebook und auf Twitter entschieden. Nein, im Ernst. Der Alexander Schnapper hat mit dem Wir sind Piraten ein super Ding gemacht. Also ich habe das gelesen, als er das vorgestellt hat, als er die Idee hatte, hatte ich da schon was von gehört. Ich fand die Idee einfach spitze, hatte mich dann daraufhin beworben, ganz normal. Es hieß dann, ja, ich werde dann eigentlich nächste Woche dran, den Account zu betreuen. Allerdings ist derjenige, der die Woche dran gewesen wäre, leider aus privaten Gründen abgesprungen. Und dann war ich halt der Erste. Ich sehe das nicht als Ochsentour, zumal ich mit meinem normalen Twitter-Account wesentlich mehr Leute erreiche als über den Wir sind Piraten-Account. Ich glaube, der Hauptanspruch von Alex an mich ist einfach nur, das Ding bekannter zu machen. Und das ist mir tatsächlich, glaube ich, gelungen, indem ich das Ding von 30 Followern auf jetzt mittlerweile 230 Follower irgendwie hochgebracht habe und das in einer Woche, weil ich aggressiv dafür Werbung gemacht habe. Aber das ist keine Ochsentour durch Hessen. Also das ist ja auch ein bundesweites Projekt.
Also, aber das ist wieder das Übliche, wer nichts macht, dann heißt es, warum machst du nichts? Und wer was macht, dann heißt du, das machst du ja nur wegen dem Mandat. Und das hieß aber auch schon 2010. Da kannst du nicht. Richtig machen können wir es nicht. Mein Ding und ich mache das nicht irgendwie wegen irgendwas. Sonst hätte ich ja jetzt erst angefangen mit Arbeit. Ja. Apropos Arbeit. Und das geht, glaube ich, uns allen dreien oder vieren so. Ja, nächste Frage an Jan. Was ist deine berufliche Qualifikation außer dem 6 Wochen Datenschutzbeauftragtenkurs? 2 Wochen. gelernt habe ich tatsächlich Arzthelfer. Ich bin ausgelernter Arzthelfer, habe da auch einen Abschluss drin. Ich arbeite seit 6 oder 7 Jahren arbeite ich als Systemadministrator in einer Firma. Bin ab und an als Freelancer tätig, auch im IT-Bereich. Mache auch da ab und an Datenschutzsachen für ein paar andere Firmen und ansonsten, ja, Geld verdiene ich noch mit, also um es jetzt mal so ein bisschen auf Geld verdienen noch mit rauszumachen, ich bin noch ehrenamtlich Ausbilder und da kriege ich auch noch mal Kohle für. Ja. Okay, dann jetzt noch mal einmal draufgebasht auf den Jan. Immer drauf. Als Landesvorstand hast du grandios verkackt, das hast du auch selber irgendwie so in der Art angedeutet. Steht das so in der Frage? Das steht exakt so hier, das würde ich nie sagen. Da war ich noch gar nicht in Hessen. Deine Kandidatur auf dem letzten Wahlparteitag wurde von der Basis zurückgewiesen. Nun hältst du dich für geeignet für ein Mandat und offensichtlich sogar für den Spitzenkandidaten. Warum sollte die hessische Basis es sich jetzt anders überlegen? Also ich finde diese Frage eine Frechheit, da sie komplett untertreibt, weil verkackt habe ich den Gensek verkackt, das ist quasi eine himmelhoch Untertreibung. Ich habe den wirklich mehr als verkackt, das weiß ich auch mittlerweile. Ich habe mich damals als Gensek beworben, weil zu der Zeit, wo ich mich beworben habe, wollte es noch keiner machen. Mein Gegenkandidat fand ich noch schlechter als mich. Ich muss auch sagen, ich bin mit etwas falschen Vorstellungen in das Amt gegangen. Das war auch noch ein bisschen auf meine Unerfahrenheit zurückzuführen, aber der hebt die Hand, der jetzt noch nichts verkackt hat in dieser Partei. So, es passiert immer mal. Meine Kandidatur auf dem letzten Parteitag war eine Spontankandidatur, ich wurde spontan vorgeschlagen, habe dann gesagt, okay, dann trete ich an, ohne mich auf diese Kandidatur in irgendeiner Form überhaupt vorzubereiten oder sie vorher bekannt zu machen. Wir wissen, wie es mit Spontankandidaturen bei uns ist. Ich habe auch ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass ich gewählt wurde oder gewählt werde. Und ich glaube, für wirklich spontan habe ich ein relativ gutes Ergebnis von, ich glaube, 45% oder sowas, irgendwas, keine Ahnung, gekriegt. Aber darf ich jetzt gar nichts mehr in dieser Partei machen, nur weil ich einmal verkackt habe und einmal nicht gewählt wurde? Ich glaube, ich lege seit 3 Jahren, also ich wurde dann tatsächlich übrigens als Ersatzrichter, das Einzige, wo ich eigentlich vom Vorhinein schon dafür kandidiert habe, auch gewählt. Es sind komplett andere Sachen und ich halte mich tatsächlich als Mandatsträger für geeignet, für die Sachen, die ich gerade eben gesagt habe. Die Frage habe ich ja dann gerade eben schon beantwortet, warum ich mich dafür geeignet halte. Und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Gut, dann komme ich aber nochmal darauf zurück, von wegen, es ist hier im Pet-Chat kam jetzt eben auf, dass laut dir, Jan, Abgeordnete Pressesprecher sein sollten, die Themen rüberbringen und verkaufen sollten, ohne Ahnung zu haben. So wird es hier jetzt geschrieben. Wo war denn da nochmal der Unterschied zu den anderen Politikern? Das würde ich auch gerne irgendwie mal an die anderen noch weiterreichen einfach. Soll ich? Also, ja, fang mal an. Er muss kein Pressesprecher sein. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen zu nicht ausführlich genug erzählt. Also Bundestagsabgeordneter muss einer sein. Er muss sich in ein Thema einarbeiten können. Er muss dieses Thema verstehen können. Er muss flexibel sein in seinen Themen. Und muss dann es noch schaffen, dieses Thema rüberzubringen. Ein Pressesprecher muss einen Text schreiben, in meinen Augen. Und ja, er muss auch vielleicht ein bisschen Pressesprecher sein, aber er muss sich halt schnell in irgendwo was einarbeiten können und muss halt auch, das ist ja nur das, was im Plenarsaal passiert. Es sind ja noch die Ausschussarbeiten, es ist ja dann noch die ganze Verwaltung, die man damit hat, Mitarbeiter führen und sowas, sollte er auch noch können. Ich möchte aber auch mal dazu sagen, also ich glaube, das Einzige, was unsere gesamten Kandidaten, vor allem da wir, glaube ich, ja nur sehr wenige, also 40, vielleicht 50 Leute, je nachdem, wenn wir dann die 5% schaffen und die dementsprechend vielleicht auch noch ein bisschen drüber kommen. Es werden natürlich alles Leute sein, die vor die Kameras müssen.
Das sind aber gerade nicht die Pressesprecher, sondern es sind die Leute, die im Endeffekt aber von den Kameras und von der Presse gejagt werden werden. Das sind die Personen, die im Endeffekt das, was wir, wie er es auch schon gesagt hat, was wir machen, verkaufen müssen. Was mir in den letzten Monaten ein bisschen missfallen hat zu diesem Thema, ist diese Fokussierung auf Themen. Wir haben unsere Kernthemen, für die wir auch einstehen müssen, für die wir auch ganz klar Position beziehen müssen als Piraten aus meiner Sicht. Ich sehe aber vor allem eine der großen Aufgaben unserer Fraktion im Bundestag, sehe ich darin, dass wir überhaupt erst einmal das System Politik in Deutschland, Bundestag, lernen müssen und dass wir vor allem lernen müssen, wie wir dieses System, ich sag mal, auf Piratenweise manipulieren können. Also weiterentwickeln, verändern können, so dass wir anfangen können, in diesem System, das erst einmal nicht für Piratenpolitik ausgelegt ist, auch unsere Ideen von mehr Demokratie, von mehr Transparenz, politischer Transparenz, wirklich umsetzen zu können. Und da sehe ich eigentlich eine der Hauptaufgaben in diesen 4 Jahren, weil das wird nicht in einem halben Jahr möglich sein, das wird nicht in einem Jahr möglich sein. Ich denke, dass wir dafür gute 4 Jahre brauchen werden. Wir werden mit Sicherheit immer mal wieder auch für bestimmte Themen auch mal uns stärker positionieren müssen. Aber im Endeffekt werden wir nach aller Wahrscheinlichkeit in einer Oppositionsrolle sein. Und in dieser Oppositionsrolle werden wir vor allem die Aufgabe haben, zu zeigen, wo es überall bei der Regierung, wer immer das dann sein wird, schwarz-rot, schwarz-grün oder vielleicht auch rot-grün, wo es scheiße läuft. Wo die Mist bauen und wo die anfangen, unsere Bürgerrechte wieder zu beschränken, wo die anfangen, irgendwas hinter verschlossenen Türen zu machen, was einfach gegen das ist, was wir als vernünftige Politik für das gesamte Volk sehen. Und da sehe ich eigentlich auch die Hauptaufgabe. Dass wir zuerst Strukturen schaffen müssen, dass wir uns erst einfinden müssen, das System geschenkt, dass wir auch mit dem Finger drauf zeigen müssen und schauen müssen, dass die Regierung Bürgerrechte nicht weiter abbaut, geschenkt. Aber wir müssen in allen Bereichen mitreden können. Deswegen ist die thematische Fokussierung auf jeden Fall auch wichtig. Weil wir leben ja nicht, wenn wir reinkämen, nicht 4 Jahre in der Blase, dass wir uns günstig einrichten können, sondern wir müssen halt die Themen mit bearbeiten. Da brauchen wir auch Leute, die auch zumindest ein Grundverständnis haben oder die entsprechenden Strukturen in der Partei im Rücken haben, dass sie halt damit arbeiten können. Aber und sie müssen sich halt in die Themen einarbeiten können, schnell, ja. Auch wenn es jetzt nicht ihr Spezialthema ist. Mhm. Das wird sowieso jeden von denen treffen, ja, die dahin laufen. Und ich muss aber sagen, gerade als basisdemokratische Partei ist es aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass wir gerade die Themen und vor allem auch unsere Meinungen zu den Themen auch als Abgeordnete aus unserer Basis holen. Oh, da haben wir tolle Fragen zu an dich. Cool. Ich hab mich auch gewundert bei dem Wort basisdemokratisch. Warte. Vollkommen basisdemokratisch. Haben wir noch einen Ansatz zu dem Abgeordneten und Pressesprecher? Wollt ihr da noch? Also die Aufgabe eines Pressesprechers geht dann noch ein bisschen weiter. Der macht dann Pressekontakte, formuliert dann und sowas. Nee, aber der muss sich ja auch nicht so, der gibt im Endeffekt das wieder, was der Abgeordnete sagt oder was der Meinung ist. Der formuliert das dann so, dass alle verstehen. Aber das Wichtige ist halt tatsächlich, du musst trotzdem verkaufen können als Abgeordneter. Es nützt nichts, wenn du als Abgeordneter nichts sagst, weil der Abgeordnete oder die Listenkandidaten oder Abgeordneten werden von der Presse gejagt. Und klar, ein Thema ist gut, aber du musst dich halt einfach auch in alles einarbeiten können. Es nützt nichts, wenn ich habe mein Thema ist Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung. Da bin ich sehr gut drin, glaube ich. Hast du ja auch einen 2 Wochen Kurs mitgemacht. Genau, ich habe einen 2 Wochen Kurs dafür gemacht. Das kannst du ja. Aber das nützt mir nichts, wenn wir dann 5 von Datenschützer bei uns in der Fraktion drinne sitzen haben. Wir haben keinen drinne sitzen, der sich über die kambodschanische Außenhandelspolitik mit Nigeria auskennt. Und genau das kommt dann als Thema rauf. Aber das sind alles solche Fachidioten, die nichts anderes können als ihr Thema. Ja. Das nützt uns dann nur. Das ist aber die Geschichte. Ich glaube, die Handelsbeziehungen zwischen Kambodscha und Nigeria sind natürlich jetzt in der Piratenfraktion erstmal wahrscheinlich, aber das war das dämlichste Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich hätte noch eine kleine Ergänzung. Ja. Ja. Kann ich vieles unterschreiben. Vieles ist geschenkt, wie Phobos auch gesagt hat. deswegen kein Wiederholungseffekt. Das Neue ist, sind wir wirklich Partei? Sind wir Bewegung? Erwarten die Mitglieder denn auch, dass wir uns ziemlich reiben an dem Parlament? Haben die bisherigen Abgeordneten in den Landtagen schon ihre Rolle gefunden?
Die versuchen ja im Augenblick zu evaluieren, wie das geht. Ihnen wird teilweise vorgeworfen, sie sind zu brav, ecken zu wenig an. Auf der anderen Seite, bei der kleinsten Aktion, wo sie ein bisschen frech werden, kriegen sie auch gleich dann den Gegenwind im Landtag zu spüren von den Strukturen, die da vorherrschen. Hast du das Blogpost gelesen von Michel Marsching, von dem Landtagsabgeordneten NRW? Das ist genau der Punkt eigentlich, ja. Das ist bestimmt noch eine Ergänzung zu dem, was noch nicht gesagt worden ist, eben, dass wir da ein bisschen auch, ich glaube, dass wir in einer Reflexion sind auf Veränderungsprozessen in der Gesellschaft. Jedes Mal entsteht eine neue Partei nur deswegen. Deswegen diese Betonung von Bewegung auch und nicht nur Partei. Und deswegen reibt sich das. Das entsteht aus Kritik am Bestehenden. Und diese Kritik muss geäußert werden, auch im Parlament. Wir brauchen halt wirklich Leute mit Schneid auf der einen Seite und trotzdem Leute, die nicht solche Alpha-Tiere sind, die sagen, ich mache, was ich will, sondern die halt damit spielen können, halt zu sagen, ich weiß, was meine Partei denkt oder was verschiedene Bereiche in der Partei denken und ich muss versuchen, das umzusetzen. Ja. Das ist wie ein Tanz auf einem Vulkan letzten Endes. Aber man muss halt auch den Mumm haben und wie gesagt den Schneid halt zu sagen, das entscheide ich jetzt auf der und der Basis eventuell sogar und kann das auch vertreten. Ich bleib standhaft und ich vertrete das. Und im Notfall lasse ich mich danach von der Partei dafür grillen. Ja, genau. Der Verlierer in der Sache bist du so und so, weil wenn die Hälfte der Partei der Meinung ist, es ist Hü, die andere Hälfte sagt, es ist Hot, du kannst nur Hü oder Hot sagen und von der Hälfte der Partei wirst du dann eh gebasht. Also von daher ist in dieser Partei doch eh, wie das machst du so eh. Aber die Basis ist natürlich eine Angst. Die gibt uns ja in dem Moment einen Vertrauensvorschuss. Natürlich. Davon leben wir, weil Vertrauen ist so grundlegend für die Bewegung, Partei, Piraten. Wenn das nicht da ist, dann merken wir erst, dass dann gar nichts mehr funktioniert. Nämlich wenn es verwandelt wird in eine Misstrauenskultur, dann geht nämlich das nicht mehr, was ihr vorhin gesagt habt. Dieses Vorwärtsmarschieren und dass es dann nicht gleich kritisiert wird. Die Basis hat Angst, dass wir absorbiert werden vom System. Das ist die eigentliche Angst, die Basis hat. Und das müssen wir der Basis einfach zurückmelden, dass dieser Vertrauensvorschuss gerechtfertigt ist, dass wir uns halt nicht absorbieren lassen, sondern hoffentlich auch die ganze Legislaturperiode, wenn wir gewählt worden, das durchhalten und dann die Rückkopplung, wie ihr auch gesagt habt. Das wird dann die Aufgabe der gesamten Fraktion natürlich auch sein, das zu halten. Eigentlich sind wir der gesamten Partei, die dann da mitarbeitet. Natürlich. Die Leute halt auch, sag ich mal, mit zu versorgen, mit zu unterstützen. Damit fällt vieles. Ne? Ja. Das wird sowieso wieder eine ganz neue Parteigruppe auch entstehen, also Mitarbeitern und du hast ja so und so, also wenn, jetzt bei uns vieren werden uns dann auf im Endeffekt auf eine Stelle im Bundestag quasi oder auf einen Listenplatz für den Bundestag. Wir haben dann eh noch ein ganz anderes Problem, was wir lösen müssen. Mein Berlin-Hessen ist jetzt nicht so, du kannst jetzt nicht jeden Abend pendeln. Das sind irgendwie 3,5 Stunden von Frankfurt, 3 Stunden mit dem ICE. Du kannst nicht jeden Abend pendeln, es müssen Mechanismen einfach gefunden werden, wie du einfach hier in Hessen irgendwo an der Basis bleibst mit dem Ohr. An denen müssen wir arbeiten. Das ist da sagst du was ganz Wichtiges, nämlich die Vernetzung mit den Bundestagsabgeordneten, wie es dann auch immer im Endeffekt immer ist. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Abgeordneten den Kontakt nicht verlieren. Weil das ist, ich habe so ein bisschen den Eindruck, immer wenn ich mich mit den Bundestagsabgeordneten und auch mit den Landtagsabgeordneten beschäftigt habe, dass die in so einer Blase so ein bisschen abgeschottet von ihren eigenen Wählern, von ihren eigenen Basismitgliedern leben. Und genau das ist, wo ich die Piratenpartei mit als die führende Kraft sehe, um das zu ändern. Weil wir haben die Mechanismen, wir haben die Techniken, um das neu aufzuziehen. Aber um das zu tun, ist noch was ganz anderes notwendig. Das sehen wir nämlich jetzt gerade schon in den kommunalen Parlamenten. Du brauchst erstmal die Basis, die überhaupt bereit ist, mitzuarbeiten. Unsere kommunalen Abgeordneten hier in Hessen, die schreien nach Hilfe und wer hilft ihnen? Also, wobei das alles unentgeltlich ist und man da ja im Bundestag den Vorteil zumindest hat, dass man Leute engagieren kann. Ich meine, die Fraktion in NRW bestimmt aus 50 Es geht nicht darum, zuzuarbeiten. Es geht nicht darum, zuzuarbeiten. Ja klar, da hat man dann Angestellte, die irgendwo, wenn ich sage, wir müssen jetzt dieses Thema ausarbeiten, recherchiere mal Quellen, dann macht das ein Angestellter oder macht das ein Referent. Natürlich. Aber es geht mir einfach darum, dass ich habe mich mit ein paar kommunalen Abgeordneten unterhalten und unisono, ich höre von meiner Basis nichts. Ich frage und ich kriege kein Feedback. So. Und allein um das, man kann das Ohr an der Basis haben, aber wenn diese Basis nichts sagt, dann kann ich auch nichts hören. Das ist halt auch ganz wichtig und das ist, glaube ich, aber auch ein Prozess, den
Oder das ist auch so ein Ding, das müssen die anderen, oder muss man, glaube ich, auch lernen, dass man dann auch erstmal sagt, hier übrigens das und das ist los. Also ich glaube aber, dass unsere Kommunalpolitiker im Moment einfach die Ressourcen der Partei, die wir haben, also gerade die aktiven Ressourcen, sind im Moment doch noch so beschränkt, dass deshalb viele Kommunalpolitiker momentan auch ein bisschen außen vor sind in der ganzen Geschichte leider. Was ich aber wichtiger fände, ist noch, wir müssen halt eigentlich nicht nur das Ohr zur Basis halten, sondern wir müssen vor allem das Ohr zum Wähler halten, als Piratenabgeordnete, Mandatsträger. Ja, auch. Und das halte ich noch für eine viel schwierigere Aufgabe, als jetzt die Meinung der Basis. Ob es Liquid Feedback ist, ob es das virtuelle Meinungsbild ist oder ob wir demnächst noch andere Tools bekommen, die ähnliche Möglichkeiten geben, einfach mal Fragen in vergleichsweise kurzer Zeit auch mal mit einer größeren Gruppe gegenzuchecken. Das werden wir auch entwickeln können. Da sehe ich eigentlich, vor allem wenn wir, sage ich mal, als Fraktion auch dementsprechend vielleicht auch mal Finanzen reinstecken können, da gibt es alles Möglichkeiten. Mhm. Aber das Ohr auch zum Wähler zu halten und vor allem auch die Meinung des Wählers, was ja eins unserer großen Versprechen ist, ja, dass wir dem Wähler auch seine Meinung hören wollen, auch während einer Legislaturperiode und nicht nur in dem halben Jahr, bevor eine Wahl stattfindet und bitte danach hat er den Mund zu halten. Du sprichst das, Matthias, du bist hier der Kandidat. Danke. Du sprichst ja das Thema an, dass wir mal gesagt haben, wir sind die Partei, die die richtigen Fragen stellt. Aber wir maßen uns nicht an, schon die fertigen Antworten zu haben. Richtig. Das meinst du, so ein bisschen auf den Wähler zu gehen? Das ist so ein Grundkonflikt zwischen denjenigen, die so programmatisch in der Partei arbeiten wollen, und die das halt praktisch dem Volk überlassen, wie die entscheiden möchten. Das ist dieses Grunddilemma. Und das muss man immer in seinem Spannungsverhältnis gemeinsam sehen, glaube ich. Ja, wobei... Sobald man in eine der beiden Richtungen übersteuert, verliert man den Kurs. Ja. Man muss dabei beachten, also ich bin mit der Aussage ein bisschen kritisch, weil wir wollen auch keine Partei sein, die auf dem Sprung, also der Wähler ist ja keine homogene Masse. Und wir handeln ja auch nicht auf den Sprung des Wählers, wenn der jetzt sagt, ihr müsst das und das tun. Nein. Sondern wir müssen die Prozesse in der Gesellschaft halt beobachten. Und das müssen wir halt hören. Wir dürfen auch nicht eigentlich ist es das, was ich möchte, dass wir nicht Vertreter von einer speziellen Gruppe werden. Wir müssen halt gucken, dass wir halt eben dem Wähler halt auch die größtmöglichste Freiheit erlauben, uns wählen zu können, weil wir auch Dinge tun, die er möchte, die für sie wichtig sind. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass er versteht, was wir tun und dass das ist, was wir tun, wichtig ist. Also ich sehe das nicht als Wähler sagt, wir tun, sondern als Kommunikation zwischen beiden Gruppierungen, weil wir bringen ja auch Probleme auf, die der Wähler teilweise noch gar nicht als Probleme entdeckt hat. Also ja, aber auch um auf den Wähler zu hören, musst du, um auf den Wähler zu hören, hauptsächlich auf die Basis hören, weil ich meine, du hast ja sicherlich nicht nur Freunde in der Partei, sondern auch außerhalb. Mhm. Und also ich für meinen Teil nehme den größten Teil des politischen Inputs irgendwie aus der U-Bahn, aus der S-Bahn, was ich so an Diskussionen mitkriege. Bei uns in der Feuerwehr, was ich da so an Diskussionen mitkriege, einfach indem ich mich mit anderen Leuten unterhalte. Und wenn das jeder macht, wir haben in Hessen 2000 Mitglieder ungefähr, wenn das jeder macht, jeder unterhält sich mit 5 Menschen, dann hast du schon wieder 10.000 Menschen abge... aber da ist dann auch wieder die Basis gefordert. Ich meine, eine Person oder drei Personen können sich nicht mit jedem Hessen einzeln unterhalten. Sowieso. Du musst dann schon versuchen, musst eine Tendenz erkennen. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass wir, glaube ich, als Piraten viel mehr noch, also eigentlich die Aufgabe haben, die eigentlich auch alle Parteien hätten, viel stärker auf Diskurse in der Gesellschaft einzugehen, diese auch mit zu befördern, anstatt sie abzuwürgen, wenn sie uns nicht gefallen. Vor allem nicht, wenn die Ergebnisentwicklungen uns nicht gefallen, dann einfach dafür zu sorgen, dass diese Diskurse einfach irgendwie niedergebügelt werden, wie es momentan häufig in der Presse passiert oder auch halt dann auch politisch motiviert anscheinend. Ich denke, da ist unsere große Fähigkeit durch unsere Vernetzung, durch das Internet, mit dem wir einfach überhaupt die Möglichkeit haben, große Diskurse mit großen Menschenmassen auch zu führen. Und da müssen wir halt Mittel und Wege finden, das wieder stärker zu fokussieren und dann auch eine Meinung zu entwickeln, die möglichst viele Menschen ihre Meinung auch widerspiegelt. Guter Hinweis, Christian, weil es hat was damit zu tun, wie neue Ideen in einer Gesellschaft sich überhaupt durchsetzen. Die Ideen oder du hast ein anderes Wort noch dafür benutzt, die sich da entwickeln, die sorgen dafür, meistens brauchen die eine kritische Masse, also wenn da 100 von 100.000 sind, sind das noch so 100 Extremisten, bei 1.000 oder fängt es dann an, das sind die frühen Innovatoren und dann geht es, ja, so läuft das wirklich im gesellschaftlichen Prozess und insofern sind wir da gefordert,
auch mit anderen kritischen Gruppen, die außerhalb der Piratenpartei unterwegs sind. Mehr Demokratie e.V., hinter die haben wir uns mehrfach gestellt. Mhm. Vom CCC sind wir ja praktisch also mit hervorgegangen, fast muss man sagen. AK-Vorrat. Also viele andere Gruppen, die auch kritische Reflexionen machen, die heterodoxe Ansätze haben und so weiter. Wir können keine Partei oder Bewegung sein, die am Status quo sich orientiert. Das ist unmöglich. Das betone ich immer wieder. Einhaken, wir haben noch ein paar Fragen im Pad. Und da ist nämlich dieses schöne Ding von wegen Gruppen und Basisdemokratie. Der Christian ist da jetzt gefordert. Du bist Unterstützer des Frankfurter Kollegiums e.V., eine Ausgliederung der Piratenpartei. Glaubst du, in solch elitären Zirkeln effektiver arbeiten zu können als in offenen, basisdemokratischen Strukturen? Das ist, also die Frage ist intentiös und ist in ihrer Art und Weise schon vollkommen einfach falsch gestellt. Also Punkt A, ich bin nicht nur Unterstützer des Kollegiums, ich bin sogar einer der drei Sprecher des Kollegiums. Zweitens, es ist keine Ausgliederung der Partei, aus der Partei, sondern es ist eine, ich nenne es mal, zusätzliche Gründung gewesen. Und wir haben uns auch lange überlegt, warum überhaupt und was machen wir da. Klar, wenn man jetzt die Sozialpiraten, die Gruppe 42 und was es nicht alles noch für Gruppen gibt, alles sieht als irgendeine Ausgliederung aus der Partei, dann sind wir das anscheinend auch. Ich persönlich sehe das alles als Teile der Partei, die einfach ein großes gesellschaftliches Abbild widerspiegeln. Und es kommt sowieso immer wieder die Frage auf, und deshalb muss ich es auch dazu sagen, wir haben einen Verein gegründet, weil Vereine bestimmte Vorteile haben in, sage ich mal, unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel hier in Frankfurt kostengünstigen Saalbau mieten zu können. Wir können als Verein uns genauso, sogar kostengünstiger als die Piratenpartei. Nein. Doch, noch billiger. Sauber. Kostet ja fast nichts. Egal welchen Raum, 19,90. Wir können das Titus Forum für 19,90 Euro mieten. Ich glaube, ich gründe auch dafür. Nein, also es gibt gewisse Vorteile, die man einfach hat, wenn man eine Vereinsstruktur gebildet hat. Das Ganze ist auch kein elitärer Verein, weil wir jedem Piraten, also insofern sind wir elitär, weil wir nur Piraten zulassen, weil wir jedem Piraten auch die Chance geben, dort Mitglied zu werden. Wir haben aber ein gewisses Maß an Grundregeln aufgestellt, die kann auch jeder auf unserer Webpage nachlesen, die einfach das Kommunikationsverhalten und das Verhalten auch untereinander auf der, sage ich mal, menschlichen Ebene, das Sozialverhalten auch betreffen. Das sind keine hochgestellten Forderungen, dass wir jetzt irgendwelche Engelslichtgestalten dort haben wollen, aber wir wollen, dass die Menschen sich einfach auf einer thematischen Ebene treffen und nicht auf einer persönlichen Ebene miteinander da irgendwie immer sich streiten. Und innerhalb dieses Kreises kann man dann auch sehr gut arbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel momentan ein erstes Transparenzpapier rausgebracht, wo wir das Thema Transparenz für die Piratenpartei und aber auch für uns als Kollegium noch mal ein bisschen näher betrachtet haben, das auch momentan auf einer offenen Mailingliste diskutiert wird. Da kann theoretisch jeder sich anmelden. Ihr findet es auf der Kollegium-Seite. Es ist direkt unter Themen zu finden. Von daher, es ist kein elitärer Kreis. Ich sehe es nicht als einen solchen. Es ist aber ein Kreis von Leuten, die sich gemeinsam auf bestimmte Grundregeln der Zusammenarbeit verständigt haben. Und wir haben innerhalb dieses Vereins die Möglichkeit, die wir halt in vielen AGs nicht so leicht haben, auch sehr leicht Leute, die sich einfach partout nicht an diese Grundregeln halten wollen, sondern einfach immer nur klassisches Trollereigeschäft betreiben, einfach auch wirklich wieder aus dem Verein auszuschließen. Und das ist, das wollen wir nicht und wir wünschen uns bei allem, was passiert, dass genau das nie nötig wird. Aber wir haben, glaube ich, gerade die hier Sitzenden alle schon die Piratenpartei erlebt und wir wissen, was es bedeuten kann, auf Mailinglisten geschitstormt zu werden und mit Trollen leben zu müssen. Und das verhindert in vielen Bereichen effizientes Arbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt hier, also der uns ja im Augenblick alle in der Partei unheimlich beschäftigt. Es gibt in der Mediation, um einen Konsens herbeizuführen, diese Konsenstheorie, eine breitestmögliche Mehrheit abzubilden. Und dazu gibt es Moderationstechniken, Occupy, Gräber, David haben da und viele andere Forscher haben da eine ganze Menge, nicht nur Forscher, sondern die haben es live erlebt, die haben diese Gruppen also im Zerkotti-Park und sonst irgendwo wirklich organisiert. Und die haben sich auch gefragt mit den Störern, wie geht man damit um? Wenn man sie wirklich als Störer festmacht, haben sie auch gesagt,
Man muss sie praktisch versuchen rauszudrängen. Wenn das nicht funktioniert, muss man sie ignorieren. Das war dort das Ergebnis. Aber man muss immer bestrebt sein, größtmöglichen Konsens herzustellen. Und als Fallback hat man dann nur die Möglichkeit, entweder auf 90, 75 oder im Extremfall auf 66 zu gehen. Deswegen ist 66 auch für uns, für unsere Grundsatzentscheidung, die Untergrenze. Mhm. Einfach alle Entscheidungsstrukturen, die wir so kennen aus dem repräsentativen demokratischen Prozess, kann eine 51 oder 50,01 Mehrheit die 49,9 dominieren. Und das spaltet. Und wir Piraten müssen unbedingt vermeiden, das zu forcieren, sondern immer eher am Konsensprinzip arbeiten, als an diesem Mehrheitsprinzip uns annähern. Und da bin ich dann auch bei Marina, ihrem letzten Blog-Eintrag nach der Niedersachsenwahl, hat sie das mit anderen Worten aber auch genauso formuliert. Es ist ein Kampf zwischen Kernis und Follies und die eher dem Marktprinzip anhängen und die anderen die angebliche Umverteilung frönen und so weiter. Das ist es alles gar nicht. Das ist nicht das Thema. Sie hat die Vision vorausgestellt und sie fehlt uns. Das ist Marina. Das ist von wir haben keine Person, die im Augenblick, und sie müsste auch aus ihrer Altersgruppe kommen. Ich bin da schon zu alt dafür. Das kommt auch noch hinzu, weil die hat eine unheimliche Glaubwürdigkeit, dieses Veränderungswillen, diese Vision auszudrücken gehabt. Und wir können nur hoffen, dass wir solche Personen auch nach vorne spülen wieder. Konsens ist immer verdammt schwierig, weil man sich dem unterordnet, irgendwann unterordnet. Also gerade wenn es um Themen gibt, ich habe das Beispiel Bildung leider parat. wenn es um Themen gibt, die extrem kontrovers sind, also dass das vor allen Dingen dazu völlig extreme Meinungen sind, da, wie will man da einen Konsens finden? Also den kannst du nicht finden. Das ist natürlich ist es ganz schön widerlich, wenn es um eine einfache Mehrheit geht und eine Abstimmung in einer einfachen Mehrheit läuft. Eine Zweidrittelmehrheit ist immer noch schwierig, weil da immer noch, wenn es eine knappe Zweidrittelmehrheit ist, ist da immer noch ein Drittel, was diesen Antrag oder dieses Ding jetzt nicht wollte einfach. Und andersrum hast du, wenn du mit 63% an der Zweidrittelmehrheit scheiterst, dann ist das eigentlich auch kein Konsens. Ich muss dazu mal eine andere Frage stellen. Da hat Matthias aus meiner Sicht recht. Die große Frage, die sich immer stellt, müssen wir wirklich zu jedem Thema als Partei schon eine Meinung haben, wenn diese Meinung nicht mehrheitlich wirklich konsensfähig ist? Und gerade diese knappe Zweidrittelmehrheit ist halt, wie er es gesagt hat, das spaltet in vielen Bereichen die Partei. 51% oder die 51%. Aber ich finde auch diese zwei Drittel immer noch Untergrenze. Wir haben ja für jede Position, oder außer wir nehmen wieder die lustigen Positionspapiere, ja. Haben wir ansonsten für Programm 66%. Genau, wir haben immer die Zweidrittelmehrheit. Und ich denke aber, dass ich finde eigentlich eine Zweidrittelmehrheit eine sinnvolle Mehrheit. Ja. Ich bin aber auch durchaus der Meinung, dass wir gerade bei kritischen Themen eher länger nach einem Konsens suchen sollten, länger den Diskurs führen, bis sich ein wirklicher mehrheitsfähiger Konsens gefunden hat und nicht zu versuchen, mit aller Macht irgendwie eine Zweidrittelmehrheit durchzubekommen, um dann einfach das Ding sozusagen wegzuhaben, halte ich persönlich in vielen Bereichen für schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Partei in sehr, sehr vielen Bereichen kaum Konsens herstellen können, weil wir ein zu heterogener Haufen sind. Wir sind was auch eine Stärke von uns was ist. Ja, es ist kein Nachteil. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein Nachteil ist. Es ist natürlich eine Stärke. Aber nach dem letzten Wachstumsschub. Nein, das war vorher sogar noch fast noch gemischter. Wobei wir in unseren Kernthemen haben wir Konsens. Und ich denke auch, dass wir uns da viel stärker drauf konzentrieren sollten und trotzdem die anderen weiter ausarbeiten. Genau. Aber wir sind halt einfach viel zu durchgemischter Haufen, als dass wir sagen können, dass wir zu jedem Thema, auch wenn wir dann noch 2 Jahre länger diskutieren, dann einen Konsens haben. Irgendwann kommst du dann auch auf den Punkt, wo du es zerdiskutierst, wo du es dann einfach zerredet hast, das Thema, und dann brauchst du auch dich nicht mehr dazu positionieren. Das gehört dazu, politischen Entscheidungen dazu, dass man auch manchmal den Mumm hat, eine durchzusetzen und eventuell auch die Folgen dann auszuhalten. Ja, gut, aber das ist jetzt was aber auch ganz viele, um noch ganz kurz in die Kerbe reinzuhauen, was aber auch ganz viele Leute verwechseln, nur weil ein Antrag nicht angenommen ist, heißt das nicht, dass der Antrag abgelehnt ist. Es ist ja meinetwegen nur weil mir fällt jetzt gerade nichts ein. Nur weil wir uns nicht mit Zweidrittelmehrheit für diese Kamera entschieden haben, heißt das nicht, dass wir sie nicht mögen, sondern wir wollen sie einfach noch nicht in unserem Programm stehen haben. Was hast du gegen meine Kamera? Die ist so klein. Das ist übrigens auch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil
hier Niederlagen in der Partei auch sehr oft persönlich genommen werden, was überhaupt nicht so gemeint ist, sondern es sind politische Entscheidungen, die in einer Gruppe getroffen werden und die richten sich nicht gegen Personen. Genau. Und das finde ich ganz wichtig und das finde ich sehr schade, dass, also ich kann verstehen, dass Niederlagen Frustration erzeugen, aber man muss, und das finde ich eine der wichtigsten Eigenschaften, die Leute haben müssen, die dann hoch wählen sozusagen auf die Liste oder auf die Liste generell wählen, dass sie in der Lage sind, A, das zu trennen, also zwischen der Entscheidung, die politisch ist, und der Person, die nicht politisch ist, und dass sie halt mit dem Frust einer Niederlage und eventuell auch mit dem Sieg in einer politischen Entscheidung zurechtkommen. Dass sie sozusagen diese Anbrandung von Emotionen und von extern und von intern aushalten können. Das ist ganz wichtig. Deswegen hatte ich das ja vorhin so rausgestellt. Man kann in der Diskussion irgendwo unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss halt so noch so sein, dass man sich in die Augen gucken kann. Genau. Ja. Und es geht halt um die Meinung. Das sind aber integrative Leute und moderierende Leute sind da gefragt. Die brauchen wir. Die haben eine ganz wichtige Aufgabe. Nicht nur. In der Partei. Doch. Man braucht auch Wadenbeißer. Ja. Man braucht alles. Naja. Es wird zu schnell kritisiert. Es wird nicht genau gefragt, was eigentlich vor sich geht. Es wird irgendwas wahrgenommen. Es wird dann von sich aus gedeutet und es wird sofort rausgegangen. Anstatt dass man mit diesen Personen erstmal redet und ein eventuelles Missverständnis oder einen Klärungsprozess schon ausräumt im Vordergrund, geht es zu früh los. Aber deswegen sind da unheimlich diese moderierenden, integrativen Leute wichtig, die da zu allen Kräften, die halt Zentrifugalkräfte haben und so weiter, irgendwie Kontakt halten. Die sind enorm wichtig, um so eine Organisation zusammenzuhalten. Also ich bin ja persönlich auch eher, wie schon angemerkt wurde, eher so der Mediator-Typ. Aber ich bin jetzt halt nicht der Meinung, dass man bei jeder Diskussion, bei jeder Entscheidung einen Mediator braucht. Zu einer Eskalation gehören ja auch immer zwei. Und also mindestens. Und da ist halt wichtig, dass sowohl, sag ich mal, ein aggressiver Part als auch ein defensiver Part sich stetig bewusst ist, dass man hier um eine Sache redet und die Eskalation, die dann halt unsachlich wird, eigentlich nicht wünscht. Und ich habe festgestellt, ich kann mit sag ich mal, sehr offensiven Menschen sehr gut diskutieren, ich kann mit sehr defensiven Menschen gut diskutieren. Man muss halt immer versuchen, man muss sich auch selbstbewusst sein, was man will, dass man ein Ziel am Ende hat. Und das Ziel ist nicht die Eskalation, sondern eine Entscheidung, ein Konsens oder etwas in der Art. Und dass man halt bei einem defensiv Argumentierenden vielleicht eher ihn versuchen muss, ein bisschen aus der Reserve zu locken und ihn ein bisschen zu fordern und den Aggressiven vielleicht ein bisschen zu bremsen. Aber das sehe ich nicht als moderierende Tätigkeit, sondern das ist eigentlich Teil der Diskussion an sich. Das sind Diskussionsstile. Ja, so funktioniert das einfach im normalen Leben. Ja, aber das sind auch ein bisschen fast schon gruppendynamische Handlungsanweisungen. Natürlich, aber der Mediator, der muss eigentlich immer nur die letzte Möglichkeit sein. Der muss dazu geholt werden, wenn es persönlich geworden ist. Genau. Aber ich möchte es konkreter machen. Ich möchte es am Orga-Thema festmachen. Und auf der Versammlungsleitungsebene ist es die GO-Seite. Aber im normalen Betrieb ist es die Orga-Seite. Die Orga-Seite ist das Gebiet, wo es eigentlich darum geht, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze. Wer sich da durchsetzt. Und die Basis hat eine Tendenz, wenn Leute irgendwie vorgehen, irgendwas machen, dass es die gerne irgendwie abstraft, wie du vorhin gesagt hast, Jan, wenn man irgendwas macht, ist es falsch, wenn man nichts macht, ist es auch falsch. Aber wenn man die Leute da das machen lässt und so weiter, dann gibt man ihnen immer einen Vertrauensvorschuss, normalerweise, dass sie das im Sinne des Ganzen, wie jetzt die Marina ausgedrückt, Familie, für die Familie irgendwie sorgt. Und man fängt sie nur ein, wenn man sieht, es läuft falsch, es läuft schlecht und so weiter, und dann muss man sie wieder einfangen, wenn sie dann aktiv geworden sind. Mhm. Ja? Das ist die Rückkopplung, die letztendlich stattfindet. Bei der INI, da ist es ganz deutlich geworden, da war ganz wichtig, dass wir 3-4 moderierende Kräfte drin hatten. Den Bastian, den alten Mann aus Brandenburg, den Kinder, den Dirk Monopol und zum Teil auch den Johannes Ponada, der da auch eine eher Mediator-Rolle da gespielt hat und so weiter. Weil es waren wirkliche Auseinandersetzungen, die über 15 Stunden gingen, in 2 Marathonsitzungen, wie die INI ausgestaltet werden soll. Und davon hing es wirklich ab, in welche Richtung das gegangen ist. Jetzt treffen sich überall die Gruppen in den 13 Politikfeldern. Alle, die da was zu sagen haben, treffen sich und versuchen da einen Konsens herzustellen und eventuell dann bei einer Lime-Survey-Umfrage oder einem Liquid-Feedback bestätigen zu lassen. Weil es kommt nur der in die INI, der eine qualifizierte Mehrheit, die noch festgelegt wird, erreicht. Gut, aber das ist dann wieder Prozesse natürlich. Ja, aber das sind Prozesse.
das hat jetzt nichts direkt mit der Diskussion zu tun. Das sind einfach Prozesse, wie man dann zu einem fertigen Paper kommt. Aber viele Diskussionen bei uns sind ja irgendwo tagesaktuelle Themen, was passiert, oder es werden Aktionen diskutiert. Ja, und dann kommt es dann, weil man halt irgendwo unterschiedliche Meinungen vertritt. Nehmen wir das Kollegium. Ich glaube, ich kann mich mit Christian in den nächsten 4 Stunden unterhalten. Wir gehen immer noch nicht mit derselben Meinung, mit dem Konsens raus, weil wir da vielleicht sehr unterschiedliche Meinungen haben. Da geht es nicht. Wir müssen aber auch kein Ergebnis produzieren. Wir müssen nicht am Ende zusammensitzen und sagen, okay, das ist jetzt unser beider Meinung von dem Kollegium, sondern wir diskutieren, was dann am Ende in dieser Diskussion rauskommt. Da, wenn dann irgendwo ein Programmpunkt rauskommen soll oder sowas, dann, ja klar, sollte man vielleicht mal einen Mediator reinholen, aber es geht jetzt erstmal um die Grunddiskussion, die ja notwendig ist, um überhaupt erstmal zu irgendeinem Thema zu kommen. Aber es sollte eigentlich nicht notwendig sein, einen Mediator zu brauchen, weil eigentlich zivilisierte Menschen es normalerweise schaffen, eine Diskussion auch bis zum Ende zu führen. Wer sein Thema mag, der verteidigt das halt dann auch. Ja, aber dafür muss ich das nicht persönlich angreifen. Nee, ja, aber es gibt halt Menschen, die denken, okay, du magst jetzt mein Thema nicht, also magst du mich. Bestes Beispiel ist Christian Hufgart. Christian Hufgart und ich, wir bashen uns auf der PPH gegenseitig, während wir uns im Java drüber lustig machen, was der jeweils andere geschrieben hat, und im normalen, komplett normalen Gespräch irgendwie uns unterhalten. Das ist, wir können diskutieren, wir können uns aber auch unterhalten. Und er weiß auch, dass wenn ich seine Arbeit auf der PPH angreife, dass ich nicht seine Person an sich angreife, sondern dass ich einfach eine andere Vorstellung von seiner Arbeit habe. Und man muss manchmal halt auch dieses, meine Person und mein Thema, mein Diskussionsstil, meine Arbeit oder sonstiges, muss man halt einfach trennen können. Ja. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Okay. Wo er so recht hat. Wir haben zu wenig Schnaps. Lass mal das Kollegium abhaken. Ich dachte rum. An den Christian die Kollegiumsfrage. Das Nummer Frankfurter 2. Kollegium das nimmt für sich in Anspruch, Einfluss auf die Piratenpartei nehmen zu wollen. Es gibt Hinweise, jetzt kommt's, aber das ist gefährlich, dass das Kollegium von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft einer sehr wirtschaftsliberalen bzw. neoliberalen Lobbyorganisation unterwandert wird. Wie reagierst du, Christian, auf diesen Vorwurf? Von diesen Hinweisen habe ich bisher noch nichts wahrgenommen. Und das als Sprecher des Kollegiums. Naja, vielleicht gibt es sie auch nicht. Das muss man ja auch mal als Möglichkeit mal sehen. Wer immer diese Frage gestellt hat, ich bin immer glücklich, von solchen Hinweisen vielleicht auch live zu hören. Der kann mir echt gerne mal darüber unterrichten. Ich höre mir das auch gerne an. Ich für meinen Teil bin im Kollegium beigetreten, weil ich die Grundausrichtung des Sozialliberalen, wobei man über den Begriff liberal in diesem Zusammenhang auch nochmal klärer diskutieren müsste, aber vor allem auch des Progressiven, das fand ich sehr gut. Ich fand auch die Idee sehr gut. Ich mag auch einige der Leute, die dort auch in dem Kollegium dabei sind. Und ich fand diese Idee, das einfach ein bisschen stärker zu bündeln und dem Ganzen einfach dadurch auch mal ein bisschen mehr Richtung zu geben, sehr gut. Der Björn zieht gerade zurück anscheinend. Bin halt deshalb auch diesem Kollegium beigetreten. Ich habe, wie gesagt, von dieser Unterwanderung bisher noch nichts gemerkt. Wenn die denn da ist, dann macht die das sehr subtil. Und dann, wie gesagt, hätte ich gerne diese Informationen, um das möglichst sofort verhindern zu können. Ich werde einer der Ersten sein, wenn da irgendwelche Lobbygruppen das unterwandern oder wenn ich da merke, dass da andere Beschreibungen dabei sind als das, was wir uns auch als Grundidee gesetzt haben und was wir auch veröffentlicht haben, werde ich der Erste sein, der das erstens verrät und zweitens das Kollegium verlässt. Aber ich sehe das im Moment nicht. Ich sehe eher, dass wir sogar noch klassisch Anlaufschwierigkeiten haben, wie man das eigentlich auch von allen anderen parteiinternen Gruppen kennt. Und dass sich das einfach erstmal langsam entwickelt. Wir werden aber auch weiter versuchen, das Ganze so offen und transparent zu machen, wie es geht. Nach aktueller Planung wird es wohl auch am 10. Februar unsere erste sogenannte offene Mumble-Sitzung geben, wo wir dann auf unserem Mumble-Server klassisch jeden einladen, einfach mit uns auch mal über Themen zu diskutieren. Und die Sache mit dem Einfluss auf die Partei nehmen, das ist auch sehr missverständlich ausgedrückt. Uns geht es im Endeffekt darum, dass wir erst einmal als Kollegium zu bestimmten Themen, und das kann alles Mögliche sein, das, wofür sich Leute interessieren, auch aus dem Kollegium, anfangen zu diskutieren und einfach einen gewissen Grundstock an, sage ich mal, Position entwickeln,
ein erster Grundstein, das könnte ein Positionspapier auch der Partei oder auch ein Programmpapier werden, um dann diese Position, diese Idee, die wir haben, in die Partei zu tragen und mit und dann innerhalb der Partei komplett ganz normal zu diskutieren. Daraus können dann am Ende Positionspapiere des Kollegiums entstehen, aber unsere große Hoffnung ist vielmehr, dass einfach ganz normale Programm- oder auch Positionspapiere der Partei im Endeffekt daraus werden. Aber das Kollegium will schon eigene Richtungen, Meinungen festsetzen für sich. Also ich meine, da gibt es ja dieses Manifest irgendwie, was da im Netz steht. Also es ist zu erwarten, dass unsere Positionspapiere eher einen gewissen, wie gesagt, sozial-liberalen Fokus haben. Das wird... Wir entscheiden nicht, was die Partei am Ende als Programm hat. Das ist klar. Und wenn wir jetzt eine sehr sozial-liberale Position rausbringen und der Rest der Partei aber der Meinung ist, dass eine andere Position in dem Themengebiet das Richtige ist, dann wird die Partei das entscheiden und das werden wir auch nicht ändern können. Genauso werden wir aber wie jede andere Gruppe innerhalb der Partei auch für unsere Ideen und Meinungen, die wir ausgearbeitet haben, versuchen zu werben. Und ich glaube, das ist im Endeffekt nichts anderes, wie das auch jede AG macht, wie das auch andere Gruppen machen. Man kann da unglaublich viel hineininterpretieren. Ich wäre ich nicht mit dabei, auch einer der Ersten gewesen. Ich habe das damals bei der Gründung der Gruppe 42 auch erst einmal sehr, sehr kritisch gesehen. Also ich kann mich noch erinnern, wobei ich finde, dass die Gruppe 42 einen gravierenden Unterschied gemacht hat. Die sind wirklich direkt mit 10 Themensprechern aufmarschiert und haben gesagt, zu dem Thema haben wir jetzt jemanden, der positioniert und zu dem das machen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Und wir versuchen auch so still und leise, sage ich mal, zu agieren, um auch gar nicht jetzt groß, jetzt, was uns ja auch schon wieder vorgeworfen wurde, wir wollen hier groß die Presse kassieren. Nein, das versuchen wir gerade nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen einen guten Diskurs führen innerhalb des Kollegiums und wir wollen Diskurse zusammen mit allen anderen Piraten führen, um die bestmöglichen Positionen zu finden für die Piratenpartei. Ja, doch, in dieser Frage ist eine Anspielung, ob wir Piraten uns in diesem alten Links-Rechts-Denken sozial-liberal, konservativ, libertär, egal was, einordnen wollen. Ich glaube, das wollen wir nicht. Wir müssen auch irgendwie weg von diesem Markt versus Staat, dieser Gegenüberstellung, ja. Dieses Dualismus und so weiter. Also ich glaube gerade, dass das alles uns den Weg eigentlich versperrt, die Lage eigentlich richtig zu sehen. Deutlich wird das zum Beispiel am BGE. Das hat irgendwie die Äußerung gemacht, die Partei hätte einen Linksruck gemacht. So war damals die Interpretation nach Offenbach. Dabei wird gar nicht verstanden, dass BGE Freiheit für alle Menschen bedeutet in dem Moment. Auch für diejenigen, die am Rand eher stehen, die weniger leistungsfähig sind und so weiter. Freiheit darf man nicht so auslegen, dass es nur Freiheit ist, die halt dann in diesem System den Stärkeren begünstigt. Der setzt sich nämlich dann durch in diesem System, so wie es im Augenblick vorherrscht. Ja. Aber lass sie doch reden. Ich meine, es ist wichtig, dass wir unabhängig von diesen Modis arbeiten, dass wir unsere Themen entwickeln, wie wir denken, dass es sinnvoll ist, wie wir denken, dass wir das dem Wähler so anbieten können. Und lass die Presse versuchen, das in ihrer Welt zu interpretieren. Lass es auch die Gesellschaft zu interpretieren. Wir müssen dieses Links-Rechts-System nicht aufbrechen, indem wir sagen, wir brechen das Links-Rechts-System auf, sondern wir können es nur aufbrechen, indem wir es irrelevant machen. Ja, genau. Sie tut uns das aufzwingen, die Diskussion. Nein, sie zwingen uns die Diskussion nicht auf. Sie ordnen uns irgendwo ein. Sie sagen, okay, jetzt haben sie einen Linksruck gemacht. Ja, gut, so what, scheiß drauf. Es war gar keiner. Ja, das ist doch aber egal. Es ist doch egal, ob wir jetzt meinen, oh, wir haben jetzt doch keinen Linksruck gesehen oder wir sind weder links noch rechts, sondern in der Theke. Es ist ein Ding, was uns von außen aufgezwungen wird und das ist wieder so ein Stöckchen, was uns hingehalten wird und jeder springt drüber. Also mir ist es tatsächlich ganz egal, wie uns jetzt die Presse bezeichnet, ob sie uns als neoliberal, ökoliberal, links irgendwo bezeichnet, sozusagen, sonst sie nicht als faschistisch oder irgendwas bezeichnen, wo ich dann Aggressionen kriege. Hatten wir ja auch ein paar Jahre, hatten wir auch schon. Und in 2009 haben wir abgeschüttet. Ja? Und erfolgreich abgeschüttet. Ja, das ist ein Ding, was uns von außen aufgedrückt werden soll und dann also, soll der Journalist das doch schreiben. Das geht ja nicht. Aber wir können es nur durch selber Leben machen und einfach nur, dass wir dieses uns auf die Fahne zu schreiben, wir sind vorwärts, wir sind nicht links und rechts, sondern vorwärts, das bringt nichts. Also ich meine, wir müssen einfach zeigen, dass wir genau das sind. Wenn man uns genau betrachtet, beweisen wir es eigentlich auch. Weil wenn wir anguckt, was wir an Themenspektren eigentlich schon abgearbeitet haben, auch programmatisch haben,
ist eigentlich unser Gesamtprogramm, was wir momentan existiert, ist sehr schwierig als irgendwie links oder rechts im klassischen Sinne einordbar, weil es einfach aus allen Bereichen das Beste versucht zusammenzufassen. Ich glaube auch, dass für die meisten Leute links und rechts einfach nur hohle Phrasen sind. Die Leute interessiert, ob sie einen Job haben, um sich möglichst einfach irgendwie auch einordnen zu können, wo werden die denn politisch sich ungefähr einpegeln. Das ist natürlich, kann ich sehr gut verstehen, dass Journalisten das gerne versuchen, um einfach auch besser natürlich uns irgendwie in diesem Spektrum der Parteien auch unterzubringen. Das werden wir nicht verhindern können. Eine gute Öffentlichkeit zum Pressearbeit könnte das natürlich dementsprechend mal ein bisschen anders, dem gewissen anderen. Mal ganz ehrlich, was ist der Unterschied? Ob jetzt in der Presse steht, die Piratenpartei hat einen Linksruck gemacht, oder in der Presse steht, man kann sie politisch nicht einordnen. Das macht keinerlei Unterschied. Na, für den potenziellen Wähler macht das, also es gibt mit Sicherheit viele Wähler, vielleicht oder einige Wähler, sagen wir, die sagen, naja, also ich fand eigentlich die progressive Ausrichtung gut, aber diesen Linksruck, das hört man ja dann auch immer an Infoständen oder an den verschiedensten Achten, finde ich jetzt nicht so gut. Ich fände, also das bräuchtet ihr eigentlich. Da kann ich auch nur sagen, Leute, wir haben keinen Linksruck gemacht. Wir haben einfach nur eine Idee entwickelt, wie wir den Menschen mehr Freiheit zurückgeben können, zum Beispiel auch im wirtschaftlichen Miteinander, auch mit Unternehmen. Und da ist zum Beispiel das BGE halt eine Idee, wie man das unter Umständen verwirklichen könnte. Ich meine, wir haben ja nicht gesagt, hier ist unser BGE-Konzept vollständig fertig, kauft's oder kauft's nicht, sondern wir sagen, wir finden die Grundidee so interessant, dass wir darüber diskutieren möchten und gucken möchten, ob es Mittel und Wege gibt, es so umzusetzen, dass es für alle tauglich ist und dass dabei trotzdem auch natürlich nicht unsere Wirtschaft pleite geht. Das Wichtige ist, dass wir halt auch weiterhin eine Partei bleiben, die sich halt mit fortschrittlichen Themen auseinandersetzt, die halt auch gerade jenseits der ideologischen Grenzen der Politik halt Ideen und Themen entwickelt und bespricht und daraus weitere Ideen und Wege entwickelt. Dieses Links-Rechts-Schema ist doch auch einfach ein Rahmen, der das Denken der anderen Parteien blockiert. Und gerade das ist das einzige Wichtige, dass wir uns jenseits davon bewegen. Und wir wollen keine linke, wir wollen keine rechte Politik, wir wollen gute Politik. Ja. Aber die anderen beschränken sich doch selber damit. Ja, wenn ihr das alles sagt. Das sieht man doch aber bei der CDU zum Beispiel auch. Also ich meine, dieses von Frau Merkel und ihrem Kompass, das wurde ja schön in den Satire-Sendungen durchgekaut, in welche Richtung geht's, das weiß die CDU selber nicht. Und die haben auch eine ganz schöne Menge an Leuten in der Partei, die einen ziemlichen Brass haben und sie inzwischen für eine linke Partei halten in dieser Form. Also ich bin jetzt ein bisschen erstaunt und will mich auch ein bisschen abheben jetzt, um die Diskussion spannender zu machen. Die Frau Merkel hat in der Davos-Rede und auch mehrfach vorher letztendlich nichts anderes gesagt, als dass sie diese Demokratie zu einer marktkonformen Demokratie entwickeln möchte. Marktkonform ist... Ja, marktkonform. Damit sehen wir uns konfrontiert, auch als Piraten. Ja. Auch die Reflexion, dass bei den Konservativen oder Meinungsmultiplikatoren in England, USA, vor schon 1,5 Jahren bei Charles Moore, Daily Telegraph oder David Brooke, New York Times, es losging, das sind nämlich der Biograf von Thatcher zum Beispiel, der eine in England, ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hatte, in der Kritik des Systems, in dem wir gerade leben. Das hat eine so große Diskussion angestoßen, weil auf einmal war deutlich geworden, das Versprechen dieser Richtung, die sich durchgesetzt hat, diese Mainstream-Richtung, ich möchte jetzt nicht dieses böse Wort Neoliberalismus verwenden und so weiter, der letzten 30 Jahre, hat für etwas gesorgt, dass die bürgerlichen, die konservativen Leute nämlich genauso enttäuscht worden sind. Es wurde immer unter dem Begriff individuelle Freiheit, alle können partizipieren an dem Wohlstand, so wurde es verkauft in den letzten 30 Jahren. Aber eingetreten ist was ganz anderes. Deswegen ist die Links-Rechts-Debatte total überholt und ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Das Geldsystem rückt in den Fokus, weil die Demokratie, wie sie seit der französischen und der amerikanischen Revolution eine Gewaltenteilung hervorgebracht hat, ein Element vergessen hat. Das Geld ist bei den Partikularinteressen geblieben und deswegen ist die Entwicklung so gekommen, wie sie jetzt gekommen ist. Es wurde dereguliert, es wurde entfesselt und jetzt sehen wir das Ergebnis im Augenblick. Das ist weit jenseits einer Links-Rechts-Diskussion. Das ist eine progressive, fortschrittliche Reflexion, wo alle Gruppen, auch die Konservativen und Bürgerlichen, mittlerweile ihnen der Schrecken in die Glieder gefahren ist, was da eigentlich passiert ist. Weil das tut uns im Augenblick unter unserem Hintern die Demokratie unter dem Arsch wegreißen. Und das ist eine Diskussion, die weit jenseits des Links-Rechts-Schemas ist.
Das war jetzt eine richtig starke Rede, gell? Ja, das kommt, war jetzt erstmal richtig. Die Parteien realisieren halt jetzt, dass sie halt wirklich einige Entwicklungen verschlafen haben. Und deswegen gibt es uns und wir müssen auch weiterhin auf Antworten auf diese Fragen finden und sie entwickeln. Und das ist nämlich genau der Punkt. Auch wir müssen wandeln zwischen den Politik 1.0 Gegebenheiten, die wir halt vorfinden, und den 2.0 Ansätzen, die wir versuchen, in die Köpfe der Leute halt zu bringen und sie dann versuchen umzusetzen. Wir können halt nicht reinbrechen und sagen, wir machen das jetzt 2.0. Ja. Schön wär's, aber geht so nicht. Wir müssen leider mit dem, was wir vorgesetzt bekommen, arbeiten und das eben umwandeln, entwickeln. Wir müssen halt auch von Anfang an mit einer Illusion brechen. Ich erinnere mich noch kurz nach der Berlin-Wahl, wo es dann hieß, die Piraten sitzen seit 3 Tagen im Landtag, warum muss ich immer noch einen Fahrschein kaufen? Ja. Oder ein Abgeordnetenhaus in Berlin. Ja, jetzt. Genau, warum muss noch, wir müssen, glaube ich, auch mal mit dieser Illusion brechen, dass wir gleich vom ersten Tag unsere Ziele umsetzen, also wenn man mal realistisch ist, sind wir mal optimistisch, kriegen wir 5 Punkte aus unserem Programm umgesetzt in 4 Jahren. Das ist sehr, sehr optimistisch. Das ist schon. Das ist ja schon. Also ich glaube eher, dass, was wir erreichen können, ist, dass wir Sachen verhindern können. Ja, dass wir Sachen verhindern können. Aber wir müssen halt auch vorher schon die Illusion brechen, weil ansonsten sind ganz viele Menschen ganz sehr enttäuscht. Wir werden nicht viel umsetzen können direkt. Wir müssen erstmal aufbauen. Müssen gucken, wie es läuft, müssen dann gucken, wie kommen wir überhaupt mit das, was unsere Vorstellung von dem, was ist, wie wird die konform mit diesem, was muss man eventuell irgendwo, wo kann man auch Veränderungsimpulse setzen und sowas. Plus, es wird nicht in der ersten Legislaturperiode gleich alles umgesetzt. Und ich unterhalte mich ja auch relativ viel mit Menschen. Ich hatte mich neulich mit jemandem unterhalten, der meinte so, Der ist anscheinend so davon ausgegangen, was er mir erzählt hat, dass wir am Tag der Wahl schon die ersten 3 Punkte umgesetzt haben. Mhm. Dann gibt es das BGE, dann gibt es den fahrscheinlosen ÖPNV und wir haben 5 Gigabit Internet zu Hause für jeden. Er hat mir vergessen, seinen Kumpels zu sagen, dass sie uns auch alle wählen müssen, damit wir die 50% überschreiten. Ja. Okay. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, dadurch, wenn man diese Illusion aufbaut, wie in meinen Augen momentan an vielen Punkten aufgebaut wird, gibt es danach ganz, ganz viele enttäuschte Gesichter. Aber das kann doch keine Illusion sein, die wir aufbauen. Nicht nur bei den Wählern, auch bei Parteimitgliedern. Bei vielen, ja. Bei vielen Parteimitgliedern auch. Muss man diese Illusion ab... Wir müssen uns eigentlich selbst erstmal desillusionieren. Ja, wir müssen uns selber erstmal desillusionieren. Ich glaube, das haben wir... Also bei Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hat dann natürlich seinen Beitrag mit beigesteuert, das ist klar. Ich finde, eine gute Erdung ist meistens eine gute Basis. Ja. Ja. Also von daher, ich finde auch, dass wir immer am besten waren, wenn wir, sag ich mal, von unten, wenn es keiner erwartet hat, wieder hochgearbeitet haben. Genau. Und wir können sagen, wir, ja. Was ich auch schon ganz interessant finde. Und deswegen ist es übrigens auch so wichtig, weil in dem, was du sagst, dass wir wenn wir es reinschaffen sollten, nach diesen 4 Jahren, alles dafür tun, dass wir auch drin bleiben, damit wir dann nämlich alles, was wir aufgebaut haben, verwenden können, um unsere Erfolgsrate zu steigern. Genau. Das ist genau die Geschichte. Christian. Ja. Da sind noch Fragen an dich. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen ekelhaft, glaube ich, weil, weiß ich nicht. Weder auf deiner Piraten-Wiki-Seite noch auf der Kandidaten-Kurzvorstellungsseite hast du deine berufliche Tätigkeit, geschweige denn deine berufliche Vita aufgeführt. Ist es dir peinlich, als Investmentbanker gearbeitet zu haben? Hier steht unter anderem auch bei Lehman's. Also, muss ich auch wieder dazu sagen, ich habe nie als Investmentbanker gearbeitet, wobei mich das lange Zeit ein Job war, der mich sehr interessiert hat. Ich habe aber bei Lehman Brothers gearbeitet. Ich weiß nicht genau, warum das so wichtig ist für meine politische... Weil die pleite gegangen sind. Vielleicht warst du schuld an der Welt. Ich war schuld, ja. Nein. Du hast die Weltwirtschaftskrise ausgelöst. Nein, also Lehman war nicht schuld, das kann ich hier als Wirtschaftsfachmann sagen. Wir können auch dazu sagen, ich bin nachweislich auch sogar von Amts wegen nachgewiesen nicht schuld. Nein, ich arbeite ja als Presentations Manager in meiner jetzigen Firma und arbeite zurzeit auch bei einer... nicht Investmentbanking, sondern sogenannten Corporate Finance Gesellschaft. Das sind sehr, sehr gravierende Unterschiede. Darf ich ganz kurz mal zwischenfragen? Was zur Hölle ist ein Presentation Manager? Tja, das klingt toll. Nein, im Endeffekt mache ich Präsentationen, grafische Aufbereitung von Präsentationen und diesen ganzen Schnickschnack. Das habe ich auch bei Lehman Brothers gemacht.
Das ist auch ein Großteil meiner bisherigen, sage ich mal, arbeitstechnischen Laufbahn, weil ich habe da 2000 habe ich bei Lehman Brothers damals angefangen. Dann und habe dort 8 Jahre bis ungefähr 3 Monate vor der Pleite gearbeitet, wurde dann damals per Sozialauswahl gekündigt und ja, wir waren in meiner Abteilung 2 Personen. Mein Kollege hatte Frau und 2 Kinder. Ja. Und bin dann sozusagen dort gegangen worden und das war dann auch die Zeit, wo ich dann dementsprechend auch die Zeit und Muße hatte, um mich mehr mit Politik wieder zu beschäftigen und wo ich dann auch bei den Piraten eingetreten bin, dementsprechend Anfang 2009. Ja, und nein, das ist mir nicht peinlich. Ich sehe es nur nicht als eine gravierend wichtige Sache, aber ich möchte trotzdem noch mal ganz klar betonen, ich habe noch nie als Investmentbanker im klassischen Sinne gearbeitet. Okay. Vielleicht. An dieser Stelle sollte man vielleicht betonen, dass Investmentbanker auch nicht alles Verbrecher sind, was nein, in dieser Frage mit das, mitschwingt. Ja, aber das könnte man natürlich unterstellen. Nein, genau, ich kenne sehr viele, sehr vernünftige Investmentbanker, aber ich kenne natürlich auch einige, die ich eigentlich so als als Menschen zwar sehr schätze, aber für ihre Art und Weise, wie sie teilweise auch mit Finanzen anderer umgehen und auch mit Unternehmen und auch mit dem, was dann teilweise getan werden muss, nicht so schätzen kann. Hm. Siehst du, Christian, du hast mir damals nur gesagt, dass du bei Lehman gearbeitet hast, hast mir damals aber leider nicht gesagt, dass du Presentation Manager warst. So lag es auch für mich nah, erst zu einem Banker zu machen. Jetzt weiß ich das alles, ja, Gott sei Dank. Gut, ich habe anderes als ich habe praktisch gesehen 8 Jahre in der Investmentbanking-Abteilung gesessen bei Lehman Brothers in Frankfurt und bin natürlich durchaus sehr nah am Markt dran. Okay, also bist durchaus ein Insider, weil die nächste Frage richtet sich nämlich deswegen. Oh Gott, oh Gott. Angesichts der Finanzkrise wäre es naheliegend, als Insider die Programmatik der Piraten durch inhaltliche Arbeit im Bereich der Wirtschaft und insbesondere der Finanzwirtschaft voranzubringen. Das hat jetzt der Matthias leider schon gemacht. Und dazu kann ich keinerlei Ansätze entdecken. Warum bringst du deine Qualifikationen nicht in inhaltlich arbeitenden Basisgruppen wie etwa den Bundes-AGs ein? Zeit. Absoluter Zeitmangel ist der Hauptgrund, warum ich da in vielen, sage ich mal, thematischen Gruppen nicht arbeite. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren in sehr vielen organisatorischen Bereichen gearbeitet in der Partei und habe vor allem immer versucht, erst einmal auch uns als Partei in eine, oder meinen Teil dazu beizutragen, dass wir in arbeitsfähige Strukturen reinkommen. Und dazu haben halt dummerweise gerade so Investmentbanken oder halt auch Corporate Finance Gesellschaften, wie denen, für die ich arbeite, die dumme Angewohnheit, unglaublich brutale Arbeitszeiten zu haben. Also 60 Stunden, 70 Stunden die Woche inklusive Samstag und Sonntag sind da nichts Ungewöhnliches. Und dementsprechend war es mir einfach vielfach auch gar nicht möglich, mich so intensiv auch thematisch in diese Sachen sozusagen, also auch in die Bundes-AGs, in dem Fall momentan reinzuentwickeln. Deshalb habe ich mich mehr auf organisatorische Sachen konzentriert. In kleinen Bereichen, wie zum Beispiel in Frankfurt, habe ich auch programmatische Sachen weiterentwickelt. Also wir haben damals das Kommunalwahlprogramm ja alle zusammen erarbeitet. Da habe ich auch vieles mitgearbeitet. Und ja, das ist der Hauptgrund, ist wirklich Zeit. Okay. Zeitmangel. Dann haben wir eine Frage an den Matthias. Die, glaube ich, in Teilen schon beantwortet wurde. In welcher Form hast du bei den Piraten mitgearbeitet und was sind deine inhaltlichen Schwerpunkte? Das kam jetzt, glaube ich, schon ganz gut raus. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, weil ein Aspekt fehlt noch. Ich habe, irgendwie gehöre ich zu einer Zeitelite, weil ich ja, wie am Anfang gesagt habe, die letzten 5 Jahre nicht arbeiten gehen musste, was ein unheimliches Privileg ist, wenn man sich das wirtschaftlich leisten kann für eine gewisse Zeit. Und habe da meinem erkenntnistheoretischen Antrieb also wieder frönen dürfen, was ich am liebsten mache eigentlich im Leben. Ich habe mich da vernetzt mit Journalisten, mit Bankern, mit Ökonomen, mit anderen Gruppen, die in eine Richtung arbeiten, die einfach ein neues Paradigma, eine neue Denkwelt anstreben und diese alte eingefahrene, die uns so den Karren gegen die Wand hat fahren lassen, beseitigt. Das ist bestimmt eine große Stärke. Das hat mir auch ermöglicht, dass ich viel von diesen Menschen zu uns in Podiumsdiskussionen bringen konnte. Ich habe 12 Podiumsdiskussionen geleitet mittlerweile im Mumble, darunter eine, die sogar von der Bundespresse damals promotet wurde, wo dann auch im Vivo und im Handelsblatt Berichte darüber erschienen sind. Es war Bofinger und Regling damals, das hat dann etwas größere Kreise damals gemacht.
weil ich es für unheimlich wichtig halte. Ich lade nicht eigentlich Leute ein, die in diesem orthodoxen Mainstream-Gedanken drin sind, sondern wirklich all diejenigen von der österreichischen Schule, die eher libertär gerichtet ist, bis wirklich neue Ansätze zu uns, um diese Entwicklung zu reflektieren. Wir müssen mit denen im Konsens bleiben. Jetzt planen wir gerade die Euvicon in Frankfurt, weißt du ja. Wir wollen ja, dass da viele Wirtschaftsblogger da sind. Ja, du musst ja streamen dann. Wir haben ja drüber gesprochen. Ja, wieder mal keine inhaltliche Tätigkeit. Das kriege ich bestimmt mal vorgeworfen. Und ich möchte mit denen einfach hier eine Reflexionsebene haben, weil es unheimlich fruchtbar für uns ist. Im außenpolitischen Bereich, Potsdamer Konferenz, macht ihr bestimmt das Gleiche. Mhm. Ja, auch da ladet ihr nicht jetzt da klassische geostrategische Experten ein, die jetzt gerade in der Münchner Konferenz sitzen. Gell? Das kann es nicht sein. Ja, wir haben ja sogar noch den Campus Internationale Beziehungen hier in Frankfurt, ja? Wo wir auch speziell wir haben dann immer ein Thema und dazu laden wir unsere Referenten ein, die sich damit beschäftigen und wenn wir es schaffen, wirklich auch mit gegensätzlichen Ansätzen, um halt da einen Diskurs auch auf der jeweiligen Basis entstehen zu lassen. Also wir müssen Aktivisten sein, wir müssen irgendwelche Events machen und auch andere, die in der Bevölkerung wirken, aber die Rückkopplung kommt immer von denjenigen Denkern, die da irgendwie unterwegs sind, die das suchen. Es muss beide Elemente müssen da sein. Meine Stärken sind halt weniger, dass ich ein Aktivist bin, das war ich nie, also war bei einigen Demos zwar dabei, Atomkraftwerke und so weiter, aber im Prinzip ist das nicht mein Naturell, sondern eher diese Vernetzung dort irgendwie, dieses Neue aufzusaugen und es irgendwie nutzbar zu machen für die Partei, aber ich möchte jetzt auch nicht zu lange reden. Nö. Okay. Jetzt haben wir Fragen an alle. Und zwar die erste, die super Standardfrage: Wie steht ihr zum BGE? Haben wir, glaube ich, heute schon ausgiebig. Ja, das sollten wir machen. Ja, ich bin deswegen in die Partei eingetreten. Ich habe diesen Offenbacher Event erlebt als Gast in der Stadthalle. Und ich war da mit dem Pressechef, diesem Großen da aus Schleswig-Holstein, du weißt bestimmt, wer das ist, ganz eng zusammen. Nein, weiß keiner, okay. Und Patrick gewesen sein, glaube ich. Ihr wisst ja, wie das ausgegangen ist. Es war eine unendlich lange GO-Schlacht am ersten Tag. Danach war eine unheimlich lange Diskussion. Der ganze erste Tag ging über die BGE-Frage drauf. Und zum Schluss wurde ein Abstimmungsergebnis erzielt, wo angefochten worden ist. Und es musste ausgezählt werden und es kam als Ergebnis raus, es waren 8 Stimmen über dem Durst. Ja. Und danach hat es einen Jubelsturm in der Halle gegeben, was ich als ein einzigartiges Erlebnis empfunden habe. Und daraufhin bin ich eingetreten. Das war auch das ein ist, Konsens. Ja, also obwohl wir nur beschlossen haben, was wir, wisst ja, was wir beschlossen haben, muss ich jetzt nicht ausführen. Also für mich ist das ein zentrales Element. Ich arbeite auch ganz eng mit André Presse zusammen, der hier einer der wichtigsten Personen ist bei uns in der Partei, der sich da ausgehend Doktorarbeit darüber gemacht. Ja, auch mit Johannes und anderen. Also für mich ist das BGE ganz zentral, weil es eine Freiheit für jeden ermöglicht. Und für mich ist die Piratenpartei die erste Partei, die diese Gerechtigkeit, Gleichheit auf der einen Seite und Freiheit und Selbstbestimmung und Selbstorganisation auf der anderen verbindet. Das hat noch keine Partei bisher geschafft, nach meiner Meinung. Ja. Das ist gut gesagt, ja. Gerade das Ende war richtig. Ich persönlich muss nur dazu sagen, also ich finde die Idee eines BGEs unglaublich verlockend. Ich glaube, dass es in unserem aktuellen Wirtschafts- und auch Geldsystem, aber ich glaube, das weißt doch du, Matthias, wahrscheinlich nicht so einfach umsetzbar ist, weil es da durchaus auch Probleme gibt. Ja, natürlich. Das, aber das beinhaltet das halt insgesamt. Also ich sehe ein BGE nur... Erledigen wir es heute noch schnell. Wir machen es gerade hier, sind super cool. Nein, also ich glaube, also ich halte, wie gesagt, die Idee eines BGEs auch vor allem in der Schaffung von Freiheit wieder für den einzelnen Menschen war ein unglaublich wichtiger Aspekt. Ich sehe es aber nicht als eines der Kernthemen der Piratenpartei. Es ist ein Aspekt, der dort herauskommt aus den Kernthemen, wobei ich das einfach, wie gesagt, nicht als ein eigenes Kernthema sehe. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr interessant und halte es auch für unbedingt nötig, das weiter zu bearbeiten und da zumindest potenzielle Lösungen zu entwickeln. Ob die dann von der Mehrheit des Volkes gewünscht werden und auch dann umgesetzt werden, ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Also, ich hoffe, das war jetzt nicht zu leise eben. Entschuldigung. Also ich stehe der prinzipiellen Idee eines BGEs. Die finde ich sehr interessant, die finde ich sehr attraktiv. Bin halt der Meinung, um ein BGE einzuführen, ist nicht nur ein wirtschaftlicher Umdenkungsprozess notwendig, sondern tatsächlich auch ein gesellschaftlicher Umdenkungsprozess, ein Umdenkungsprozent, weil
ist erstmal nötig, weil man muss auch erstmal die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass sie auf einmal irgendwie 2,50 Euro im Monat so kriegt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem verabschiedeten Programmpunkt sehr, sehr unzufrieden, weil es für mich, der Programmpunkt sagt ja im Endeffekt, wir beauftragen jemanden als Partei, der noch nicht existiert zu dem Zeitpunkt, der jetzt immer noch nicht existiert, weil es die zukünftige Bundestagsfraktion, jemanden damit zu beauftragen, nämlich eine Enquete-Kommission, die wiederum jemand damit beauftragt, nämlich einen Experten für uns die Lösung zu finden und als Partei, die eigentlich mal angetreten ist, das mal mit der Sachpolitik zu machen, so eine Beauftragungskaskade, jemand 26 Mitglied im Kreisverband Frankfurt sollte da mal was tun. Ich halte tatsächlich die Formulierung des Antrages für nicht so sonderlich gut, kenne mich aber auch zu wenig mit dem Thema aus, um da was Eigenes zu schreiben. Ja, aber der Weg ist das Ziel. Und insofern kann man es nicht so schlecht machen. Nein, es geht tatsächlich um diese Beauftragungskaskade. Es steht tatsächlich kaum drin, was ein BGE überhaupt ist. Ja. Da ist nicht mal eine Erklärung drin, so wirklich, was das aber ist. Also, das war was ich aber auftragen. Das finde ich aber ganz wichtig eigentlich. Also es bleibt ja festzuhalten, das BGE ist ja keine Wirtschaftsvision, sondern es ist eine ganz Gesellschaftsvision. Ja. Und das ist halt wirklich nichts, was du von heute auf morgen machst. Ich persönlich habe eine ganz persönliche Geschichte mit dem BGE. Ich war in Offenbach eigentlich dagegen, habe aber dafür gestimmt. Und zwar hatte ich an unserem Tisch, das war so ein bisschen die Darmstadt-KV-Gruppe, wir hatten eine kleine Diskussion drüber und ich habe mich so ein bisschen mit meinen Kollegen dort unterhalten und so ein bisschen die Meinung so einzuholen, was denkt ihr darüber, was denke ich eigentlich darüber? Ja? Und habe mich dann halt mit mir selbst bei der Abstimmung geeinigt, so dieses, es ist verlockend, es ist kompliziert, es ist komplett anders und es ist komplett anders als das, was wir haben, womit ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich total zufrieden war. Aber wir werden nicht vom Fleck kommen, das ist dynamisch und zukunftsgerichtet, wir werden nicht vom Fleck kommen, wenn wir keine Vision entwickeln. Ja. Und das ist eine Version. Und jeder, der Star Trek gesehen hat, weiß, dass das eine reizvolle Vision ist. Ja. Und deswegen habe ich dafür gestimmt, um halt eben die Möglichkeit zu haben, Visionen zu entwickeln in dieser Partei, in dieser Gesellschaft, was wir anbieten können und dann die Gesellschaft auch darüber diskutieren zu lassen, weil ohne Entscheidung keine Diskussion. Ja. Und dann kommen wir auch nicht vom Fleck. Aber es war ein Alleinstellungsmerkmal zu dem Zeitpunkt. Ja, natürlich, aber es ist auch ganz wichtig. Ja, gut, wir bieten damit der Gesellschaft ja auch was an. Ja. Aber was ganz wichtig ist, was ich am BGE mittlerweile eigentlich den zentralen Kernpunkt empfinde für mich, für meine Stellung zum BGE, das mittlerweile zwar immer noch, sage ich mal, kritisch ist, aber halt positiv gesagt, ist, dass das BGE von der Idee her den Menschen erlauben sollte, sich der Selbstverwirklichung zu widmen. Und Selbstverwirklichung ist Kultur. Und Kultur, finde ich, ist eine der zentralen Lebensinhalte, die wir in unserer Gesellschaft halt produzieren. Es ist natürlich Luxus, es ist natürlich ein Ideal. Aber wenn wir nicht nach Idealen streben und nach sonst. Genau das. Ja, grundsätzlich aber die ist ja schon so. Ich würde gerne eine Sache noch kurz zu sagen, weil ich muss, eins ist mir aufgefallen, ich fand diesen BGE-Beschluss in Offenbach. Ich habe zum Beispiel dagegen gestimmt. Ich auch. Und zwar, weil es meiner Meinung nach der erste Formelkompromiss der Piratenpartei war. Gut und gesagt, das war eine wirklich, also das war für mich ein Dammbruch, weil, wie du es auch gesagt hast, in diesem Beschluss steht nichts drin, was wir eigentlich wollen. Ja. Und das war aber, es gab die BGE-Befürworter, es gab die Gegner und die haben sich versucht zusammenzusetzen und irgendwas zusammenzuwurschteln, wo man dann irgendwie mehrheitlich dafür stimmen kann und am Ende steht trotzdem BGE drauf. Weil in Chemnitz haben wir das Ding ja damals noch war Chemnitz, glaube ich. Chemnitz war, glaube ich, der Reset. Ich komme da immer durcheinander. Das war dieses Recht auf Sicherheit. Genau, richtig. Recht in Chemnitz wurde schon eingeleitet. Das Recht auf Teilhabe. Auf sichere Teilhabe. Genau. Es wurde in Chemnitz wurde das BGE-Thema eingeleitet. Da hieß es halt noch nicht BGE. Ja, weil dann wäre es gar nicht durchgekommen. Dann, das wussten die auch schon. Und das, also das war einer der Hauptgründe. Also ich habe auch damals in Offenbach nicht gegen das BGE gestimmt, sondern ich habe gegen diesen Formelkompromiss, der meiner Meinung nach wirklich genau der falsche Weg ist als Partei, die progressiv mit neuer Politik herangehen will. Dann hätten wir einen Antrag machen müssen, der passende Fragen stellt zum BGE. Aber dieses, wir wollen jemanden einsetzen, der sich das mal ansieht, fand ich schon damals und finde ich auch immer noch sehr, sehr, sehr schwierig. Dennoch haben wir also immer noch so weiter in jede Richtung zu gehen, was ich auch noch ganz wichtig finde. Ja. Also trotz dieser... Ich hätte tatsächlich dafür gestimmt, wenn drin gestanden hätte, die Piratenpartei findet das BGE sexy.
Das hätte ich sogar mal dazu gestellt. Da hätte man, okay, also das aber wäre, nicht, aber das wäre auch so ein Bier. Aber genau das ist, hat ja genau in diesem Antrag damals gefehlt. Ja, genau. Es war nämlich keine Richtungsentscheidung. Genau deshalb war auch diese Linksruck-Aussage danach vollkommen falsch, weil wir eigentlich nie gesagt haben, wir sind für ein BGE. Ja, nein, wir wollen ja nicht es steht ja nicht mal drin, dass wir wollen nur jemanden beauftragen, der für uns mal irgendwie... Der mal guckt und dann... guckt, ob das möglich ist. Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, wollen wir das natürlich auch gerne mal dem Volk dann zur Abstimmung stellen, dann mal zu gucken, genau, ob die Leute es dann jetzt gerne hätten. Die Abstimmung. Aber ich glaube, die Kritik ist angekommen. Jungs, ich glaube, draußen die Basis, soweit uns zuhört, für dies ist es absolut... genau richtig, was ihr jetzt genau seht. Ich glaube, da kommt richtig rüber, wie die einzelnen Leute hier positioniert sind dazu. Und das können wir bei anderen Themen noch wiederholen. Es geht hier gerade nicht um eine inhaltliche Positionierung. Wir nicht finden nur, das BGE, wir lehnen das BGE. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Nur weil ich nicht dafür gestimmt habe, lehne ich es nicht ab. Mir ist dieser Antrag einfach nur falsch. Wenn da drin gestanden hätte, BGE ist sexy, hätte ich sofort dafür gestimmt. In dem Antrag steht ja nicht mal drin, dass wir das BGE wollen. Richtig. Da steht ja nicht mal drin, dass wir das überhaupt gut finden. Wir wollen es nur mal prüfen. Wir wollen es mal prüfen lassen und dann wollen wir mal gucken, ob man es eventuell machen könnte. Aber wollen wir? Wir wollen es gar nicht. Es war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um den Einstieg zu schaffen. Aber es gibt ja mittlerweile wirklich, sag ich mal, wenn man so ein bisschen in der Partei so rumschaut heutzutage, gibt es schon so ein bisschen die Tendenz, dass die meisten Leute, die gerade jetzt nach Berlin eingetreten sind, schon Befürworter sind. Ja, also natürlich. Derzeit ist die Befürwortung für das BGE. Also ich glaube, wenn wir diese Abstimmung heute nochmal machen würden, wäre die weit weniger knapp. Ja. Auf jeden Fall. Es sei denn, Sie sind Bayern, aber... Gut, das wäre dann auch nochmal die Frage, aber ich glaube, ein klarerer Antrag, der das genauer darstellt, wäre da auch in dem Zusammenhang auch ehrlicher dem Wähler gegenüber. Ja. Kann man ja immer noch stellen. Das wäre als Insider deine Aufgabe, Christian. Als Insider, ja. Genau. Du als Investmentbanker. Als Investmentbanker bin natürlich ein klassischer BGE-Insider. Du als Investmentbanker-Präsentationssteller. Genau. Ich bin sozusagen nur sekundär für das alles schuldig. Wenn du keinen super BGE-Antrag bringen kannst, dann bist du da raus. Okay, dann lassen wir das BGE sein kurz und haben die nächste Frage, da geht es dann um anderes Thema, Außenpolitik. Wie steht ihr grundsätzlich zur politischen Strategie? Eine Bundeswehr als Einsatzarmee, sollte die Bundeswehr zum Beispiel in Mali mit eigenen Kampftruppen unterstützen? Fang du an. Der Außenpolitiker. Genau, das ist ja, denke ich mal... Bitte in einer Minute abhandeln. Ich versuche es kurz zu machen. Nee. Also das ist natürlich eine der, finde ich auch, der Kernfragen, wie wir uns verhalten würden, wenn es dann halt, wenn irgendjemand diese Idee aufs Tablet bringen würde, Kampftruppen ins Ausland zu schicken. Wir haben jetzt ein außenpolitisches Programm, an dem ich auch mitgearbeitet habe, und da wurde das auch sehr intensiv diskutiert, und letzten Endes muss ich sagen, was ich so von den anderen Bereichen gesehen habe, ist halt, wir wollen auf gar keinen Fall einen absolut gnadenlosen Pazifismus, der alles ignoriert, was um uns herum passiert. Das wollen wir schon mal nicht. Was wir aber auch nicht wollen, ist halt mit Hurra und gezogenen Säbeln ins Ausland zu reiten und dort die Welt zu beglücken. Das kann nicht der richtige Weg sein, allein schon mit unserer Geschichte im Rücken. Was aber ist, ist, dass Deutschland in Bündnissysteme eingebunden ist und dass Deutschland eine Verantwortung in der Welt hat. Warum ist das wichtig? Nur wenn wir uns beteiligen als Land, können wir auch mitreden. Wir können auch da mithelfen, den Frieden zwischen den Staaten zu sichern. Und um unsere Stellung, unser Mitspracherecht sozusagen in dieser Gemeinschaft von Staaten ja versuchen, also jedenfalls hoffe ich das, zusammen den Frieden zu erhalten. Da geht es ja auch um wirtschaftliches Wachstum letzten Endes. Was hier aber gemeint ist als wirtschaftliches Wachstum ist, uns geht es allen irgendwie gut und wir versuchen, dass es noch mehr Leuten möglichst gut geht. Es ist, dass wir halt in diesem Bündnissystem teilnehmen müssen, unser Anteil daran teilen müssen. Bei Mali wäre es jetzt speziell so, dass ich denken würde, es ist okay, wenn wir halt die Kampftruppen Frankreichs, vielleicht auch eines Tages, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, sieht aber auch nicht danach aus, der NATO, unterstützen mit AWACS-Mannschaften oder auch mit Logistik, jetzt auch mit Ausbildern, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich persönlich würde gerne den Beitrag Deutschlands in der Hinsicht auf sowas belassen. In sowas sind wir gut. Ich würde gerne versuchen, deutsche Kampftruppen da rauszuhalten. Ich möchte nicht meine Mitbürger als Soldaten in dieses Land schicken und dort ihre Gesundheit zu riskieren. Es gibt viele Länder, die sind da gut aufgestellt.
ich bin auch der Meinung, dass die NATO ja auch so aufgestellt ist, dass jeder so sein Ding tut. Und da gibt es Kampftruppen, die sind da viel erfahrener als unsere. Und wir können deren Logistik stellen. Das ist ein guter Teil, den wir leisten. Das ist ein wichtiger Teil. Und das muss nicht den Kampftruppen sein. Das ist auch eine persönliche Meinung, die so ein bisschen aber auch geformt ist daraus, was in der AG so existiert. Noch schöner ist natürlich, und das ist ja etwas mit diesen Ausbildern zum Beispiel, dass wir auch helfen, bevor solche Konflikte ausbrechen, Länder denen zu helfen, sich zu stabilisieren. Aber Phobos, du hast jetzt klar auf die Frage geantwortet, aber die Frage, die eigentlich davor gestellt werden muss, warum muss man überhaupt in Mali eingreifen? Oder wieso haben die Franzosen in Mali eingegriffen? Nee, in dem Fall ist es kinderleicht, weil die malische Regierung, die an der Macht ist, um Hilfe gebeten hat, letzten Endes. Und ich glaube, es gibt keine einfachere, für die internationale Gemeinschaft, keine einfache Möglichkeit, als wenn sozusagen der legitime ja, aber genau, da wird es schon wieder schwierig, genau, nämlich mit der Legitimation, die da dahinter hängt. Das ist ja das Problem. Aber die Regierung, die gut stört, hat nach Hilfe geschrieben. Das ist immer ganz schnell bei der Souveränität der Staaten, und das ist ja das kleine 1x1 sozusagen der Außenpolitik, auf wen hört man denn dann? Und als die Staatengemeinschaft kannst du nicht oder darfst du eigentlich nicht selbst entscheiden, wer das Richtige ist. Ja? Und allein aber schon aus Stabilitätsgründen, weil wenn der Herrscher dir nicht genehm ist und du ihn dann halt, sag ich mal, einfach schneller wegputschst, dann hast du ein destabilisiertes System, automatisch. Aber haben wir nicht seit Jahrzehnten genau das Gegenteil eigentlich, dass sogar genehme Herrscher oder besser Diktatoren und ähnliches von den verschiedensten Westmächten oder auch Ostmächten in den Ländern dann eingesetzt werden? Deswegen sind wir ja Piraten. Und wir wollen natürlich das eventuell mal frischen Wind auch noch in die Außenpolitik. Das wäre super, ja. Ja, und weil ich persönlich und auch in der Außenpolitik gibt es da auch, sag ich mal, einen ähnlichen Hang zu, wir schätzen schon eher den Frieden und die Stabilität, aber die Verteidigung der Menschenrechte ist trotzdem etwas, das ganz furchtbar wichtig ist. Aber auch nicht mit, auch hier darfst du nicht mit aktiven Krieg halt aufwarten. Ich meine, du kannst doch nicht halt ankommen und sagen, unsere Menschenrechte, die wir für uns als das Richtige gewählt haben, bomben euch weg. Ja, also. Aber in Syrien ist das zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz interessanter Fall, weil da sind wir nicht gerufen worden. Deswegen hält sich die Weltgemeinschaft zurück. Dort geschehen schreckliche Dinge. Was ist hier die richtige Methode? Ja. Ich finde, die falsche Methode ist, das weiter zu destabilisieren, indem man halt die Rebellen, die ein völlig heterogener Haufen sind, mit fragwürdigen Ansichten größtenteils, dass man die unterstützt, das kann doch nicht sein, gegen ein Regime, das genauso kritisch ist. Also hier, da kann man nur auf der falschen Seite eingehen. Da kannst du eigentlich nur beide unterstützen irgendwie. Ich glaube, du kannst keinen unterstützen. Das ist der Worst-Case-Szenario für die Staatengemeinschaft. Gut, aber das hängt ja vielfach mit den zusammengewürfelten Staaten zusammen. Ich meine, Syrien ist ja auch, glaube ich, ein zusammengewürfelter Vielvölkerstaat. Und genau, dass die jetzt momentan gerade in einer Zeit der freiheitlichen Entwicklung einfach immer mehr auseinanderbrechen, das haben wir in Europa erlebt, mit Jugoslawien, das wird uns auch in vielen anderen Ländern noch in den nächsten Jahren um die Ohren fliegen. Da, wo willkürlich Grenzen gesetzt werden, existieren keine wirklichen Staatengemeinschaften, und die werden meistens nur durch Diktaturen und Ähnliches momentan zusammengehalten. Ja. Also ich glaube, wir entfernen uns gerade. Wir sind gerade weit weg davon. Die Frage zu beantworten, ich delegiere an ihn. Also dasselbe, was er gerade gesagt hat. Aber ja, natürlich, der Matthias, ich glaube, du hast dann etwas anderes. Ach, kann das sein? Also, ja, ich sehe es systemischer. Also es ist auch hier, erstmal ist das Prinzip aufgegeben worden, der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten. Das ist in den letzten 10, 15 Jahren aufgeweicht worden. Das war mal Bestandteil der Gründungscharta der UN. Das ist definitiv aufgeweicht worden. Und da fragt man sich, weshalb. Einerseits sind es die Menschenrechtsthematiken, die das dafür gesorgt haben. Und der andere große Grund sind das Abstecken von wirtschaftlichen Claims, von wirtschaftlichen Gebieten, die man unter seiner Kontrolle hält. Das sind die zwei an beiden Flügeln wieder Gründe, warum das diese Dynamik erlangt hat. Das ist ja in Mali jetzt auch wieder aufgekocht worden mit der Uranversorgung. Genau. Klar, und die Regierung hat geputscht. Es gibt Islamisten, die wir als Terroristen bezeichnen, die unserem auch Bild von einer menschlichen Zivilisation und von Mindeststandards zuwider ist. Aber da sind die Rebellen auch wieder mindestens zwei Gruppen mindestens. Ja. Also da sind die Islamisten. Ich will da gar nicht reingehen und so weiter. Klar, es wird jetzt mit unseren Medien auch wieder so einseitig dargestellt, aber wir begünstigen eine der beiden Teilgruppen, und wir wissen nicht, wer sich also
wirklich wie verhält und was die Bevölkerung will. Es ist schwierig in Ländern wie zum Beispiel Nigeria oder sonst wo, wo im Süden so viele Christen leben und im Norden so viele Muslime leben, dann ist es nochmal schwieriger. Bei Mali ist es ja noch eigentlich eine einheitliche Religion und trotzdem ist dieser Konflikt da reingegangen. Ich würde keine Soldaten hinschicken, ich würde nicht aus wirtschaftlichen Gründen das machen. Ich sehe aber auch genau wie du, dass Frankreich unser engster Partner ist, dass wir in ein Bündnis eingebaut sind und wir ganz schlecht den Franzosen also sagen konnten gar nicht, wie wir es in Libyen gemacht haben. Ja, aber man, also mit den, nur um das aufzugreifen mit den Soldaten, diese, oh, wir schicken jetzt Ausbilder hin. Wir schicken Ausbilder hin, um dieser Armee zu helfen, also von der Machthabern, die jetzt dran sind, die Stabilität wiederherzustellen. Die Stabilität ist das Beste, was du machen kannst, um die Bevölkerung zu schützen. Dass da keine Gefechte mehr stattfinden, dass die Versorgung der Bevölkerung halt wiederhergestellt wird. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann ich frage mich aber, warum das die Europäer machen und warum die Afrikaner das nicht selbst organisieren könnten. Ist doch dabei. Ja, jetzt, aber, nachdem, aber erst nachdem die Kämpfe vorbei sind, sind sie rein. Ja gut, aber also da, da wir ist sind also, ja sind vielleicht auch die, etwas besser organisiert im Moment und, als viele aber die, es wurde ja auch Frankreich, jetzt, das hat ja auch mit den ganzen ehemaligen kolonialen Strukturen zu tun. Ja. Frankreich ist da ja immer noch, sagt man jetzt, ehemalige Kolonialmacht, und, immer noch mit denen extrem stark verbunden. Und natürlich ist das sinnvoll, dass man diese Kolonialstrukturen weiter stärkt? Ja, die haben ja keine Kolonien in dem Sinne mehr, aber, ja, aber es sind ja noch alte, es sind ja daraus Bündnisse entstanden aus den Kolonien. Länder, die aus diesen Kolonialzeiten aber es ist doch ein Wettlauf in Afrika um den Grund und Boden, um Anbaugebiete für Nahrungsmittel im Gange im größten Stil. Ja, und das Mali-Gebiet gehört dazu, wie Libyen vorher, wie die Chinesen in ganz Afrika sich Bodenschätze versuchen zu sichern. Sogar richtig ganze Gebiete für die Landwirtschaft, die der eigenen Bevölkerung entzogen wird, damit in China genug Lebensmittel da sind. Das ist das, was eigentlich wirklich läuft im Augenblick. Da ist eine ganze Menge Raubbau und Sachen laufen, die absolut nicht gehen. Da sind wir uns völlig einig. Aber und das ist auch eine Nation auf dieser Erde. Wenn wir anfangen wegzuschauen, was glaubst du, was da unten los ist? Ja. Weil der Punkt ist halt, da unten ist auch Nation Building im Gange. Ja? Also die Staaten, die gerade von den Kolonialmächten ja auch geräumt worden sind, sag ich jetzt mal, die beginnen ja jetzt gerade ihre Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen neu zu ordnen. Guck dir den Sudan an. Ja? Und das wird in der Regel nicht mit Abstimmungen gemacht, sondern mit Hauen und Stechen. Der Sudan hätten sie auch beinahe wieder hingekriegt. Also ich denke, dass da hat auch keiner eingegriffen beim Südsudan. Ich meine, der Sudan, das haben wir 10 Jahre lang überhaupt nicht mitgekriegt, diese Darfur. Massaker in Darfur. Wir haben nicht hingeguckt. Ja, aber es war nicht in unseren Nachrichten, es war keine interessante Meldung. Aber seht doch mal die richtigen. Genau. Wenn du Quellen liest, die halt abseits der Mainstream-Medien sind, aber kriegst du das. Wollen wir nicht viel mehr darauf vielleicht mit uns verständigen, das ist genau Piratenmission. Ja. So ein bisschen. Wir wollen natürlich, ich glaube, die Was Piraten genau? sind insgesamt als Partei eine, ich würde mal sagen, pazifistische Partei. Ja. Nicht radikal pazifistisch. Nicht radikal, aber pazifistisch. Unser Ziel ist es ja, gemeinsam im großen Bund der Menschheit sozusagen zu agieren. Und im Endeffekt, aus meiner Sicht, ist die größte Hilfe, die wir leisten können, gerade als Europäer, sind Aufbauhilfe und zwar realistische Aufbauhilfe und vor allem dafür zu sorgen, dass die Menschen einfach überhaupt nicht mehr das Bedürfnis haben, in gewisse Radikalitäten zu fallen. Und im Moment ist es leider noch so, dass aus meiner Sicht in vielen Bereichen leider die verschiedensten Mächte auf dieser Welt natürlich ihre geopolitischen Streitigkeiten führen und gerade dafür sorgen, dass die Menschen in diese Notwendigkeit verfallen, radikal zu werden, weil sie einfach überhaupt gar keinen anderen Lebenszweck mehr sehen können. Ja, der gesamte Terrorismus, den wir seit jetzt 10 Jahren, mehr oder weniger über 10 Jahren mit uns rumtragen, in Anführungszeichen, sehr offen mit uns rumtragen, der ja auch gerne missbraucht wird, um die verschiedensten Überwachungssachen durchzusetzen, der ist hausgemacht. Das ist nichts, was da irgendwie entstanden ist, und das hat auch einen wirklich gar nichts damit zu tun, ob diese Menschen Muslime sind, ob diese Menschen Christen sind oder Juden oder was auch sonst irgendwie alles. Mhm. Damit hängt das nicht zusammen. Das sind die Lebensverhältnisse, die dafür sorgen. Mhm. Und wir als Piraten müssen natürlich eine Politik machen, die versucht, die Lebensverhältnisse auch in anderen Ländern auf dieser Welt zu verbessern. Mhm. Ich glaube, als Piratenpartei, gerade als eigentlich einzige internationale Partei, haben wir da auch die besten Chancen, wenn wir es schon schaffen, diese Piratenbewegung weiterzuentwickeln in dieser Welt. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir als Piratenabgeordnete überhaupt nie in die Versuchung kommen müssen, jemals dafür zu stimmen, Truppen irgendwo hinschicken zu müssen. Die Europäische Einigung ist ja letzten Endes ein schönes Beispiel dafür. Ja. Wir haben hier seit so vielen Jahren Frieden, das hätten wir uns niemals zu träumen gewagt. Und eigentlich, von der EU, da können wir eine ganze Menge drüber reden, das ist kritisch zu sehen. Da sollten wir auch noch dazukommen. Das ist auch
eine Sache, die muss dringend reformiert werden, demokratisiert werden, auch entzentralisiert werden, meiner Ansicht nach. Aber da hat die AG Europa ganz, ganz großartige Ideen entwickelt, auch viele verschiedene, damit auch wirklich sowohl die Partei als auch die Wähler auswählen können, in welche Richtung es gehen soll. Die haben sich da unglaublich viel Arbeit gemacht. Aber die Einigung an sich, das Projekt Europa, das ist eine sehr friedliebende Geschichte. Wir haben sehr lange Frieden, wir haben eine gute Lebenssituation. Und das könnte ein Modell sein, wo man halt sagt, können wir das auch in einem anderen Bereich in der Welt realisieren, ein organisches Zusammenwachsen, vielleicht auch vielleicht ohne absolute Katastrophe vorher, um halt praktisch den Leuten halt sowohl einen gewissen Lebensstandard zu ermöglichen, der ihnen halt, dass sie halt nicht hungern müssen, dass sie halt nicht frieren müssen und dass sie halt ihre Streitigkeiten halt auch in Debatten bewältigen können. Das Ding ist ja, aus was ist denn entstanden? Okay, Ende Zweiter Weltkrieg, dann gut, Kalte Krieg und so, aber daraus ist dann halt die EU ja entstanden. Dann ging irgendwann der Punkt so, okay, wie die letzten 30 Jahre, 40 Jahre können wir nicht weitermachen, wir müssen jetzt mal irgendwo was ändern und daraus ist die EU entstanden. Du kannst dieses Konzept aber nicht anderen aufdrücken, weil sobald du da nämlich hingehst und sagst, übrigens, wir haben hier die Lösung für euch, ihr macht jetzt die Afrikanische Union. Die wollen aber für sich selbst entscheiden. Die, das ist ja, sowas muss immer aus den betreffenden Staaten aus sich. Guck mal, wenn wir zur Türkei gesagt hätten, ihr müsst jetzt in die EU eintreten, hätten sie uns einen Vogel gezeigt, sie möchten von selber eintreten. Die wollten ja mal selber. Aber wir können als Vorbild agieren. Ja, wir können als Vorbild agieren. Das tun wir, glaube ich, auch als EU. Bloß wir können als Vorbild agieren, als Vorbild gesehen werden. Das müssen dann schon die Staaten von sich. Auf jeden Fall. Die müssen von sich aus hinkommen und sagen, eigentlich ist das ja ein ganz geiles Konzept, sollten wir vielleicht mal überlegen. Und dass es funktioniert, haben wir ja gerade auch erlebt. Ja, mit dem Vorbild müssen wir auch vor allem noch bearbeiten, damit das auch wieder okay. Wie viele Staaten haben denn gerade rebelliert und haben angefangen, demokratische Strukturen bei sich zu. Ich meine, das geht vielleicht auch, wie man gerade in Ägypten sieht, wenn wir Pech haben, auch wieder ganz schön schief im Moment. Ja. Aber dass diese ganze Rebellion, die da passiert ist, ist ja nicht so einfach spontan entstanden, sondern das sind ja genau diese Faktoren, die dabei mitspielen. Also wenn es nach mir ginge, also ich bin ja auch ein großer Freund der Souveränität der Staaten. Das heißt, jede Gesellschaft entscheidet für sich, welchen Weg sie gehen soll. Und in der Hinsicht sollte eigentlich gar keine Außenmission im Ideal nötig sein. Aber wenn eine Gesellschaft so dreckig geht, dass ja die Staatengemeinschaft um Hilfe bittet, das muss auch für Deutschland möglich sein, sich daran zu beteiligen. Aber wenn es nach mir geht, nicht mit Kampftruppen. Ja. Also vielleicht auch schon vorher, bevor ein Konflikt ausbricht mit notfalls. Aber eben halt, wenn eben diese Gesellschaft das zulässt, wenn man denen halt sagt, wir helfen euch gerne mit Wirtschaft. Aber wenn es um Ressourcen geht und in Libyen haben die anderen Großmächte im Sicherheitsrat zugestimmt, der Flugüberwachung und dann dem Regime-Changing, was dann stattgefunden hat. In Syrien haben sie nach den Erfahrungen von Libyen, lassen sie es im Augenblick nicht zu. Dort sind wir in einer Blockadesituation der Großmächte im Sicherheitsrat und deswegen leidet die syrische Bevölkerung unendlich im Augenblick. Nur weil es um eine strategische Position geht, die nicht fallen darf aus der jeweiligen Sichtweise des jeweils anderen. Kann der Bevölkerung nicht geholfen werden. Was wäre denn die Alternative? Mit Truppen reingehen? Mit Truppen reingehen und fliegen sie dir dann nicht. Kein Fall mein Vorschlag. Und dann wen möchtest du unterstützen? Möchtest du die syrische Regierung unterstützen oder möchtest du die Rebellen unterstützen? Aber in Libyen hat man doch genau dasselbe gemacht. Ja, natürlich. Aber man hat den Fehler erkannt. Das haben auch viele von selbst eingesehen, dass das ein totaler Käse ist. Das haben viele nämlich eingesehen nach Libyen, dass das ein Riesenfehler war. Ich glaube, dass die Russen und Chinesen. Ja, hier gibt es auch ein viel grundlegenderes Problem und zwar ist natürlich auch das Konzept des UN-Sicherheitsrates, wie es momentan ist, vollkommen veraltet und müsste dringend reformiert werden. Ja, wir haben da immer noch ein Nachkriegssystem stehen, wo 5 Supermächte entscheiden, was wir in dieser Welt passiert. Natürlich. Das die Entscheidung der UN, des großen Rates, also der Vollversammlung, die sind wesentlich interessanter manchmal. Ja, aber weil ich meine, wir sind uns einig, dass der Weltsicherheitsrat... Zulassung von Palästina zum Beispiel jetzt im UN-Rat. Aber wird natürlich viel zu wenig gehört. Das ist auch ein ganz anderes Eis. Im Endeffekt, natürlich sind das alles Sachen, an denen reformiert werden muss. Aber ich meine, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, es geht momentan darum, dass wir hier in den Bundestag wollen. Ich wollte gerade sagen. Und vielleicht sollten wir jetzt nicht anfangen, die große Weltpolitik. Die werden wir vorerst. Deswegen wollte ich ja trotzdem bei Mali. Also ich glaube, einfach nochmal von jedem von euch vielleicht jetzt mal einen Satz nochmal. Du hast gesagt, du möchtest nicht mit Truppen reingehen. Björn, prinzipiell nicht. Aber die Frage war, Bundeswehr als Einsatzarmee funktioniert. Und sollten wir da mit Kampftruppen rein in Mali? Kurz gesagt, persönlich bin ich ein Freund der Verteidigungsarmee. Leider ist es nicht mehr zeitgemäß.
Ich denke, dass die Einsatzarmee auch im NATO-Rahmen, auch in der Verteidigung, für die Verteidigung von Europa, wo wir auch in ganz klaren Bündnissen eingebunden sind, notwendig ist. Okay, gut. Bundeswehr, klar, Verteidigungsarmee, Einsatzarmee sehr, 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 sehr kritisch und dann lieber als Hilfsarmee. Also mit Medivacs, mit logistischer Unterstützung und sowas, lieber da helfen, wo das kann tatsächlich unsere Bundeswehr aber, auch besser als kämpfen. Aber Airbags auch schon und solche Sachen. Also wie weit diese Aufklärungsflüge. Ja, wie weit diese Hilfsmittel, die du eben beschrieben hast? Das kann ich pauschal nicht beantworten. Okay. Das kommt auf den einzelnen Fall an und ich werde auch jetzt nicht irgendwie über einen Fall, den ich jetzt eine Minute überdenke, das ist dann tatsächlich wahrscheinlich auch eine Frage, wo ich mich eine Woche damit beschäftigen müsste. Weil das ist keine Frage, die man einfach mal aus dem Finger zieht. Das ist übrigens auch das ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir halt Leute brauchen, die im Bundestag sich in solche Fragen einarbeiten können und darüber entscheiden können. Ja. Und das kannst du nicht vorbereiten. Müssen. Du kannst nicht für jeden Staat der Welt aber einen Plan machen. Das ist auch dann erst notwendig, wenn es soweit ist. Ja. Ich persönlich bin auch auf jeden Fall immer ein Freund der Verteidigungsarmee gewesen. Ich muss aber Björn in allen Aussagen soweit zustimmen. Es ist nicht mehr zeitgemäß und wir werden als Deutschland uns auch gar nicht davor drücken können, in bestimmten Bereichen vielleicht sogar Einsatzkräfte mitzuschicken. Man muss aber auch immer sagen, warum müssen die Engländer die Toten verantworten? Ja. Nur weil wir Deutschen uns einfach davor, weil wir sagen, nur wir nicht, wir gehören zwar zu dem Bündnis dazu und wir finden es auch toll, dass ihr da einmarschiert und helft, aber wir machen jetzt bitte hier aus sicherer Entfernung die Sachen. Ja. Ich bin der Letzte, der irgendeinen deutschen toten Soldaten verantworten will. Aber auf der anderen Seite, auch das gehört zu der Gemeinschaft dazu. Wenn, müssen die Lasten von allen getragen werden. Ich finde es aber sehr, sehr, also viel, viel wichtiger, dass wir wirklich alle Mittel dafür einsetzen, dass es einfach gar nicht mehr nötig wird. Mhm. Und insofern wäre es in diesem Fall dann, kurz gesagt, dann für die Einsatzarmee, ja, aber mit dem Ziel, sie nie einsetzen zu müssen. Mhm. Genauso, wofür sie eigentlich auch da sein sollte. Und jetzt bei dem aktuellen Fall bin ich auch noch nicht tief genug in der Gesamtmaterie drin, dass ich das jetzt spontan entscheiden könnte und sagen könnte, ich will da jemanden hinschicken oder nicht. Matthias? Ich finde eine europäische gemeinsame Armee, weil da unheimliche Ersparnis auch drin liegt. Verzockt. Losing Sucks. Aber rein als Verteidigungsarmee und ich möchte weg, ich möchte bei der UNO eine Sache einrichten, dass solche inneren Streitigkeiten halt ein Gremium finden, wo dann die gesamte Völkergemeinschaft interveniert und nicht nur ein Teil, also irgendeine europäische Großmacht oder die Amerikaner als Großmacht. Das ist leider bisher nicht gelungen und es liegt daran, weil die Großmächte diese Struktur verhindern. Wir kommen nicht zu einer Kooperation auf dieser Erde, wenn es um die Bodenschätze und die Ressourcen geht, wenn wir nicht kooperieren. Das muss eingeleitet werden. Alle Kriege tendieren immer stärker zu Wirtschafts- und Ressourcenkriegen, ganz klar erkennbar. Und wenn wir uns da nicht wehren, ich sehe auch, das ist zwar schon ein neues Fass, die europäische Energiepolitik ist ein erster Schritt, bisher leider nur im Bereich Strom, dass wir unabhängig werden von diesen Energielieferungen, dass wir eine Selbstorganisation unserer dezentral sogar organisiert in Europa machen können. Es führt jetzt ein bisschen weg, aber das müssen die Ziele sein und nicht diese, ich sehe überall, wie gesagt, Konflikte nur vor diesem Hintergrund, die Ressourcen sich unter Kontrolle zu bekommen und vieles andere ist manchmal vorgeschoben, wo Bevölkerungen dann leiden müssen, weil es auch angefacht worden ist vorher, damit es zu den Konflikten kommt. Ganz klar, nur Verteidigungsarmee nicht einschreiten. Ich würde ganz gerne noch meinen zweiten Punkt noch kurz mal dazwischen. Punkt 1, ich fände das total cool, wenn du mal bei uns in der Außenpolitik vorbeischneiden würdest. Ja. Ich glaube, da könntest du auch gewinnbringende Aspekte noch reinbringen. Also das finde ich cool. Und das zweite ist zur europäischen Armee. Wir sind ja gerade eben dabei, das war auch das Thema vom letzten Campus Internationale Beziehung in Frankfurt im November. Im Dezember war es. Wo wir uns mit gemeinsamer europäischer Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt haben und die AG Europa entwickelte auch gerade ein Konzept und wir wollen das jetzt demnächst zusammenwerfen und den eventuell gemeinsam bearbeiten. Und da hatten wir nämlich genau das Thema mit der europäischen Armee. Das ist natürlich, was vielen so im Kopf rumspukt, aber tatsächlich ist es so, dass der Aufbau einer europäischen Armee
Zweit- oder sogar Drittstrukturen schaffen würden, die halt unwahrscheinlich teuer und total sinnlos und bürokratisch wären, so dass wir tatsächlich sogar noch ein zweites Konzept entwickeln, das ein bisschen mehr auf die NATO-Strukturen setzt und da eine Vision hinzuentwickeln. Wie gesagt, das ist alles im Kommen, aber das nur mit... Aber Fomos, wie stehst du denn dazu, dass eine Nation auf diesem Erdball mehr für Militär ausgibt als die nächsten alle zusammen? Protest. Oder die nächsten 10 oder 20. Das hat es noch nie in der Weltgeschichte gegeben. Protest. Das ist ein unhaltbares System. Also ob das noch nie gegeben hat, so mit Rom? Oder? Aber es ist auf jeden Fall grotesk. Aber ja. Willst du es ihnen verbieten? Nein, ich will euch bloß... Jeder Staat kann sein Geld ausgeben, für was er möchte. Nee, ich meine... Die Amerika, nein, wir bezahlen das alle übrigens. Dieser Staat, da kann die Staatsanleihen kaufen. Der aber Staat, über den wir reden, aber benutzt es ja, um seine geopolitischen Vorherrschaften halt aufrechtzuerhalten. Das ist ja... Kein Geheimnis. Amerika. Nein, ich sage auch, dass wir in gefährliche Fahrwasser hineingeraten im Augenblick, weil die Amerikaner diese Hegemonie dem Status des Dollar als Weltleitwährung verdanken. Und dass die Rohstoffe über diese Währung praktisch abgerechnet werden. Und die aufstrebenden BRIC-Länder oder überhaupt die Schwellenländer, die seit 2 Dekaden jetzt in dieses weltweite globalisierte System eingebunden sind, möchten das nicht mehr. Sie möchten das verändern, dass wir zu einem Weltwährungskorb kommen, wo nicht mehr eine Nation das Privileg hat, einfach selbst immer wieder Staatsanleihen aufzulegen und alle anderen finanzieren die, weil es keine Alternative dazu gibt und dadurch die ganze restliche Welt das Militärbudget der Amerikaner praktisch finanziert. Auch noch. Das ist ein System, wo auch die amerikanische und die englische Gesellschaft einfach anfangen müssten, darüber nachzudenken, dass wir aufgrund der Endlichkeit der Ressourcen, der Probleme, ja, Klima und andere, hier auf dieser Erde zu einer Kooperation finden müssen und nicht mehr zu einer Konfrontation. Aber also erstmal, wir können das kritisch sehen. Wir sind aber in einem Land, das 82 Millionen Leute knapp beherbergt. Ja. Wir können nur mitreden und wir können Vorschläge machen. Aber wir sind nur 82 Millionen, einer Weltgemeinschaft von 7 Milliarden. Ja. Und wir sind jetzt gerade dabei, in Europa eine Gemeinschaft von 500 Millionen zu formen, was unser Mitspracherecht dann in diesem Bereich wahrscheinlich deutlich erhöhen dürfte. Aber letztendlich ist auch die Weltgemeinschaft, also ich bin mit deinem Kooperationsgedanken bin ich völlig d'accord. Aber siehst du den Zusammenhang zwischen dieser Hegemonialposition und dem Geldsystem? Aber die Hegemonialposition bröckelt auch durch einen erstarkenden Euro, durch einen... Renminbi, der halt auch eine ganz interessante Position im Welthandel eingenommen hat. Richtig. Diese Struktur, diese amerikanische Hegemonie, die ist ja auch nicht mehr so unhinterfragt. Und die Amerikaner sind auch gar nicht mehr so imperial, wie ihm viele vorwerfen. Die sind da durchaus verhandlungsbereit und denen sitzt ja auch, sag ich mal, ein gewisser Druck im Nacken, weil sich die Weltwirtschaft so verändert hat, dass sie den Amerikanern nicht mehr ausschließlich zuarbeitet. Und ich denke, dass die Weltgemeinschaft eigentlich auf einem guten Weg ist. Und wir können durchaus in Deutschland und in Europa an diesem Prozess teilhaben. Wir müssen diesen Prozess auch eventuell mit formen. Und ich sehe da auch uns, die Piratenpartei, und gerade als europäische Partei in der Welt und als möglicherweise erste internationale Partei in der ersten Reihe mit sitzen, ja, um eventuell zu einer da bin ich ganz bei dir, kooperierenden genau Weltgemeinschaft zu kommen. Und die kein Hegemon mehr nötig hat. Aber das ist derzeit alles. Aber ich würde gerade nochmal Christian von vorhin. Also, wir sollten uns vielleicht das erste Mal auf deutsche Politik oder Politik in Deutschland konzentrieren. Ich hatte ja auch gehofft, dass jeder von euch nochmal zwei Sätze sagt und nicht irgendwie wieder eine Diskussion ausbricht. Du hast nochmal nachgefragt. Ich habe nochmal nachgefragt. Nein, ich habe gesagt, kurz nochmal, kurz, klare Antworten. Alles in 4 Stunden ist kurz. Also, Ruhe jetzt. Weil wir haben hier Fragen drin stehen, die sind. Ach, ich greife jetzt mal was raus, der Püt darf noch mal was sagen. Oh Gott. Und du bist nämlich flammender Verfechter von Liquid Feedback. Echt? Ja, das cool. Bist du. Und wie stehst du zur Superdelegation und zu Basisdemokratie? Und die Fragen gebe ich dann auch gleich weiter an alle. Wie steht ihr zu Liquid Feedback und zu Superdelegation? Einfach mal runterkommen von der Außenpolitik. Die haben wir auch sehr umfassend. Ja, ich glaube, die haben wir umfassend auch. Ich bin flammender Verfechter für Liquid Feedback, das ist cool. Da musst du dich jetzt rausreden. Also ich bin unter anderem, weil ich so einen lustigen Zettel vom TÜV habe, dass ich Datenschutzbeauftragter sein kann, bin ich tatsächlich für die Datenschutzsachen des Bundesliquids mit beauftragt. Allerdings erinnere ich mich an die Worte von Klaus, wo er mich beauftragt hat. Ich habe meine persönliche Meinung zu Liquid Feedback hinten anzustellen, habe einfach nur die gesetzlichen Rahmenanforderungen mitzuarbeiten und zu erfüllen. Ich bin tatsächlich gar kein Freund, ich nutze es nicht mal. Also ich habe einen Account, ich gucke ab und an mal rein, wenn mich jemand bittet, was zu unterstützen, unterstütze ich es.
Ich habe, glaube ich, 4 eingehende Delegationen in Bundesebene. Aber mir ist es ganz ehrlich zu kompliziert. Ich mag die Software an sich nicht. Also ist mir einfach zu kompliziert. Und ja, Superdelegierte, das wird wahrscheinlich jetzt unser nächstes Diskussionsthema für die nächste halbe Stunde werden. Nein, bitte nicht. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Nein, also Superdelegierte, wenn ich jemandem meine Stimme gebe, dann vertraue ich ihm. Das Ding ist ja, also die Angst vor den Superdelegierten ist wahrscheinlich das Fire and Forget. Das sehe ich tatsächlich kritisch. Also ich sollte dann auch schon meine Delegationen überprüfen. Also da, wo ich delegiere, überprüfe ich tatsächlich auch, wie der abstimmt. Aber das ist das, was ich von am Anfang meinte. Ich habe nicht von jedem Thema eine Ahnung. Wenn ich jetzt Sepp, würde ich uneingeschränkt auf Bildung delegieren, obwohl ich dann, ihm würde ich auf Außenpolitik und würde trotzdem kontrollieren, wenn er dann auf einmal für einen Einmarsch in Timbuktu ist, ohne Grund, dann würde ich natürlich meine Delegation wieder zurücknehmen. Aber ja, es gibt dann nun mal Menschen, die wohl eine sehr populistische Meinung innerhalb der Partei vertreten oder eine Meinung, die von sehr vielen Menschen in der Partei vertreten wird, und dann machen die Leute sich halt das Leben einfacher und delegieren auf diese Person. Auf der anderen Seite, also die Leute, die dagegen, machen es mal mit Amazon, Leute, die Hass auf Superdelegationen kauften auch Hass auf Delegationsverfall. Das ist nämlich, der Delegationsverfall ist tatsächlich gerade dieser Versuch, gegen die Superdelegierten was zu tun, weil die Leute müssen sich aktiv alle Nase lang dann entscheiden, die Delegation aufrechtzuerhalten. Das ist den meisten der Leute, die die Superdelegierten nicht mögen, aber auch wieder nicht recht. Also das ist wieder, wasch mir den Bauch, aber mach mich nicht nass. Ist das Problem nicht mit den Delegationsketten? Ich meine, ich delegiere an eine Person und die delegiert weiter und das kumuliert sich und wir haben Leute, ja, die 100 Stimmen haben und irgendwie sind sie nur von 3 Leuten delegiert worden. Also ich auch schon, aber das ist in Bayern ja, glaube ich, durch den Landesparteitag abgeschafft worden, diese Kettendelegation, soweit ich mich erinnern kann, oder? Nee. In Bayern? Ach so, nein, Bayern hat ein eigenes System geschrieben. Das basiert zwar, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, auf Liquid Feedback, aber es ist ein eigenes System. Ja, aber dann muss ich auch mein Delegationsverhalten gucken. Wenn ich jetzt sehe, du delegierst jetzt auf ihn und ich bin mit seiner Meinung aber nicht zufrieden, dann kann ich dir immer noch für das Thema meine Delegation wegnehmen. Das erfordert nur, weil aber ich, doch schon wieder, ja, muss aber viel aufmerksam sein. Entweder ich nutze das System und delegiere und kontrolliere meine Delegation oder ich nutze es nicht, delegiere an niemanden, melde mich vielleicht auch gar nicht erst an, aber dann nur zu sagen, also ich kontrolliere auch ab und an meine Delegation, was die so machen, alle einmal die Woche oder so, kommt das, wenn ich mal Zeit habe. Aber nur weil ich es nicht nutzen will, ich verstehe die Leute ganz ehrlich nicht, die so dagegen wettern, weil sie dann auch diese anderen Verfahren, die es verhindern sollen, auch ablehnen und ja. Viel Ideologie dabei wahrscheinlich. Ja. Also ich übernehme gerade, wenn ihr erlaubt. Wenn du willst. Ich kann eigentlich mich in vielen von dem, was du sagst, wiederentdecken. Superdelegationen gehen super gar nicht. Also da bin ich fast super dagegen. Also ich mag sie nicht. Also ich halte sie für höchst fragwürdig aufgrund eben der Ansammlungen, Superansammlungen, die es dann geben könnte und auch gibt, die dann halt alleine Entscheidungen voranbringen können, das Quorum heben können etc. pp. Das Tool Liquid Feedback allerdings finde ich höchst interessant. Eine super Idee, um bei dem Wort zu bleiben. Halte es aber erstmal muss es noch weiter entwickelt werden, es muss weiter besprochen werden. Es ist aber nur in dem, sag ich mal, in dem Konzert unserer Tools eine weitere Möglichkeit zu diskutieren, Positionen zu entwickeln. In der Außenpolitik haben wir es tatsächlich benutzt, um unsere Anträge für die Bundesparteitage der Vergangenheit vorzustellen, zu entwickeln, zu gucken, wie die ankommen und dann schließlich auch durchzubringen. Ich halte es für nicht geeignet als Alleinstellungsmerkmal. Ich halte es für nicht geeignet für ständige Mitgliederversammlungen. Allein schon deswegen, weil die Beteiligungsanzahl, Bände spricht darüber, welche Verbreitung es überhaupt finden kann,
Und verpflichtend würde ich es so oder so nicht machen, weil alles verpflichtet. Verpflichtend ist völliger Käse bei einer politischen Partei, die eigentlich gerade auf den Mitmachwillen setzt. Mhm. Und daher bin ich der Meinung, ich finde das Tool interessant, aber es darf nur eines von vielen Tools bleiben. Es darf niemals oder es sollte niemals bestimmend werden. Und weil es ist eine super Möglichkeit für Leute, die damit nativ umgehen können. Es gibt einige Leute, die können super mit Facebook nativ umgehen. Es gibt Leute, die können mit Twitter besser nativ umgehen. Und so ist es auch bei unseren internen Tools, mit denen wir unsere Meinungsbildung vorantreiben. Das größte Problem, ich muss meine Meinung da rein pushen. Wir haben zum Beispiel in Hessen das VMB-Pult. Aber ganz kurz noch ein Ding, wenn ich meine Delegation aber überprüfe, wenn ich gucke, was macht der Delegierte und ich sehe, okay, der delegiert jetzt auf den oder das passiert jetzt, dann kann ich ja auch ratzfatz wieder zurückziehen. Das ist ja das, also aber deswegen... nur weil ich delegiere, heißt es ja nicht, dass ich mich auf meinen Arsch setzen kann und einfach nur zugucken und dann sagen, oh, ich habe das große Problem. Aber jetzt müssen wir doch aber auch den Menschen mal wieder ein bisschen einfach mal der Menschlichkeit entgegenkommen. Nicht jeder Mensch hat die Zeit, wirklich sich wöchentlich damit auseinanderzusetzen. Es ist eine ganz gravierende Sache und viele würden natürlich, oder ich kann es mir zumindest gut vorstellen, dass viele Leute auch sagen, okay, den kenne ich jetzt ganz gut, der ist in dem Bereich Sozialpolitik, scheint der ganz fit zu sein, dem gebe ich jetzt mal meine Delegation. Und die werden überprüfen das zu großen Teilen nicht. Und ob das dann weiter delegiert wird und wo das am Ende landet, das machen die wahrscheinlich zum großen Teil auch nicht. Und wenn sie es dann vielleicht mal nach einem halben Jahr machen und das alles nachvollziehen, sind sie auch einmal schockiert, wofür sie eigentlich auch neue gestimmt haben. Ja. Deshalb finde ich, also ich persönlich bin ein Gegner von Superdelegierten. Ich denke, dass das beschränkt sein müsste. Halte das System Liquid Feedback oder überhaupt solche Systeme für einen der besten Wege, trotz allem große Massen an Meinungen zusammenzufassen. Mhm. Halte auch Delegationsketten, zumindest in dem Rahmen, der momentan möglich ist, für fehlerhaft. Und bin ganz klar der Meinung, dass Delegationen auch wirklich einen ganz klaren Zeitrahmen haben sollten, ein, zwei Wochen oder wirklich nur für ein einzelnes Themengebiet und ähnliches. Das würde schon viel verbessern. Und dass das dann aber das entwickelt. Aber ich glaube auch, dass Liquid Feedback noch eine Menge braucht, einfach um überhaupt eine breite Akzeptanz zu entwickeln. Und ich glaube sogar im Moment auch nicht, dass Liquid Feedback das endgültige System sein wird, sondern dass sich da wahrscheinlich nochmal andere Systeme entwickeln werden, die auf dem Konzept aufbauen, aber dann doch nochmal anders an die Materie herangehen. Also ich will jetzt gar keinen Wiederholungseffekt. Ich kann mich eigentlich allen drei ziemlich anschließen, was sie gesagt haben. Ich lehne es auch ab und halte es trotzdem auch für interessant, es weiterzuentwickeln. Ich frage noch, für was haben wir es eigentlich verwendet? Wir haben es ja eigentlich im Schwerpunkt dafür verwendet, um am Programm anträgen. Im Hessen oder im Bund? Das ist ein wichtiger Unterschied. Entschuldigung, Schrift. Hessen haben wir sie nämlich gar nicht verwendet. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und in Berlin ist es fast alleiniges Meinungsbildungstool. Ja, also genau. Das ist schon ganz interessant. Also, und das scheint auch hervorragend bei denen zu funktionieren. Bei denen funktioniert das. Aber das Problem liegt darin, dass eine Organisationsstruktur, wo einer so einen Wettbewerbsvorteil hat oder so eine frühere kritische Masse erreicht hat, dass sich das dann fortentwickeln würde in dem Gesamten. Deswegen ist auch der Widerstand von den anderen Landesverbänden ein bisschen da. Das hätte man berücksichtigen müssen ein bisschen, Jan. Mhm. Das muss man auch den Berlinern immer wieder sagen. Ihr habt ja gesagt, es gibt in Berlin funktioniert, es habt ihr gesagt, und deswegen hat sich dort auch groß entwickelt. Kommt aus der Berlin, aus den Sondersituationen. Also wir haben es benutzt für Programmanträge im Bund weitestgehend. Und die Problematik ist deutlich geworden beim Bundesparteitag, als wir dann versucht haben, eine TO aufzustellen und dann verschiedene TO-Beispiele in Kombination mit Lime Survey. Und dann gab es noch Kompromissvorschläge. Jan, du hast das geleitet. Zum Schluss ist TO 6 rausgekommen. Ja, aber dafür kannst du nicht die Schuld Liquid Feedback geben. Nein, ich habe das war ein Vorschlag. Und wenn einer vorgeschlagen hätte, ich habe meine Reihenfolge ausgewürfelt. Weil die Zahlen der Teilnehmer zu gering war und zum Teil, und weil der Widerstand einfach so groß war, kann man nicht Liquid Feedback vorwerfen. Aber was ist jetzt daraus hervorgegangen? Man versucht, eine INI zu machen. Wir müssen eigentlich elektronische Verfahren unbedingt weiterzuentwickeln, weil dafür stehen wir als Piratenpartei eigentlich. Das ist alle, die bei uns mit Datenschutz, mit Netzneutralität, die müssen diese grundlegenden Probleme versuchen zu lösen, die im Augenblick noch bestehen, zwischen Anonymität und demokratischem Abstimmungsverfahren. Das ist ja auch noch so ein Grunddilemma, wo bis heute nicht gelöst ist. Ist nicht mein spezielles Gebiet, muss ich sagen. Da können nicht andere besser aus, sondern überall Bescheid wissen. Und ja, das war's. Du kannst keine gut, komm. Ich glaube, wir machen mal, sonst kommen wir nicht sofort. Wir machen relativ aber komm, Jan, sag was, weil zu deiner Mitgliedschaft in Burschenschaften, jetzt geht's nämlich drum. Du bist in der Burschenschaft und im Jahre 1920 gab es in Marburg ein Massaker von Burschenschaften an 15 Arbeitern im Tal bei Mechterstedt.
Wie kannst du es verantworten, im Kern reaktionäre und frauenfeindliche Burschenschaften mit deiner Angehörigkeit zu machen? Wenn ich mich recht erinnere, waren das keine Burschenschaften, sondern Chors. Ich müsste aber tatsächlich nachgucken, ich weiß es aus dem Kopf nicht. Das waren, glaube ich, Freikorps. Ich weiß es aus dem Kopf nicht, was passiert ist. Müsst ihr jetzt gerade nachlesen. Aber trotzdem, Fragen zu Burschenschaften. Wie kannst du es verantworten, in einer Burschenschaft zu sein? Ich bin Mitglied der Burschenschaft Arminia Marburg. Das ist eine Burschenschaft, die ist liberal. Also ich sitze neben einem FDPler, neben dem Linken, neben einem CDUler, neben einem Türken, neben einem Juden, neben allen möglichen Menschen. Es ist nicht irgendwo, dass ich jetzt sage, wir sind jetzt alles nur kleine kinderessende Nazis, die alle 178 Strophen des Deutschlandliedes singen. Das tun wir nämlich überhaupt nicht, zum Beispiel. Das singen wir überhaupt nicht. Wir sind liberal, wir haben ein Manifest jetzt geschrieben, in dem wir mit einer anderen Burschenschaft, ein bisschen zusammenarbeiten, dass... Ich habe teilweise dran mitgeschrieben, das hätte man tatsächlich, also wenn man diese burschenschaftliche Geschichte raus oder die burschenschaftlichen Punkte rausgenommen hätte, die zwei, die in diesem Manifest stehen, ich glaube, das würde auf dem Bundesparteitag eine Mehrheit finden. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan in einem Überdenkungsprozess, aber den werde ich, denke ich, erst Mitte des Jahres abgeschlossen haben. Und ich sehe mit den Parteizielen keine irgendwie Kollision damit. Und wer da eine Kollision sieht, dem steht der Weg eines Parteiausschlussverfahrens frei, wenn ich damit gegen die Satzung oder sonstiges verstehe. Okay, er darf sich auch vielleicht auch erstmal einfach nicht wählen. Er darf sich auch nicht wählen. Vielleicht fangen wir mal klein an. Man muss ja nicht immer gleich... Nö, wenn es gegen die Satzung, das war jetzt eine implizite Sache, dass ich gegen die Satzung damit verstoße, dann ist das der Weg, den er führen kann. Okay, du schlägst also vor, dass jemand ein PAV gegen dich anstrebt, wenn er denn irgendwie... Na, wenn er drauf steht. Darf, wenn er steht. Halten wir das fest. Jetzt geht es nämlich zu was. Ich würde es gerne versuchen, kurz abzuhaken. Frage an alle. Was sind für euch die Grundwerte der Piraten? Kriegt ihr das in wenigen Sätzen hin? Das will ich jetzt... Das will ich nicht. Matthias? Ja, ich fange als Erster. Ich bin der Jüngste. Ich habe mich wirklich versucht, diesem Gründungsmythos und der Entwicklungsgeschichte der Piraten anzunähern. Mit vielen Gesprächen mit Alteingesessenen ist das, glaube ich, die beste Vorgehensweise. Und ich vermisse das bei vielen, die neu dazugekommen ist, dass die da sich nicht so viel Mühe geben. Der Gründungsmythos sind diese Bürgerrechte stärken, dieser Schutz vor staatlicher Überwachung, diese Vorratsdatenspeicherung, dass man einfach individuell selbstbestimmt und ohne Überwachung leben kann. Das ist eigentlich so der Gründungsmythos nach meinem Verständnis und wie ich ihn bisher kennengelernt habe. Und den teile ich voll und ganz. Dann später sind in Wellen eigentlich jüngere Gruppen dazugekommen zur Partei, die diesen Postgender-Charakter, die noch nicht in diesen stabilen Arbeitsverhältnissen drin waren, diese Generation Praktikum. Und dann kamen ganz andere Forderungen dazu, also wie fahrscheinlosen Nahverkehr, diese ganzen Ausformungen der Freiheit, der Sexualität, dann auch BGE-Sachen und so weiter. Die kamen dann genau mit dieser anderen Gruppe dazu, weil die erste Gruppe war nicht so. Die waren eigentlich fest statuiert, aber die haben sich gerieben an dem Bestehenden, dass sie das irgendwie gehasst haben. Und dann hat sich das zusammengeformt in, dass man Transparenz in die politischen Prozesse haben möchte, dass man die Bürger beteiligen möchte, man hat gesehen, diese repräsentative Demokratie ist total verkrustet, die alle 4 Jahre mal ein Kreuz abgeben, das heißt, man will direkt demokratischere Sachen mit einführen, dafür steht die Piratenpartei. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Freiheit für jeden durch diese Existenzminimumabsicherung, die zum ersten Mal ermöglicht würde. Das sehe ich also jedenfalls auf jeden Fall auch als ein zentrales Element an bei vielen. Und deswegen werden auch heute große Mehrheiten für das BGE erzielt, wenn heute Abstimmungen wären, nach meiner Auffassung. Das ist einfach diese Vision einer anderen Gesellschaft, wie die Marina es nach der Niedersachsenwahl formuliert hat und viele andere auf ihren Blogs auch. Das ist gar nicht voll fassbar, sondern das entwickeln wir alle gemeinsam. Und das finde ich hochspannend. Christian, hast du es schon weiterentwickelt? Nochmal bitte ganz kurz die Frage, bitte. Die Grundwerte. Was sind für euch die Grundwerte der Piraten? Das sind für uns die Grundwerte. Ja, weil Grundwerte, das ging gerade eben, sehr weit. Deshalb also war ich ein bisschen. Für mich, also ich fand jetzt gerade den letzten Satz, die
Idee oder die Entwicklung einer Vision einer, ich sag mal, besseren Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die auf ja, Freiheit, Gleichheit, Nachhaltigkeit fokussiert ist. Und vor allem, ich sehe eigentlich einen der wichtigsten Aspekte der Piratenpartei auch vor allem in dem Willen zur Kooperation. Also gerade der Gedankengang, den wir auch in dem direkten politischen parlamentarischen System haben, kein Fraktionszwang, Auflösung von Fraktionszwang und das gemeinsame Arbeiten an politischen Themen und nicht das Gegeneinanderkämpfen der politischen Ideologien. Das ist für mich eigentlich einer der absoluten Kernaspekte in der politischen Handlungsweise als Piraten und auch für mich als Person und als potenzieller Mandatsträger. Ja, Grundwerte mittler, also gut, ist ja für mich die Grundwerte. Ja. Freiheit, ganz klar, darunter kann man eigentlich alle anderen subsumieren. Also eigentlich Freiheit, weil unter Freiheit kannst du alles subsumieren. Da kannst du informationelle Selbstbestimmung mit reinhauen, da kannst du den Datenschutz mit reinhauen, da kannst du die Abschaffung des Fraktionszwangs mit reinhauen, da kannst du alles mit reinhauen in diese Freiheit. Weil, also freier Bürger quasi. Ich glaube aber, wir haben versäumt, unsere Grundwerte zu definieren. Und wir haben auch, ich kann jetzt hier 10 Minuten lang Buzzwords, Transparenz, Bürgerbeteiligung und so weiter. Was ist das überhaupt? Und das haben, wir haben ja nicht mal diese Grundbegriffe in irgendeiner Form definiert. Transparenz zum Beispiel, da gibt es die Menschen, die, oder auch die Parteimitglieder, die meinen, Transparenz ist, ich muss alles irgendwo ins Wiki reinkippen. Ich bin ein Freund von, Transparenz ist für mich aufgearbeitete Informationen so zu präsentieren, dass sie jeder einfach findet und einfachen Zugang dazu hat. Ja, wir müssen, das ist tatsächlich ein großer Prozess, der uns, glaube ich, auch noch ein bisschen bevorsteht, die Werte zu definieren, die Grundwerte zu definieren und erstmal auch zu definieren, was unsere Buzzwords überhaupt heißen, weil das weiß nämlich keiner. Und wenn wir reden von Transparenz und reden aber von zwei verschiedenen Sachen. Also da hat uns auch ein bisschen, sag ich mal, der Erfolg ein bisschen überfahren, ja. Und ja. Mitten in der Entwicklung. Wir müssen da jetzt einiges nacharbeiten in erhöhter Geschwindigkeit, was wir niemals erwartet hatten oder nicht so schnell erwartet hatten zumindest. Zu den Grundwerten. Ist das, was du gesagt hast, schon sehr gut, dass es sich in diesem Freiheitsbegriff subsumiert. Da ist viel drin, auch in den Gesellschaftsvisionen. Eigentlich habt ihr mir kaum was übrig gelassen. Ja, Entschuldigung. Eins will ich vielleicht noch dazu hinzufügen, und zwar die Idee, die wir auch schon von ganz am Anfang an hatten. Da hatten wir an der Gründung ja schon einen Slot gelassen für Bildung, um eben den Menschen zu helfen, zu einem mündigen Bürger zu werden, um halt sich eben diese Freiheit auch selbst zu erstreiten, sich selbst zu sichern und eben nicht Opfer von schnöder Propaganda zu werden. Steckt die Freiheit drin. Genau, und bei dieser Transparenzgeschichte, das hatten wir auch schon von ganz Anfang an eigentlich drin. Das ist ja auch etwas, was mich persönlich interessiert, und zwar die Transparenz des Staatswesens. Ich will gar nicht oft genug betonen, weil es gibt leider immer wieder welche, auf die ich treffe, die der Meinung sind, eine transparente Gesellschaft schaffen zu wollen. Und das finde ich höchst kritisch. Und das haben ja auch einige von unseren politischen Mitbewerbern so aufgefasst. Ich erinnere an Herrn Steinbrück, der den ganz hervorragenden Satz brachte, absolute Transparenz gibt es nur in einer Diktatur. Ja, zum Glück wollen wir die garantiert nicht. Wir wollen, dass Politiker tun nachvollziehbar und kontrollierbar wird. Dass der Bürger nachvollziehen kann, wie Entscheidungen, die ihn direkt betreffen, gefällt werden. Und dass er entscheiden kann, mit seinem Wissen, das er als mündiger Bürger halt hat, ob er diesem Politiker vertrauen kann und ob er ihn wählen würde. Das sind alles so Aspekte, die ich ganz, ganz wichtig finde. Und ansonsten, dieser Freiheitsbegriff ist wirklich, finde ich, der Kern des Ganzen und natürlich die Weiterentwicklung unseres Systems und das fortschrittliche Denken. Dass wir wirklich auch wir sind nicht nur eine Partei, wir sind auch irgendwie ein Think Tank oder ein Experimentierfeld für Ideen. Und das, finde ich, ist etwas, das ich dringend verteidigen wollen würde, wenn es etwas gibt, wovor ich Angst habe, dass diese Partei zu einem politischen Ding 1.0 wird, ist, dass wir halt eben dieses Vordenken verlieren, diesen Mut und diese Lust am Experimentieren. Ja. Ja, das ist ja in der Auseinandersetzung mit dem Bestehenden entstanden. Wieso ist denn die Unzufriedenheit von den Gründungsmitgliedern da gewesen?
weil sie sich genau an den Zuständen, die da draußen sie vorgefunden haben, gerieben haben. Oh ja. Ja. Also deswegen, also ich... Im Endeffekt, ja, wir sind als Partei halt auch die letzten 2 Jahre wirklich jedem Stöckchen hinterhergerannt, ja, das irgendjemand für uns geworfen hat. Aber da muss ich die Partei jetzt mal in Schutz nehmen. Wir waren einfach... Nein, das, waren ein bisschen, ja, waren das, war eine, das war keine Wertung, sondern das war eine Beschreibung. Ja, das da kommen, passiert. Da kommen, ja, wir aber auch gerade zu dem Punkt, den du vorhin schon mal angebracht hast. Nein, wir müssen nicht zu allen eine Meinung, richtig, haben. Richtig. Und genau das ist aber auch eine Sache, die wir auch als Partei jetzt wieder lernen müssen. Ja, das haben wir da haben wir uns bekommen, einfach mitreißen lassen, ja, was gerade Berlin hat uns so wirklich da diesen Schwung gegeben. Mhm. Auf einmal dachten alle, das ist sowieso ein Selbstläufer. Ich meine, ist doch ganz war ehrlich. Auch für 10 Monate eine. Ja, es hätte aber auch noch länger einer sein können, aber wir haben uns halt auch von außen reinreden lassen. Gewesen, ich glaube nicht. Also aber wir hätten uns halt auch reinreden lassen. Oder haben uns reinreden lassen, ja. Uns wurde gesagt, ihr habt kein Programm, obwohl wir schon immer ein 80-Seiten-Programm haben. Was haben wir gemacht? Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ein 500-Seiten-Programm entwickelt. Ja. Ja, jetzt wird als nächstes uns jeder sagen, ja, euer Programm ist doch viel zu umfassend. Macht es mal wieder kleiner. Und was werden wir tun? Wir werden wieder alles tun, um es wieder kleiner zu machen, damit die Leute es verstehen. Ja, aber so werden wir auch in den Kreislauf gefangen, mit uns selber sich zu beschäftigen, genau, dass wir halt an der Gesellschaft, genau, wovor die riesig Schiss haben. Und genau das darf uns aber auch als Mandatsträger nämlich nicht passieren. Aber wenn wir es zulassen, dass wir nämlich in den Bundestag gehen und uns mit jedem Thema beschäftigen, das die uns da vorsetzen, ja, mit irgendwie, da wird die Brücke so und so gebaut, da wird das und das gemacht und wir sind auch noch bereit, tausende von Seiten zu lesen, nur um zu diesem einen Thema mal eine Meinung zu sagen, obwohl niemand sich wirklich dafür interessiert, ob wir da dafür sind oder dagegen, weil am Ende das Ergebnis so klar ist, die Regierungspartei hebt die Hände und wir haben das Ergebnis. Wenn wir uns da in dieses Hamsterrad reinsetzen lassen, dann ist es mit der Piratenpartei ganz schnell wieder vorbei. Du musst nicht zu allem sagen, aber du musst trotzdem alles lesen. Ja, du musst, weil das, was, die Fehler zu finden, kannst du nur, indem du alles liest. Das ist richtig, aber dafür teilst du es auch. Ja, dafür hast du Referenten natürlich, aber du musst dich alles selber lesen. Es gab ja schon sehr schöne Beispiele auch von dieser einen Abgeordneten von den Linken, die das auch so ein bisschen jetzt hier gerade, ich glaube in Hessen auch, ja, die arbeiten sich in jedes Thema rein, fangen an, Anträge zu den Themen zu stellen und. Sie arbeiten richtig klassisch in diesem politischen Prozess mit und erreichen damit nichts, nicht einmal öffentliche Wahrnehmung. Das kriegt aber keiner mit, dass die da 60, 80 Stunden die Woche investieren. Aber der Punkt ist trotzdem, was ich da noch anmerken wollte, ist, in diesem Hamsterrad drin zu sein, ist, glaube ich, schwierig, wenn man es nicht macht, weil da wird sich die Presse auch drauf stürzen. Und das muss man, glaube ich, in irgendeiner Form... Wir müssen mal Postpresse werden. Wir müssen mal, ganz ehrlich, wir müssen mal langsam davon abkommen, dass uns interessiert, was die Presse schreibt. Weil aber wir, warum können, suchen dann Vorstände die Nähe so arg zur Presse und dann ziehen da sogar Meldungen? Weil es auch ihr Job ist. Weil das ist ihr Job. Das ist ihr Job, dann die Sachen an die Presse zu verkaufen. Aber wir müssen auch mal aufhören zu schreiben, wie die Presse unseren letzten Bundesparteitag fand. Natürlich, man kann es mal informativ lesen, aber man sollte sich dann nicht, das ist dieses Pressestöckchen springen. Ja. Nur weil die Presse sagt, der Kaffee auf dem Bundesparteitag war zu warm, dann müssen wir den nicht auf dem nächsten Bundesparteitag zu kalt machen. Bin ich auch absolut dagegen. Kalter Kaffee ist grauenhaft. Und da sind wir aber super drin. Wir sind super darin, von einem Extrem ins andere zu springen, nur weil die Presse schreibt, dass das eine blöd ist. Sei auch Niedersachs nicht mehr so. Ja, das klingt jetzt ein bisschen gut. Das ist seit 2 Wochen, da gab es noch nicht so viele Stöckchen. Aber wir sollten mal sehen. Das ist so eine Stimme, so ein bisschen. Ja, wir lernen das langsam. Deswegen sage ich ja, Niedersachsen vermutlich hat die verlorene Wahl. Lass uns weitergehen. Wir haben 2,5 Stunden jetzt hier. Oh. Es ist aber leider auch interessant. Ja. Also, das macht richtig Spaß. Ich finde es schön, dass es auch so ein Austausch ist. Sepp, du wolltest die Diskussionsrunde. Ja? Du wolltest nicht nur Stimmen. Und du hast sie angegriffen. Ja. Guckt euch die Kommentare im Pad an. Lieber nicht. Jetzt erzähl mal. Du kommst gut weg. auf jeden Fall Frage an alle, was muss die Partei aus eurer Sicht in den Monaten vor der Bundestagswahl vorantreiben? Da haben wir Programm, Kernthemen, Grundwerte oder Personen gegeben. Ich möchte das kombinieren mit der anderen Frage hier, Piratenchef Schlömer will Köpfe statt Inhalte. Ist hier ein Zitat von tagesschau.de. Wie ist eure Meinung dazu, mehr Köpfe bei den Piraten? Also, was machen wir in den nächsten Monaten, was müssen wir machen? Müssen wir mehr Programm machen? Sehe ich jetzt bei euch, glaube ich, nicht unbedingt. Mehr auf die Kernthemen gehen oder die Grundwerte finden, ist, glaube ich, auch im Wahlkampf wird es ein bisschen schwierig. Dann eben Köpfe statt Themen, Köpfe mit Themen, Themen ohne Köpfe. Also ich finde das...
nach dir. Oder, nein, komm, ja, der Björn hatte, glaube ich, zuletzt angefangen und dann. Nee, Quatsch, du hast angefangen, aber mach nochmal. Ich weiß nicht, wer angefangen hat. Auf dem klassischen Vortritt. Okay. Also ich bin persönlich der Meinung, dass dieser Gegensatz, der hier konstruiert wird, das wie auch eigentlich wieder ein Stöckchen, wie er es so schön gesagt hat, dass das eine ohne das andere, das eine oder das andere, das eine mit dem anderen, das geht nicht. Hm. Es ist immer beides. Ja, der Punkt ist halt, die Presse will uns auf irgendwas festnageln. Ich finde, wir sollten unser Ding machen. Ich finde es okay, wenn wir Personen benutzen, weil der Bürger möchte tatsächlich auch Gesichter haben, mit denen er was identifiziert, weil es muss auch irgendjemand schuld sein hinterher. Dennoch sollten wir von unserem Witz, von unserer Frechheit und von unseren Themen nicht abrücken. Wir sollten die versuchen, da einzubauen. Wir sollten nicht irgendwie sehr fotogene Leute auf Plakate drucken und sonst gar nichts mehr, sondern vielleicht auch kombinieren, dass wir halt Leute mit diesen Themen halt verbinden und sie die Themen vorstellen lassen. Weiterhin bin ich der Meinung, dass die Kernthemen, finde ich, ein bisschen mehr Platz wieder bekommen sollten, weil das ist das, womit wir bekannt geworden sind, das ist das, was wichtig ist, das ist das, was gefordert ist, was wir können, sehr gut, Kernkompetenzen ist hier das Zauberwort und wie ich finde auch, was unsere wichtigste Aufgabe ist, nämlich auf Missstände in diesem Staat aufmerksam zu machen und die großen Parteien damit auch zu nerven, zu verfolgen und zu sagen, hier habt ihr Mist gebaut, hier wollt ihr Mist bauen, das wollen wir verhindern. Und hier wollen wir vernünftige Sachen, auch diese Themenarbeit auch voranzubringen. Deswegen bin ich zusammenfassend, ich bin durchaus der Meinung, dass wir Themen auch über Köpfe transportieren sollten, also über Gesichter, weil ich meine, letztendlich ist das Wort Gesichter, das hier oder Personen, das hier benötigt wird. Richtig. Wir wählen Personen, wir wählen Repräsentanten, wir wählen Leute, die wir in dem Bundestag, in den Landtagen, die uns vertreten sollen. Das sind Personen. Wir wählen da keine Themen rein. Das wird nicht passieren und das wäre auch ganz furchtbar. Diese Personen müssen nämlich flexibel auch reagieren können auf Situationen und sich einarbeiten können. Deswegen, wir haben Personen und wir müssen gute Personen wählen, die fähig sind für sowas. So, und diese Leute müssen unsere Themen transportieren, die müssen auch miteinander gut Konsensfindung betreiben. Deswegen, Kernthemen und Personen schließt sich weder aus und das halte ich für notwendig. Ich mache es kürzer, die gesunde Mischung aus allem. In die Mitte. Ja, es ist, es ist wirklich genau das, worauf es ankommt. Da jetzt eine Konzentration auf irgendeinen Teilbereich zu führen, würde uns nicht weiterbringen aus meiner Sicht. Aber wir werden auch nicht dran vorbeikommen, Wahlkampf zu machen, ohne bestimmte Personen in den Vordergrund zu stellen. Also ich kann mich eigentlich wirklich auch anschließen. Zwar, ne? Ihr habt das eigentlich sehr vollständig schon ausgedrückt, was die Aspekte sind. Ja, also gerade bei Semrau kann man alles unterschreiben, was er gesagt hat. Ich habe diese erweiterte Salber-Studie die letzten Tage gelesen, die ihr auch alle kennt. Da gab es die ersten zwei Teile, die standen am Anfang nur zur Verfügung. Dann kam dieser Teil 3, da wurde dann beschrieben, was bei uns falsch läuft. Und der Teil 4, was die Lösungsvorschläge sind. Und bemerkenswert ist da einfach, dass man nicht die ganzen Tätigkeiten irgendwie nimmt, die man beim Bau eines Schiffes, eines Projektes Piratenpartei, hier braucht, sondern dass man den allen erst einmal den Traum gibt, wo man überhaupt hinfahren möchte. Und das wird unheimlich dann integrierend wirken. Das fand ich eine unheimlich schöne Metapher, dieses von diesem Exupéry oder wie der heißt, dieser Kinderbuch. Ja, genau, dieser Kinderbuchautor da. Ja, und dann haben sie noch gesagt, dass diese Köpfe wichtig sind, aber dass sie praktisch wie Väter und Mütter wirken, die diese große Familie Piratenpartei nach vorne bringen, dass man ihnen also einen Vertrauensvorschuss wieder, ja, bin ich wieder bei diesem Thema. Das waren so die zwei Hauptdinge, die mir bei dieser Sache bei Salva da noch aufgefallen sind, bei ihren Lösungsvorschlägen. Aber ansonsten das bestätigen, was Phobos schon gesagt hat. Okay, es ist noch eine Nachfrage an Björn, du sagtest eben, wir brauchen gute, fähige Leute. Wen in der Runde, dich eingeschlossen, hältst du für gut und fähig? Besser als alle anderen Kandidaten auf der Liste? Es gibt also ja alle auf der Liste, oder was? Ich muss jetzt ganz diplomatisch vorweg antworten, dafür werden mich einige Leute vielleicht kritisieren, aber ich finde, es gibt ganz verschiedene Bereiche, in denen ganz verschiedene Leute glänzen können und eine möglichst heterogene Gruppe aufzustellen ist eine Sache davon. Ich bin mit dieser Runde, und ich glaube, das zeigt auch die Diskussion, ich muss sagen, fast sagen, erstaunlicherweise, sehr zufrieden, weil ich finde, gerade von den Werten her haben wir hier eine schöne Basis. Wir haben hier, finde ich, ganz verschiedene Tätigkeiten, die bei den Personen vorherrschen.
ganz verschiedene Befähigungen. Und ich finde, dass auch alle ihre Positionen sehr gut darstellen konnten. Also auch vom Menschlichen her ist es halt von dem Eindruck, den man jetzt hier in dem Gespräch finden kann, eigentlich etwas, wo ich sagen würde, hier würde ich jedem eine Stimme geben. Auch wieder schön formuliert. Also bloß, dass wir in Hessen bei 5% nur 3 Leute durchkriegen. 2. Und bei 7, 2, 6. Nein, 3. Na, bei 5 nicht. Kommt drauf an, wie das Wahlrecht geändert wird. Parteienproports und so weiter, ja. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also auf jeden Fall zu wenig. Wenn wir richtig Glück haben, kommen wir im Bund über 5%, in Hessen nicht, und dann ist es egal. Also wenn wir 7,2 haben, haben wir eine gute Chance, dass wir alle 4 reinkommen. Also erstmal müsste er gewählt werden. Genau. Okay, was nehme ich denn hier? Achso, Frage an alle, eure Meinung zu Gender, Popenda und Aufschrei. Ich hätte es gerne kurz gehalten, wirklich, weil... Probiert's. Aufschrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die ersten Aufschrei-Tweets gelesen. Ich hatte die letzten 2 Wochen ein bisschen privat sehr viel Stress. Ich hatte die Aufschrei-Tweets gemutet bei mir im Client, weil ich es nicht ertragen habe, die zu lesen. Ich konnte es nicht lesen. Ich finde es gut, dass es das gibt und dass der Mut jetzt endlich da ist, darüber zu reden, weil das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Diskussion in die Gesellschaft gebracht hat. Und das hat man in der letzten Woche gesehen, dass diese Diskussion wichtig, richtig ist und dass die Frauen den Mut finden und darüber sprechen. Generell zu Genderfragen einen Satz vielleicht? Generell zu Genderfragen kann man nichts sagen. Das geht nicht. Das ist genauso, wenn ich sage, was ist Pizza? Nein, es ist, ich kann jetzt nicht. Auf was möchtest du hinaus? Gender ist, da kann alles drin sein. Eure Meinung zu Gender Popenda. So steht es. Popenda? So steht es hier drin. Ich wollte auch eine Nachfrage machen. Was ist dann meine Meinung, was ist das jetzt genau? Ja, wäre auch meine Frage. Ich kann den Begriff jetzt nicht auf irgendein Ding festlegen. Also tut mir leid. Dann legen wir es doch vielleicht so fest, ob wir in der Partei oder als Partei und als Politiker der Piraten in Genderfragen, ob das was für uns Wichtiges ist. Weil wir haben ja nun mal, in vielen Punkten die Meinung, dass die Leute halt keine Genderpolitik sehen und wollen, dass sie Postgender sich fühlen oder Postgender sehen als unsere Doktrin in irgendeiner Form und dass sie halt meinen, dass wir dieses Gender-Ding mit Gender-Texten und sonst was halt nicht übernehmen sollten. Sollten wir das? Es ist ein... Wir müssen auf jeden Fall darüber reden. Wir hatten das Thema, wir hatten ja vorhin, bevor wir da, hatten wir ja schon diskutiert, wir müssen über dieses Thema reden, weil es ist ein gesellschaftliches Problem, was immanent ist und an dem auch schon seit 40 Jahren gearbeitet wird, also schon mit Fortschritten, aber ohne größere Fortschritte und das ist dieselbe Frage wie nach der Quote. Nein, die Quote ist in meinen Augen nicht die richtige, aber es ist traurig, dass man sowas überhaupt in Erwägung ziehen muss. Und natürlich muss man darüber reden, weil das ist wieder dieses Freiheitsding. Gleichberechtigung ist auch Freiheit. Ja. Möchtest du gerade anschließen, Björn? Ja, also da ist auch wiederum vieles drin, was ich unterschreiben kann. Ich persönlich hatte lange... Ah, wir wollten es kurz machen, ich sollte es nicht vom Krieg erzählen. Also ich muss sagen, ich finde die Aufschreiaktion richtig gut. Es ist natürlich anstrengend, das zu lesen und ich habe auch nur einen Bruchteil davon gelesen, wie ich es halt mitbekommen habe. Finde scheußlich, dass das von den Medien jetzt so auf Rainer Brüderle halt abgewälzt wird und damit halt aufgewärmt wird. Das ist halt, finde ich, auch nicht der richtige Weg, aber wenn es der einzige Weg ist, das in die Gesellschaft zu bekommen... Brüderle war der Auslöser für. Ja, also Anne Wiezurek, da hat er noch eine andere Meinung zu. Es ist wichtig, dass diese Debatte geführt wird. Ich persönlich hatte damit nie große Probleme in meinem Umfeld und war deswegen, als das aufkam, sehr erstaunt, weil in meinem Umfeld ist das relativ angenehm. Also die Geschlechter in meinem Umfeld verhalten sich gleichberechtigt und ich bin auch so erzogen worden, Menschen nach ihren Taten zu beurteilen, nicht nach ihren äußeren Schubladen, in die man die äußeren Gegebenheiten oder Schubladen, die man sie stecken möchte, sei es Geschlecht, sei es Rasse, sei es Nation oder was auch immer. Das ist für mich kein Bewertungskriterium. Die Taten sind ein Bewertungskriterium und ich finde, die Gesellschaft sollte dem auch nachziehen. Und demzufolge Beschränkungen, die aufgrund eines bestimmten Merkmals getätigt werden, aufheben. Ja, also ich bin ja der Älteste von uns 4 und ich sehe das als eine unheimliche Befreiung an, was da die letzten 30 Jahre passiert ist. Also ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie das noch in den 80er Jahren war. Das,
gleich mal vorab. Anhand von unserer Partei sind mir zwei Beispiele die letzten paar Wochen aufgefallen im Mumble. Da bin ich ja am häufigsten. Einmal eine Auseinandersetzung, die im Dicken Engel stattgefunden hat, bei einer Bemerkung, die bei uns passiert ist. Und zwar, ich möchte nicht näher sagen, ich möchte nur sagen, von Seitix an Ali Colon, die dann für unheimliche Folgewirkungen dort gesorgt hat. Gutes Signal, dass das nicht durchgegangen lassen worden ist, nach meiner Meinung. Dass selbst die Kira hier, die dann Seitix so als Frontman für ihre Dicken Engel Show manchmal so gerne hat, hier die Kurve bekommen hat und da letztendlich eine Entscheidung getroffen hat, die bis jetzt nicht klargestellt ist. Das andere ist die Sache bei der AV Pampa von Mike Nolte und die Diskussion danach, wo er beklagt hat, dass er jetzt noch allen Queraten empfehlen müsste, da sie ja keine Wertschätzung bei den Piraten haben würden, weil sie nicht auf aussichtsreichen Listenplätzen untergekommen sind. War auch eine lange Diskussion. Wie stark alle Piraten auf ihn eingewirkt haben, dass dem nicht so ist. Dass er das, da hat eine eigenen Frust und eine eigene persönliche Enttäuschung gehabt, dass er auf Platz 17 gelandet ist in NRW und kein anderer Querat oder aus seiner Gruppe das auch geschafft hat, der Roman nicht in Rheinland-Pfalz und so weiter. Das waren für mich zwei Momente innerhalb der Piratenpartei, wo deutlich geworden ist, wie wichtig das Thema ist. Ja, es ist und bleibt ein wichtiges Thema. Und sogar wenn wir irgendwann die hundertprozentige Gleichberechtigung erreicht haben sollten, was wir wahrscheinlich alle hier nicht erleben werden, wird es immer noch ein wichtiges Thema sein, nämlich auch diese weiter aufrechtzuerhalten, weil es doch immer Gesellschaftssysteme in andere Richtungen auch so ein bisschen so einen WIP-Effekt zu haben. Ja? Ich meine, wir hatten... Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich bin der Meinung, dass wir Piraten dafür weiter kämpfen müssen, dass wir aber auch vor allem an den gesellschaftlichen Entwicklungen arbeiten müssen, damit es einfach gar nicht mehr ein Problem ist. Menschen, ich habe das gleiche in Anführungszeichen Problem wie Björn. In meinem Umfeld kenne ich nur Gleichberechtigung. Ich müsste, glaube ich, lange suchen, um überhaupt auch nur mal ein Pärchen zu finden, wo zum Beispiel vielleicht die Frau nicht ganz so gleichberechtigt ist wie der Mann. Ich kenne das wirklich nur so, bin auch so erzogen worden und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum es mir teilweise auch so schwer fällt, mir überhaupt anderes vorzustellen, dass es so schlimm ist, wie man dann teilweise doch manchmal wieder liest. Und das ist auch da manchmal extrem erschreckend, aus meiner Sicht. Ich muss jetzt nur dazu sagen, ich habe eben den Püt angelächelt, weil die Katze hier Krawall gemacht hat und nicht, weil Christians Aussagen getroffen wurden. Ja. So, und jetzt noch zwei abschließende Fragen. Es sind noch ein paar Sachen und da könnten wir lange drüber diskutieren. Also eins, was mich persönlich interessiert, ist die Frage, was macht ihr persönlich heute und nachweisbar, um die Mandatsträger zu unterstützen, die jetzt schon arbeiten? Also das sind diejenigen, deren Arbeit real wirkt und wirken muss. So steht es hier. Und ja, da ist, wer möchte anfangen, Mandatsträgerunterstützung? Der Christian hat noch gar nicht angefangen. Yes. Der Christian hat noch gar nicht angefangen, das ist voll unfair. Verdammt. Was machst du mit den Mandatsträgern? Im Moment sehr wenig, muss ich ganz klar sagen, was aber auch natürlich damit zusammenhängt, dass wir in Hessen zurzeit natürlich jetzt erstmal nur die kommunalen Mandatsträger haben und ich lange Zeit eher auf Bundes- oder Landesebene verschiedene Sachen gemacht habe, wie gesagt, vor allem organisatorisches. Im Moment versuche ich vor allem in Frankfurt auch wieder stärker den KV voranzubringen, dass da einfach ein bisschen mehr wieder passiert, um damit auch für die Mandatsträger natürlich wieder mehr einen Boden zu schaffen, in dem wir auch die Themen, die auch für Frankfurt direkt sind, also kommunale Themen in diesem Fall, auch wieder besser bearbeiten können und auch besser diskutieren können. Als Beispiel zum Beispiel haben wir jetzt am 7. Februar dann wieder den nächsten politischen Donnerstag in Frankfurt, zu dem an sich auch alle Hessen gerne eingeladen sind. Also wer vorbeikommen möchte, bitte schreibt mir vielleicht eine kurze Mail auf die Frankfurt-Liste, damit wir im Notfall größere Räume besorgen. Aber ansonsten... Die Veranstaltung jetzt explodiert. Genau, jetzt auf einmal 100 Leute. Kostet nur 19 Euro. Genau. Aber haben wir dann zum Beispiel jetzt auch ein Thema Gentrifizierung und Ähnliches in Frankfurt, wo dann auch ein Mandatsträger, also der Martin Klim nach aktueller Planung, einer der Vortragenden ist und der Diskussionsleiter ist. Also da versuche ich natürlich auch dort den Mandatsträgern einen gewissen Weg zu ebnen, aber ansonsten habe ich momentan mit den Mandatsträgern nicht sonderlich viel zu tun. Gott,
definitiv. Ja, die Diskussion, die da anklingt, ist ja auch ein bisschen, ob man nicht zuerst mal in der Kommunalpolitik gewesen sein muss. Das weiß ich nur vom Hessen Campus. Das ist zumindest dort aufgeworfen worden. Dann müssen wir uns auch stellen, oder ich stelle mich dieser das Sache. Könnte ja auch sein, dass du den Abgeordneten in Berlin geholfen hast in irgendeiner Form. Also es muss ja nicht, also die Frage stellt ja jetzt einfach nur mit generellen Mandatsträgern. Aber auf dem Hessen Campus wurden solche Fragen des Öfteren formuliert. Das wollte ich bloß sagen dazu. Das könnte auch ein Hintergrund sein. Das muss nach meiner Meinung nicht unbedingt, wenn man sich für den Bundestag irgendwie zur Wahl stellt. Wir haben die Abgeordneten in NRW unterstützen wir. Dort sind zwei Referenten, Tom Ödebrech, Roy Untal und Robert Arnold. Die tun uns die Anfragen aus dem Landtag direkt zuspielen in die AG Europa, in die AG Wirtschaft und die Geldordnung. Und wenn wir darauf Antworten geben können und wichtige Beiträge leisten, dann machen wir das in PET und stellen das den beiden, die ja als wissenschaftliche Mitarbeiter für die Landtagsfraktion arbeiten, zur Verfügung. Das ist eigentlich der konkreteste Teil, wo ich im Augenblick schreiben könnte. Ich weiß von Herbert Förster und von Martin Klim, dass die schon gerne mehr Unterstützung hätten, aber ich bin zu wenig im Land unterwegs oder in der Stadt Frankfurt, dass ich da jemals, wie gesagt, Unterstützung gemacht hätte. Also tatsächlich zu wenig. Ich kriege ab und an Anrufe, wenn irgendjemand was wissen will. Jetzt die Woche habe ich mit Torge, wie heißt mein Nachnamen? Ja, Torge, wissen wir. Ja, Torge aus Schleswig-Holstein telefoniert, weil da habe ich ein bisschen was erklärt, weil er was wissen wollte. Ich habe Schmidt, genau. Ja. Das ist wie Müller ein Sammelbegriff. Ja. ich habe bei uns, für unsere Mandatsträger, bei mir in meinem Kinzig-Kreis, habe ich schon irgendwo Dinge gelesen, da ging es um neue Feuerwehrsatzung, da wurde ich als gefragt, weil ich halt bei der Feuerwehr bin, ob das so sinnvoll ist, was da drin steht. Ich habe jetzt, Sören hatte jetzt gefragt, der kam nicht dazu, sich auf die Sitzung vorzubereiten, also habe ich ihn quasi vorbereitet, indem ich alles gelesen habe und ihm dann gesagt habe, hier so und so, das steht da als TLDR drin. Aber dass ich jetzt sage, okay, ich arbeite da jetzt regelmäßig mit, muss ich sagen, oder kann ich nicht sagen, das tue ich nicht. Wenn ich mal einen Hilfeschrei kriege von einem, dann versuche ich da irgendwo freizuschaufeln, mitzuarbeiten, oder wenn ich irgendwelche Fachfragen beantworten soll, dann tue ich das immer, aber ich habe blöderweise halt momentan die Zeit, tatsächlich nicht irgendwie dann nur für den Mandatsträger da oder nur für irgendwie Mandatsträger da zu sein, weil meine Tätigkeiten halt in der Partei teilweise anders liegen und dann mit viel Vorbereitung verbunden sind. Okay. Also ich antworte da ganz offensiv. Derzeit sehe ich da mich nicht so in der Pflicht, weil ich bin in Darmstadt derzeit Vorstandsvorsitzender, Direktkandidat, Vertrauensperson, bin in der AG Außenpolitik-Koordinator und aktives Mitglied und bin da halt schon sehr aktiv und zeitlich gebunden und bin auch der Meinung, dass man gerade in der Partei nicht alles alleine machen muss und auch nicht alleine praktisch den Messias darstellt für alle möglichen Gebiete, für die man sich für fähig hält. Ich würde mir da gern mehr wünschen. Ich versuche auch ständig im KV Leute zu motivieren, damit zu arbeiten, in meiner Eigenschaft als Vorstands. Und das ist natürlich derzeit überschaubar von Erfolg gekrönt, wobei wir in Darmstadt halt wirklich Leute haben, die sehr bestrebt sind, die da versuchen, mit einer Kommunalcrew den Mandatsträgern zuzuarbeiten. Und sowohl der Mandatscrew als auch den Mandatsträger versuche ich zumindest als Vorstand alles zu ermöglichen, wenn sie Anfragen an mich haben, das dann auch schnell umzusetzen oder zumindest effektiv umzusetzen. Aber da würde ich mir gerne mehr interessierte Basispiraten wünschen, die sich da reinhängen und die Mandatsträger unterstützen, weil schließlich sind wir zusammen eine Partei und nicht nur einige wenige, die dann tolle Elite-Piraten sind oder so. Nee, wir müssen da wirklich mehr zusammenarbeiten und deswegen schreie ich auch hinaus in die Welt, wenn ihr noch Arbeit sucht, geht zu den kommunalen Mandatträgern, weil da werden auch unsere Kämpfe ausgetragen, da wird auch Politik gemacht und die Kommunalpolitik ist so wichtig, weil das ist direkt am Bürger dran. Das ist den Menschen oft wichtiger. Wenn ihr Einsatzgebiete sucht, geht auch dahin und helft euren Mandatsträgern. Allgemein die aktiven Piraten fragen, wo man mithelfen kann. Die wissen es meist so. Magst du den Unterschied? Zwei, die gestikulieren und zwei, die so eher die Arme bei sich behalten, aber hier auf den Couches. Ach, du meinst, wir haben eine Gestikulationscouch und eine... Nein. Die Gestikulatoren sind der Christian und der Sören und der Jan und ich. Wir sind eher so ein bisschen... Nee, ich habe eine furchtbare Muskelkater, deswegen... Okay, verhindert alle Bewegung.
das verhindert so das meiste. Deswegen bin ich ganz froh, über das ist tolle Häschen-Schaf, was hier ist, wo ich. Ja, das ist kein Hähnchen. Das hätte ich auch gerne sowas gehabt hier. Ich weiß gar nicht, was wir alle gegen Gestiken haben. Nichts. Ich habe doch nur kurz gesagt. Wir wollen jetzt gar nicht, Björns und Christians Gestiken diskutieren. Gestiktheorie. Wir haben hier noch eine letzte Frage, die ich jetzt nochmal ausgesucht habe, weil das ist so, so schön. Wie reagiert ihr auf Einladungen von NGOs, Vereinen und so weiter, die kostenlos an Veranstaltungen teilzunehmen, auch wenn dort Kost und Logis frei gewährt wird? Gute Frage. Ich denke, dass man diese Angebote annehmen kann, weil man muss als Politiker oder als jemand, der politisch aktiv sein möchte, auf jeden Fall mit NGOs in Kontakt bleiben, jeglicher Couleur. Und das sehe ich noch nicht als kritisch an. Also das ist ja nichts, was irgendwie an Vergünstigungen, was man da wirklich bekommt. Es gibt ja auch diese Regelung mit 25 Euro darf man annehmen, dann muss man halt auch aufpassen, dass man halt nicht über 25 Euro ist. Aber nee, also das ist ja etwas, wo ich denke, dass man mit den NGOs in Kontakt bleiben will, wenn die sowas ausrichten, kann man das annehmen, sollte man das annehmen, sollte man das auch nutzen. Man sollte auch darüber berichten und es auch, sag ich mal, einfach transparent machen, was dort geschehen ist, auch dass es sowas gab. Und ich glaube, dann kann jeder damit umgehen. Ich glaube, das eigentliche Problem an solchen Angeboten ist, wenn man versucht, es zu verstecken. Wenn man es offen zugibt, ich glaube, dann wird, und es nachvollziehbar ist, was dort geschehen ist, dann wird es alles viel, viel besser. Ja. Leider sind nicht mehr alle NGOs so, also so positiv alleine zu besetzen, wie das früher mal war. Muss man als kleine Einschränkung machen. Deswegen kommt ja so eine Frage überhaupt auf. Ansonsten vollkommen d'accord. Es waren nie alle NGOs gute NGOs. Ganz genau. Also, sie stellen eine Art von Gegenmacht dar. Und wir haben ja gesehen, dass viele Stellen, wo Entscheidungen von Staats wegen gemacht worden sind, so vom Lobbyismus unterwandert worden sind, dass man sie eigentlich recht positiv sehen muss. Und deswegen Lobbyismus per se ist nichts Negatives. Ja, das ist nein, auch Greenpeace macht Lobbyismus. Auch mehr Demokratie ist ein Lobbyist, den wir unterstützen. Auch AK Vorrat war ein Lobbyist. Also, aber ich denke mal, das, was du gesagt hast, man kann es annehmen. So, also das Einzige, was man machen muss, ist, man muss es wirklich transparent machen. Aufschreiben, ich war heute bei Mehr Demokratie e.V., mir wurde der Aufenthalt bezahlt und das Hotel bezahlt, Gesamtkosten geschätzt 100 Euro, und das ging es in der Veranstaltung. Heute war es die Sparkasse, Hotel, Gesamtkosten geschätzt 150 Euro, es war das und das Hotel, das war der Inhalt der Veranstaltung, deswegen war ich da. Und solange man das öffentlich macht, dann kann man gar nicht in diese Gefahr kommen, dass ich jetzt sage, oh, die haben mir neulich das Hilton bezahlt, naja gut, dann stimme ich jetzt mal bei dem Gesetz dafür, weil die haben ja das, die bezahlen mir ja regelmäßig das Hotel, weil dann kommt nämlich die Nachfrage und dann bin ich tatsächlich eher gegen dieses, weil dann muss ich ja immer noch besser begründen als vorher, warum ich denn überhaupt für das Ding stimme. Also mit Transparenz kann man sich nicht käuflich machen. Das ist die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Also findet es immer raus. Ich glaube, dass wir vor allem eigentlich auch bei der Frage wieder, wie es leider häufig bei solchen doch sehr generischen Fragen ist, viel stärker differenzieren müssen. Also wie es auch schon kurz angeklungen ist, natürlich die Frage erstens, welche NGOs sind das oder welche Vereine, Lobbyvereine, sonstiges? Wo laden die einen hin ein? Wenn die einen nach Hawaii für eine Woche einladen, für ein Symposium, sollte man sich überlegen, ob das jetzt dann der richtige Ansatz ist. Also im Endeffekt, es ist natürlich die Frage, wer, wann, weshalb, wieso, warum und dann aber natürlich mit einer klaren, transparenten Politik, die am besten auch im Vorfeld sogar schon kundtut, was man da macht. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan von wirklich möglichst hoher politischer Transparenz von Mandatsträgern, was aber halt aus meiner Sicht ein Unterschied ist zu dem, was ich als Privatperson für eine Transparenz zu leisten habe. Ja, die Privatperson ist ja genau das, wo unser Datenschutzprinzip greift. Richtig. Genau, wir wollen ja den Bürger schützen. Aber genau das müssen wir... Fangen wir nicht nochmal mit Transparenz an. Aber insofern ist es wirklich, man muss es differenzieren, um wen geht es und um was geht es genau. Ist das eine realistische Einschätzung, auch was die da machen wollen? Ich meine, das kann dann auch mal ein Fünf-Sterne-Hotel sein für eine Nacht. Ja, wenn das irgendein Unternehmen ist, die
ordern nicht mal was Kleineres. Ja, die wissen nicht mal, wie das geht wahrscheinlich. Das Lustige ist, ein Sternhotel ist teilweise billiger als ein Drei-Sterne-Hotel, weil du nämlich dann die ganze Technik noch nicht dazu... Das kann dann auch nochmal dazu passieren. Also es gibt durchaus Gründe, warum man sogar dann, sage ich mal, Angebote, die erstmal komisch vielleicht aussehen, sogar eher annehmen sollte. Aber man muss es halt genau differenzieren und begründen und das wiederum im Vorfeld auch klar machen. Und dann kann man das auch für wichtige Sachen annehmen natürlich. Und jetzt Matthias? Ich habe doch schon geredet. Hat er schon. Wir hatten Zickzack. Ja. Wir hatten das Zickzack. Verwirrt mich völlig. Ich bin leid, aber also mich verwirrt das ist auch sehr dynamisch. Ja, ja, wir versuchen ja, das ja mal ein bisschen. Verwirrt was anderes. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Sepp auch eine Frage zur Bildung hätte. Nee. Ich möchte mich da jetzt gar nicht hier auch ein. Wir hatten auch das Wort Bildung ist dreimal gefallen, es langt. Ja, wenn wir noch eine Stunde hier sind. Wir haben noch eine letzte abschließende Frage und zwar soll der Püt bitte nochmal, das ist keine Frage, der Püt soll nochmal sein Lieblingswort sagen. Oh Gott. Mein Lieblingswort? Penis? Okay, wunderbar. Damit werden wir für heute durch. Damit hätten wir das geklärt, ja. Dann können wir nochmal hier die Kamera winken allesamt und wir verabschieden uns. Und nächste Woche kommen dann die Drachenrose, der Robert und wer kommt denn noch? Herbert Förster. Ach, der Herbert Förster. Wir sind Herbert Färbert. Alles klar. Das ist nächste Woche. Das Beispiel für Themen statt Köpfe, Herbert.